Narzis und Goldmund von Hermann Hesse Gelesen von Ulrich Nöten Produktion Hessischer Rundfunk 2005 Vor dem von Doppelsäulchen getragenen Rundbogen des Klostereinganges von Maria Bronn dicht am Wege stand ein Kastanienbaum, ein vereinzelter Sohn des Südens von einem Rompilger vor Zeiten mitgebracht, eine Edelkastanie mit starkem Stamm. Fremd und zärtlich ließ der schöne Baum seine Krone überm Eingang zum Kloster wehen, ein zartgesinnter und leicht fröstelnder Gast aus einer anderen Zone, verwandt in geheimer Verwandtschaft mit den schlanken sandsteinernen Doppelsäulchen des Portals und dem steinernen Schmuckwerk der Fensterbogen, Gesimse und Pfeiler, geliebt von den Welschen und Lateinern, von den Einheimischen als Fremdling begafft. Unter dem ausländischen Baume waren schon manche Generationen von Klosterschülern vorübergegangen, ihre Schreibtafeln unterm Arm, schwatzend, lachend, spielend, streitend, je nach der Jahreszeit barfuß oder beschut, eine Blume im Mund, eine Nuß zwischen den Zähnen oder einen Schneeball in der Hand. Immer neue kamen. Alle paar Jahre waren es andere Gesichter, die meisten einander ähnlich, blond und kraushaarig. Manche blieben da, wurden Novizen, wurden Mönche, Bekamen das Haar geschoren, trugen Kutte und Strick, lasen in Büchern, unterwiesen die Knaben, wurden alt, starben. Andere, wenn ihre Schülerjahre vorbei waren, wurden von ihren Eltern heimgeholt, in Ritterburgen, in Kaufmanns- und Handwerkerhäuser, liefen in die Welt und trieben ihre Spiele und Gewerbe, kamen etwa einmal zu einem Besuch ins Kloster zurück, Männer geworden, brachten kleine Söhne als Schüler zu den Patres, schauten lächelnd und gedankenvoll eine Weile zum Kastanienbaum empor, verloren sich wieder. In den Zellen und Sälen des Klosters zwischen den runden schweren Fensterbogen und den strammen Doppelsäulen aus rotem Stein wurde gelebt, gelehrt, studiert, verwaltet, regiert. Vielerlei Kunst und Wissenschaft wurde hier getrieben und von einer Generation der andern vererbt, fromme und weltliche, helle, und dunkle. Bücher wurden geschrieben und kommentiert, Systeme ersonnen, Schriften der Alten gesammelt, Bilderhandschriften gemalt, des Volkes Glaube gepflegt, des Volkes Glaube belächelt. Gelehrsamkeit und Frömmigkeit, Einfalt und Verschlagenheit, Weisheit der Evangelien und Weisheit der Griechen, weiße und schwarze Magie, von allem gedieh hier etwas, für alles war Raum. Es war Raum für Einsiedelei und Bußübung ebenso wie für Geselligkeit und Wohlleben. An der Person des jeweiligen Abtes und an der jeweils herrschenden Strömung der Zeit lag es, ob das eine oder das andere überwog und vorherrschte. Zu Zeiten war das Kloster berühmt und besucht wegen seiner Teufelsbanner und Dämonenkenner, zu Zeiten wegen seiner ausgezeichneten Musik, zu Zeiten wegen eines heiligen Vaters, der Heilungen und Wundertat zu Zeiten wegen seiner Hechtsuppen und Hirschleberpasteten. Ein jedes zu seiner Zeit. Und immer war unter der Schar der Mönche und Schüler, der Frommen und der Lauen, der Fastenden und der Feisten, immer war zwischen den vielen, welche da kamen, lebten und starben, dieser und jener Einzelne und Besondere gewesen. Einer, den alle liebten oder alle fürchteten. Einer, der auserwählt schien. Einer, von dem noch lange gesprochen wurde, wenn seine Zeitgenossen vergessen waren. Auch jetzt gab es im Kloster Mariabronn zwei einzelne und besondere, einen alten und einen jungen. Zwischen den vielen Brüdern, deren Schwarm die Dormente, Kirchen und Schulsäle erfüllte, gab es zwei, von denen jeder wußte, auf die jeder achtete. Es gab den Abt Daniel, den alten, und den Zögling Narziß, den jungen der erst seit kurzem das Noviziat angetreten hatte, aber seiner besonderen Gaben wegen gegen alles Herkommen schon als Lehrer verwendet wurde, besonders im Griechischen. Diese beiden, der Abt und der Novize, hatten Geltung im Hause, waren beobachtet und weckten Neugierde, wurden bewundert und beneidet und auch heimlich gelästert. Den Abt liebten die meisten. Er hatte keine Feinde, er war voll Güte, voll Einfalt, voll Demut. Nur die Gelehrten des Klosters mischten in ihre Liebe etwas von Herablassung, denn Abt Daniel mochte ein Heiliger sein, ein Gelehrter jedoch war er nicht. Ihm war jene Einfalt eigen, welche Weisheit ist. Aber sein Latein war bescheiden, und Griechisch konnte er überhaupt nicht. Jene wenigen, welche gelegentlich die Einfalt des Abtes etwas belächelten, waren desto mehr von Narziß bezaubert, dem Wunderknaben, dem schönen Jüngling mit dem eleganten Griechisch. Mit dem ritterlich tadellosen Benehmen, mit dem stillen eindringlichen Denkerblick und den schmalen, schön und streng gezeichneten Lippen. Dass er wunderbar griechisch konnte, liebten die Gelehrten an ihm. Dass er so edel und fein war, liebten beinahe alle an ihm. Viele waren in ihn verliebt. Dass er so sehr still und beherrscht war und so höfische Manieren hatte, nahmen manche ihm übel. Abt und Novize. Jeder trug auf seine Art das Schicksal des Auserwählten, herrschte auf seine Art, litt auf seine Art. Jeder der beiden fühlte sich dem andern mehr verwandt und mehr zu ihm hingezogen als zum ganzen übrigen Klostervolk. Dennoch fanden sie nicht zueinander, dennoch konnte keiner beim andern warm werden. Der Abt behandelte den Jüngling mit größter Sorgfalt, mit größter Rücksicht, hatte um ihn Sorge als um einen seltenen, zarten, vielleicht allzu früh gereiften, vielleicht gefährdeten Bruder. Der Jüngling nahm jeden Befehl, jeden Rat, jedes Lob des Abtes mit vollkommener Haltung entgegen, widersprach niemals, war nie verstimmt, und wenn das Urteil des Abtes über ihn richtig und sein einziges Laster der Hochmut war, so wußte er dies Laster wunderbar zu verbergen. Es war gegen ihn nichts zu sagen, er war vollkommen, er war allen überlegen. Nur wurden wenige ihm wirklich Freund außer den Gelehrten, nur umgab seine Vornehmheit ihn wie eine erkältende Luft. Narziß, sagte der Abt nach einer Beichte zu ihm, ich bekenne mich eines harten Urteils über dich schuldig. Ich habe dich oft für hochmütig gehalten, und vielleicht tat ich dir damit Unrecht. Du bist sehr allein, junger Bruder. Du bist einsam, du hast Bewunderer, aber keine Freunde. Ich wollte wohl, ich hätte Anlass, dich zuweilen zu tadeln, aber es ist kein Anlass. Ich wollte wohl, du wärest manchmal unartig, wie es junge Leute deines Alters sonst leicht sind. Du bist es nie. Ich sorge mich zuweilen ein wenig um dich, Narzis. Wozu denn glaubst du bestimmt zu sein? Narziß schloss seine dunklen Augen halb, daß sie unter den langen schwarzen Wimpern verschwanden. Er schwieg. Sprich, mein Sohn, mahnte nach langem Warten der Abt. Mit leiser Stimme und gesenkten Augen begann Narziß zu sprechen. Ich glaube zu wissen, gnädiger Vater, daß ich vor allem zum Klosterleben bestimmt bin. Ich werde, so glaube ich, Mönch werden, Priester werden, Subprior und vielleicht Abt werden. Ich glaube dies nicht, weil ich es wünsche. Mein Wunsch geht nicht nach Ämtern. Aber sie werden mir auferlegt werden. Lange schwiegen beide. Warum hast du diesen Glauben? fragte zögernd der Alte welche Eigenschaft in dir außer der Gelehrsamkeit ist es wohl, die in diesem Glauben zu Wort kommt? Es ist die Eigenschaft, sagte Narziß langsam, dass ich ein Gefühl für die Art und Bestimmung der Menschen habe, nicht nur für meine eigene, auch für die der andern. Diese Eigenschaft zwingt mich, den andern dadurch zu dienen, dass ich sie beherrsche. Wäre ich nicht zum Klosterleben geboren, so würde ich Richter oder Staatsmann werden müssen. Mag sein, nickte der Abt. Hast du deine Fähigkeit, Menschen und ihre Schicksale zu erkennen, an Beispielen erprobt? Ich habe sie erprobt. Bist du bereit, mir ein Beispiel zu nennen? Ich bin bereit. Gut, da. Ich nicht in die Geheimnisse unserer Brüder ohne deren Wissen eindringen möchte, magst du mir vielleicht sagen, was du über mich, deinen Abt Daniel, zu wissen meinst? Narzis hob seine Lieder und blickte dem Abt in die Augen. Ist es euer Befehl, gnädiger Vater? Mein Befehl. Es fällt mir schwer zu sprechen, Vater. Auch mir fällt es schwer, junger Bruder, dich zum Sprechen zu zwingen. Ich tue es dennoch, sprich. Narzis senkte den Kopf und sagte flüsternd: Es ist wenig, was ich von euch weiß, verehrter Vater. Ich weiß, dass ihr ein Diener Gottes seid, dem es lieber wäre, Ziegen zu hüten oder in einer Einsiedelei das Glöckchen zu läuten und die Beichten der Bauern anzuhören, als ein großes Kloster zu regieren. Ich weiß, dass ihr eine besondere Liebe zur Heiligen Mutter Gottes habt und zu ihr am meisten betet. Ihr betet zuweilen darum, dass die griechischen und anderen Wissenschaften, die in diesem Kloster gepflegt werden, keine Verwirrung und Gefahr für die Seelen eurer Anbefohlenen sein mögen. Ihr betet zuweilen, dass euch gegen den Subprior Gregor die Geduld nicht verlasse. Ihr betet zuweilen um ein sanftes Ende. Und ihr werdet, so glaube ich, erhört werden und ein sanftes Ende haben still war es in dem kleinen sprechzimmer des abtes endlich sprach der alte du bist ein schwärmer und hast gesichte sagte der greise herr freundlich auch fromme und freundliche gesichte können täuschen verlaß dich nicht auf sie wie auch ich mich nicht auf sie verlasse kannst du sehen bruder schwärmer was ich über diese sache im herzen denke ich kann sehen, Vater, dass ihr sehr freundlich darüber denkt. Ihr denkt das Folgende. Dieser junge Schüler ist ein wenig gefährdet, er hat Gesichte, er hat vielleicht zu viel meditiert. Ich könnte ihm vielleicht eine Buße auferlegen, sie wird ihm nicht schaden. Ich werde aber die Buße, die ich ihm auferlege, auch selbst auf mich nehmen. Dies ist es, was ihr soeben denkt. Der Abt erhob sich. Lächelnd winkte er dem Novizen, sich zu verabschieden. Und nun begab es sich, daß ein neues Gesicht im Kloster erschien, das so viele Gesichter kommen und gehen sah. Und daß dies neue Gesicht nicht zu den unbemerkten und schnell wieder vergessenen gehörte. Es war ein Jüngling, der schon vorlängst von seinem Vater angemeldet an einem Frühlingstage eintraf, um in der Klosterschule zu studieren. Beim Kastanienbaum banden sie ihre Pferde an, der Jüngling und sein Vater, und aus dem Portal kam der Pförtner ihnen entgegen. Der Knabe blickte an dem noch winterkahlen Baum empor. Einen solchen Baum, sagte er, habe ich noch nie gesehen. Ein schöner, merkwürdiger Baum. Ich möchte wohl wissen, wie er heißt. Der Vater, ein ältlicher Herr mit einem versorgten und etwas verkniffenen Gesicht, kümmerte sich nicht um die Worte des Jungen, der Pförtner aber, dem der Knabe alsbald wohlgefiel, gab ihm Auskunft. Der Jüngling dankte ihm freundlich, gab ihm die Hand und sagte Ich heiße Goldmund und soll hier zur Schule gehen. Freundlich lächelte der Mann ihn an und ging den Ankömmlingen voran durchs Portal und die breiten Steintreppen hinauf, und Goldmund betrat das Kloster ohne Zagen mit dem Gefühl, an diesem Ort schon zwei Wesen begegnet zu sein, denen er Freund sein konnte, dem Baum und dem Pförtner. Die Angekommenen wurden erst vom Pater Schulvorsteher, gegen Abend auch noch vom Abt selbst empfangen. An beiden Orten stellte der Vater, ein kaiserlicher Beamter, seinen Sohn Goldmund vor, und man lud ihn ein, eine Weile Gast des Hauses zu sein, er machte jedoch nur für eine nacht vom gastrecht gebrauch und erklärte morgen zurückreisen zu müssen als geschenk bot er dem kloster das eine seiner beiden pferde an und die gabe ward angenommen die unterhaltung mit den geistlichen herren verlief artig und kühl aber sowohl der abt wie der pater blickte den ehrerbietig schweigenden goldmund mit freude an der hübsche zärtliche junge gefiel ihnen sogleich den vater ließen sie andern tages ohne bedauern wieder ziehen den Sohn behielten sie gerne da. Goldmund wurde den Lehrern vorgestellt und bekam ein Bett im Schlafsaal der Schüler. Ehrerbietig und mit betrübtem Gesicht nahm er Abschied von seinem wegreitenden Vater, stand und blickte ihm nach, bis er zwischen Kornhaus und Mühle durch das enge Bogentor des äußeren Klosterhofes verschwand. Eine Träne hing ihm an der langen blonden Wimper, als er sich umwandte, da empfing ihn schon der Pförtner mit einem liebkosenden Schlag auf die Schulter. Junges Herrchen, sagte er tröstend, du musst nicht traurig sein. Die meisten haben im Anfang ein klein wenig Heimweh, nach Vater, Mutter und Geschwistern. Aber du wirst schnell sehen, es lässt sich auch hier leben. Und gar nicht übel. Danke, Bruder Pförtner, sagte der Junge. Ich habe keine Geschwister und keine Mutter. Ich habe bloß den Vater. Dafür findest du hier Kameraden und Gelehrsamkeit und Musik und neue Spiele, die du noch nicht kennst und dies und jenes du wirst schon sehen. Und wenn du einen brauchst, der es gut mit dir meint, dann komm nur zu mir. Goldmund lächelte ihn an. Oh, ich danke euch sehr. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann zeigt mir bitte bald, wo unser Rösslein steht, das mein Vater hier gelassen hat. Ich möchte es begrüßen und sehen, ob es ihm auch gut gehe. Der Pförtner nahm ihn sogleich mit und führte ihn in den Pferdestall beim Kornhaus. Da roch es in lauer Dämmerung scharf nach Pferden, nach Mist und nach Gerste. Und in einem der Stände fand Goldmund das braune Pferd stehen, das ihn hierher getragen hatte. Er legte dem Tier, das ihn schon erkannt hatte, und ihm den Kopf lang entgegenstreckte beide Hände um den Hals, legte ihm die Wange an die breite weißgefleckte Stirn, streichelte es zärtlich und flüsterte ihm Worte ins Ohr. Grüß dich Gott Bless, mein Tierchen, mein Braver. Geht's dir gut? Hast du mich noch lieb? Hast du auch zu fressen? Denkst du auch noch an daheim? Bless, Röschen, lieber Kerl, wie gut, dass du da geblieben bist. Ich will oft zu dir kommen und nach dir sehen. Er zog aus dem Ärmelumschlag ein Stück Frühstücksbrot, das er beiseite gebracht hatte, und gab es in kleinen Brocken dem Tier zu fressen. Dann nahm er Abschied, folgte dem Pförtner über den Hof, der breit wie der Marktplatz einer großen Stadt und zum Teil mit Linden bewachsen war. Am innern Eingang dankte er dem Pförtner und gab ihm die Hand. Dann merkte er, daß er den Weg zu seinem Schulsaal nicht mehr wisse, der ihm gestern gezeigt worden war, lachte ein wenig und wurde rot, bat den Pförtner, ihn zu führen, und der tat es gerne. Dann trat er in den Schulsaal wo ein Dutzend Knaben und Jünglinge auf den Bänken saßen und der Lehrgehilfe Narziß wendete sich um. Ich bin Goldmund, sagte er, der neue Schüler. Narziß grüßte kurz, ohne lächeln, wies ihm einen Platz in der hintern Bank an und fuhr sofort in seinem Unterricht fort. Goldmund setzte sich. Er war erstaunt darüber, einen so jungen Lehrer zu finden, kaum einige Jahre älter als er selbst. Und war erstaunt und tief erfreut darüber, diesen jungen Lehrer so schön, so vornehm, so ernst, dabei so gewinnend und liebenswert zu finden. Der Pförtner war nett mit ihm gewesen, der Abt war ihm so freundlich begegnet. Drüben im Stall stand Bleß und war ein Stück Heimat. Und nun war da dieser erstaunlich junge Lehrer, ernst wie ein Gelehrter und fein wie ein Prinz, und mit dieser beherrschten, kühlen, sachlichen, zwingenden Stimme. Dankbar hörte er zu, ohne doch gleich zu verstehen, von was da die Rede sei. Ihm wurde wohl. Er war zu guten, zu liebenswerten Menschen gekommen, und er war bereit, sie zu lieben und um ihre Freundschaft zu werben. Aber als die Unterrichtsstunde zu Ende war und die Schüler sich lärmend erhoben, schrak Goldmund auf und merkte etwas beschämt, dass er eine ganze Weile geschlafen hatte. Und nicht er allein merkte es, auch seine Banknachbarn hatten es gesehen und flüsternd weitergemeldet. Kaum hatte der junge Lehrer den Saal verlassen, da zupften und stießen die Kameraden Goldmund von allen Seiten. Ausgeschlafen? fragte einer und grinste. Feiner Schüler, höhnte einer. Aus dem wird ein schönes Kirchenlicht werden. Daxt gleich in der ersten Stunde ein. Bringt ihn zu Bett, den Kleinen, schlug einer vor, und sie ergriffen ihn an Armen und Beinen, um ihn unter Gelächter wegzutragen. So aufgeschreckt wurde Goldmund zornig. Er schlug um sich, suchte sich zu befreien, bekam Püffe und wurde schließlich fallen gelassen, während einer ihn noch an einem Fuße festhielt. Von diesem trat er sich gewaltsam los, warf sich auf den ersten Besten, der sich stellte, und war alsbald mit ihm in einen heftigen Kampf verwickelt. Sein Gegner war ein starker Kerl, und alle sahen dem Zweikampf mit Begierde zu. Als Goldmund nicht unterlag und dem Starken einige gute Fausthiebe beibrachte, hatte er schon Freunde unter den Kameraden noch ehe er einen von ihnen mit Namen kannte. Wenn er indessen mit allen gut Freund war, einen wirklichen Freund fand er doch nicht so bald. Es war keiner unter den Mitschülern, dem er sich besonders verwandt oder gar zugeneigt fühlte. Sie aber waren verwundert, in dem schneidigen Faustkämpfer, den sie geneigt waren für einen liebenswerten Raufbold zu halten, einen sehr friedfertigen Kollegen zu finden, der eher nach dem Ruhm eines Musterschülers zu streben schien. Zwei Menschen im Kloster gab es, zu denen Goldmund sein Herz hingezogen fühlte, die ihm gefielen, die seine Gedanken beschäftigten, für die er Bewunderung, Liebe und Ehrfurcht fühlte: den Abt Daniel und den Lehrgehilfen Narziß. Den Abt war er geneigt für einen Heiligen zu halten, seine Einfalt und Güte sein klarer, sorglicher Blick, seine Art, das Befehlen und Regieren demütig als einen Dienst zu vollziehen, seine guten, stillen Gebärden, das alles zog ihn gewaltig an. Am liebsten wäre er der persönliche Diener dieses Frommen geworden, wäre immer gehorchend und dienend um ihn gewesen, hätte all seinen knabenhaften Drang nach Devotion und Hingabe ihm als beständiges Opfer dargebracht und ein reines, edles, heiligmäßiges Leben von ihm gelernt. Denn Goldmund war gesonnen, nicht nur die Klosterschule zu absolvieren, sondern womöglich ganz und für immer im Kloster zu bleiben und sein Leben Gott zu weihen. So war es sein Wille, so war es seines Vaters Wunsch und Gebot und so war es wohl von Gott selbst bestimmt und gefordert. Niemand schien es dem schönen strahlenden Knaben anzusehen und doch lag eine Bürde auf ihm, eine Bürde der Herkunft, eine geheime Bestimmung zu Sühne und Opfer. Auch der Abt sah es nicht, obwohl Goldmunds Vater ihm einige Andeutungen gemacht und deutlich den Wunsch geäußert hatte, sein Sohn möge für immer hier im Kloster bleiben. Irgendein geheimer Makel schien an der Geburt Goldmunds zu haften, irgendetwas Verschwiegenes schien Sühne zu fordern. Aber der Vater hatte dem Abt nur wenig gefallen, er hatte seinen Worten und seinem ganzen etwas Wichtigtuerischen Wesen höfliche Kühle entgegengestellt und seinen Andeutungen keine große Bedeutung eingeräumt. Jene andere, der Goldmunds Liebe erweckt hatte, sah schärfer und ahnte mehr, aber er hielt sich zurück. Narziß hatte recht wohl bemerkt, welch ein holder Goldvogel ihm dazugeflogen war. Er, der in seiner Vornehmheit vereinsamte, hatte alsbald in Goldmund den Verwandten gewittert, obwohl er in allem sein Gegenspiel zu sein schien. Wie Narziß dunkel und hager so war Goldmund leuchtend und blühend. Wie Narzis ein Denker und Zergliederer, so schien Goldmund ein Träumer und eine kindliche Seele zu sein. Aber die Gegensätze überspannte ein gemeinsames. Beide waren sie vornehme Menschen, beide waren sie durch sichtbare Gaben und Zeichen vor den Andern ausgezeichnet, und beide hatten sie vom Schicksal eine besondere Mahnung mitbekommen. Brennend nahm Narzis an dieser jungen Seele teil, deren Art und Schicksal er bald erkannt hatte. Glühend bewunderte Goldmund seinen schönen, überlegen, klugen Lehrer. Aber Goldmund war schüchtern. Er fand keine andere Weise, um Narziß zu werben, als daß er sich bis zur Übermüdung bemühte, ein aufmerksamer und gelehriger Schüler zu sein. Und nicht die Schüchternheit allein hielt ihn zurück. Es hielt ihn auch zurück ein Gefühl dafür, daß Narziß eine Gefahr für ihn sei. Er konnte nicht den guten demütigen Abt zum ideal und vorbild haben und zugleich den überklugen gelehrten scharfgeistigen narzis und dennoch strebte er mit allen seelenkräften seiner jugend beiden idealen nach den unvereinbaren er selbst wußte nicht wie es um ihn stehe es war sein ehrlicher Wunsch und Wille, ein guter Schüler zu sein, bald ins Noviziat aufgenommen und dann ein frommer, stiller Bruder der Patres zu werden. Er glaubte daran, daß alle seine Kräfte und Gaben diesem frommen, sanften Ziele zustrebten. Er wußte nichts von anderen Strebungen. Wie seltsam und traurig war es ihm darum, sehen zu müssen, daß dies einfache und schöne Ziel so schwer zu erreichen sei. Viel mehr als der Knabe ahnte, waren Narzissensgedanken mit ihm beschäftigt. Er wünschte sich diesen hübschen, hellen, lieben Jungen zum Freunde. Er ahnte in ihm seinen Gegenpol und seine Ergänzung. Er hätte ihn an sich nehmen mögen, ihn führen, aufklären, steigern und zur Blüte bringen. Aber er hielt sich zurück. Er tat es aus vielen Beweggründen, und sie waren ihm beinahe alle bewusst. Vor allem band und hemmte ihn der Abscheu, den er gegen jene nicht seltenen Lehrer und Mönche fühlte, welche sich in Schüler oder Novizen verliebten. Oft genug hatte er selbst mit Widerwillen die begehrenden Augen älterer Männer auf sich ruhen gefühlt, oft genug war er ihren Freundlichkeiten und Hetscheleien mit stummer Abwehr begegnet. Nun verstand er sie besser. Auch er sah eine Verlockung darin, den hübschen Goldmund lieb zu haben, sein holdes Lachen hervorzurufen, mit zärtlicher Hand durch sein hellblondes Haar zu streichen. Aber nie würde er das tun, niemals. Außerdem war er als Lehrgehilfe, der im Rang eines Lehrers stand, ohne doch dessen Amt und Autorität zu haben, an besondere Vorsicht und Wachsamkeit gewöhnt. Ein Jahr und länger war Goldmund schon Klosterschüler in Mariabronn. Hundertmal schon hatte er unter den Linden des Hofes und unter dem schönen Kastanienbaum mit den Kameraden die Schülerspiele gespielt, Laufspiele, Ballspiele, Räuberspiele, Schneeballschlachten. Nun war es Frühling, aber Goldmund war müde und fühlte sich kränklich. Oft tat der Kopf ihm weh, und in der Schule hatte er Mühe, sich wach und aufmerksam zu erhalten. Da sprach eines Abends Adolf ihn an, jener Mitschüler, dessen erste Begegnung mit ihm damals ein Faustkampf gewesen war, und mit dem er in diesem winter den euklid zu studieren begonnen hatte es war in der stunde nach dem abendessen einer freistunde in der das spielen in den dormenten das plaudern in den schülerstuben und auch das spazieren im äußern klosterhof erlaubt war goldmund sagte er indem er ihn mit sich die treppe hinabzog ich will dir etwas erzählen etwas lustiges aber du bist ja ein musterknabe und willst gewiß einmal bischof werden Gib mir zuerst ein Wort, das du Kameradschaft halten und mich nicht bei den Lehrern angeben willst.« Goldmund gab ohne Weiteres sein Wort. Es gab eine Klosterehre und es gab eine Schülerehre, und beide kamen zuweilen in Widerstreit, er kannte das. Aber es waren, wie überall, die ungeschriebenen Gesetze stärker als die geschriebenen, und nie hätte er, solange er Schüler war, sich den Gesetzen und Ehrbegriffen der Schülerschaft entzogen. Flüsternd zog ihn Adolf zum Portal hinaus unter die Bäume. Es seien da, erzählte er, ein paar gute, kühne Kameraden, zu denen er gehöre, die hätten von früheren Generationen den Brauch übernommen, je und je sich dessen zu entsinnen, dass sie ja keine Mönche seien, und für einen Abend das Kloster zu verlassen und ins Dorf zu gehen. Es sei ein Spaß und Abenteuer, dem ein ordentlicher Kerl sich nicht entziehe, in der Nacht werde man zurückkommen. Aber dann ist ja das Tor geschlossen, warf Goldmund ein. Gewiß natürlich sei es geschlossen, dies eben sei ja der Spaß bei der Sache, man wisse aber auf geheimen Wegen unbemerkt hereinzukommen, es sei nicht das erste Mal. Goldmund erinnerte sich, die Redensart ins Dorf gehen hatte er schon gehört, man verstand darunter nächtliche Ausflüge der Zöglinge zu allerlei geheimen Genüssen und Abenteuern, und es war vom Klostergesetz bei schwerer Strafe verboten. Er erschrak. Ins Dorf zu gehen war Sünde, war verboten. Er begriff aber sehr wohl, dass es gerade darum, unter ordentlichen Kerls zur Schülerehre gehören könne, das Gefährliche zu wagen, und dass es eine gewisse Auszeichnung bedeute, zu diesem Abenteuer aufgefordert zu werden. Am liebsten hätte er Nein gesagt und wäre zurückgelaufen und zu Bett gegangen. Aber er schämte sich ein wenig vor Adolf, und wer weiß? Vielleicht gab es da draußen irgendetwas Schönes und Neues, etwas, worüber man Kopfweh und Stumpfheit und allerlei Elend vergessen konnte. Es war ein Ausflug in die Welt, ein heimlicher und verbotener zwar, ein nicht ganz rühmlicher, aber vielleicht doch eine Befreiung, ein Erlebnis. Zögernd stand er, während Adolf auf ihn einredete, und plötzlich lachte er auf und sagte ja. Unbemerkt verlor er sich mit Adolf unter den Lindenbäumen im weiten, schon dunklen Hof, dessen äußeres Tor um diese Stunde schon verschlossen war. Der Kamerad führte ihn in die Klostermühle, wo in der Dämmerung und im stetigen Lärm der Räder es leicht war, sich ungehört und ungesehen hindurchzuschleichen. Durch ein Fenster gelangte man schon ganz im Finstern auf einen feuchten, schlüpfrigen Stapel von hölzernen Bohlen, deren eine man herausziehen und über den Bach legen musste, um hinüberzukommen und nun war man draußen, auf der mattschimmernden Heerstraße, die in den schwarzen Wald hinein verschwand. Dies alles war erregend und geheimnisvoll und gefiel dem Knaben sehr. Am Waldrand stand schon ein Kamerad, Konrad, und nachdem sie lange gewartet, kam noch einer dahergestapft, der große Eberhard. Zu Vieren marschierten die Jünglinge durch den Wald. Über ihnen rauschten Nachtvögel auf. Ein paar Sterne zeigten sich hellfeucht zwischen stillen Wolken. Konrad schwatzte und machte Witze. Zuweilen lachten die anderen mit, dennoch schwebte ein banges und feierliches Nachtgefühl über ihnen und ihre Herzen schlugen reger. Jenseits des Waldes nach einer kleinen Stunde erreichten sie das Dorf. Da schien alles schon zu schlafen. Bleich schimmerten die niederen Giebel, von den dunklen Rippen des Gebälks durchwachsen. Nirgends war Licht. Adolf ging voran. Schleichend und schweigend umgingen sie einige Häuser stiegen über einen zaun standen in einem garten traten in die weiche erde von beeten strauchelten über stufen hielten vor der wand eines hauses adolf pochte an einen laden wartete pochte nochmals innen gab es geräusch und bald schimmerte licht auf der laden öffnete sich und einer hinterm andern stiegen sie ein in eine küche mit schwarzem rauchfang und irdenem boden auf dem Herd stand klein eine Öllampe, flackernd brannte auf dünnem Docht eine schwache Flamme. Ein Mädchen stand hier, eine hagere Bauernmagd, die gab den Eindringlingen die Hand, hinter ihr aus dem Dunkel trat ein zweites, ein junges Kind mit langen, dunklen Zöpfen. Adolf brachte Gastgeschenke mit einen halben Leib weißes Klosterbrot und etwas in einem papierenen Beutel, Goldmund vermutete, es sei ein wenig gestohlener Weihrauch oder Kerzenwachs oder dergleichen. Die Junge mit den Zöpfen ging hinaus, ohne Licht tastete sie sich durch die Tür, blieb lange aus und kam wieder mit einem Krug aus grauem Ton mit blauer Blume darauf, den sie Konrad reichte. Er trank daraus und gab ihn weiter, alle tranken es war starker Apfelmost. Im Schein der winzigen Lampenflamme ließen sie sich nieder, auf kleine steife Stabellen die beiden Mädchen, rund um sie auf dem Boden die Schüler. Es wurde flüsternd gesprochen, dazwischen Most getrunken. Adolf und Konrad führten das Wort. Zuweilen stand einer auf und streichelte der Hageren das Haar und den Nacken, flüsterte ihr ins Ohr. Die Kleine blieb unberührt. Wahrscheinlich, dachte Goldmund, war die Große die Magd, die hübsche Kleine die Tochter des Hauses. Es war übrigens gleichgültig, und es ging ihn nichts an, denn er würde niemals mehr hierher kommen. Das heimliche Ausreisen und der Nachtgang durch den Wald, das war schön, das war ungewohnt, erregend, geheimnisvoll und doch nicht gefährlich. Es war zwar verboten, aber die Übertretung des Verbots belud das Gewissen nicht schwer. Das hier aber, dieser nächtliche Besuch bei den Mädchen, war mehr als nur verboten, so fühlte er, es war Sünde. Für die anderen vielleicht war auch dies nur ein kleiner Seitensprung, für ihn aber nicht. Für ihn, der sich zum Mönchsleben und zur Askese bestimmt wußte, war kein Spiel mit Mädchen erlaubt. Nein, er würde nie wieder mitkommen. Aber sein Herz schlug stark und bang in der Ampeldämmerung der ärmlichen Küche. Seine Kameraden spielten vor den Mädchen die Helden und machten sich mit lateinischen Redensarten wichtig, die sie in die Unterhaltung mischten. Alle drei schienen bei der Magd in Gunst zu stehen, sie näherten sich ihr je und je mit ihren kleinen linkischen Liebkosungen, deren zärtlichste ein scheuer Kuss war. Sie schienen genau zu wissen, was ihnen hier erlaubt sei, und da die ganze Unterhaltung im Flüsterton geführt werden mußte, hatte die Szene eigentlich etwas Komisches. Doch Goldmund empfand nicht so. Er kauerte still am Boden und blickte starr ins Flämmlein der Ampel, ohne ein Wort von sich zu geben. Zuweilen fing er mit etwas begehrlichem Seitenblick eine der Zärtlichkeiten auf, die zwischen den andern getauscht wurden, steif blickte er vor sich hin. Am liebsten aber hätte er nichts anderes angeschaut als die Kleine mit den Zöpfen. Aber gerade dies verbot er sich. Immer aber, wenn einmal sein Willen nachließ und sein Blick sich zu dem stillen, süßen Mädchengesicht hinüber verirrte, fand er unfehlbar ihre dunklen Augen auf sein Gesicht geheftet. Wie verzaubert starrte sie ihn an. Eine Stunde war vielleicht vergangen, nie hatte Goldmund eine so lange Stunde erlebt. Da waren Redensarten und Zärtlichkeiten der Schüler erschöpft. Es wurde still und man saß etwas verlegen. Eberhard fing an zu gähnen. Da mahnte die Magd zum Aufbruch. Alle erhoben sich, alle gaben der Magd die Hand, Goldmund zuletzt dann gaben sie alle der jungen die hand goldmund zuletzt dann stieg konrad voran aus dem fenster ihm folgten eberhard und adolf als auch goldmund hinausstieg fühlte er sich von einer hand an der schulter zurückgehalten er konnte nicht anhalten erst als er draußen am boden stand wandte er sich zögernd um aus dem fenster beugte sich die junge mit den zöpfen goldmund flüsterte sie. Er blieb stehen. Kommst du einmal wieder? Fragte sie. Ihre schüchterne Stimme war nur ein Hauch. Goldmund schüttelte den Kopf. Sie streckte ihre beiden Hände aus, faßte seinen Kopf. Warm fühlte er die kleinen Hände an seinen Schläfen. Sie beugte sich tief herab, bis ihre dunklen Augen dicht vor den seinen waren. Komm wieder, flüsterte sie. Und ihr Mund berührte den seinen in einem kindlichen Kuss schnell lief er den andern nach durch den kleinen garten, taumelte über die beete, roch feuchte erde und mist, riß sich die hand an einem rosenstrauch wund, kletterte über den zaun und trabte den andern nach zum dorf hinaus dem wald entgegen. "niemals mehr," sagte befehlend sein wille. morgen wieder! flehte schluchzend sein herz. Niemand begegnete den Nachtvögeln. Unbehelligt kamen sie nach Mariabronn zurück. Über den Bach, durch die Mühle, über den Lindenplatz und auf Schleichwegen über Vordächer und durch Säulen geteilte Fenster ins Kloster und in den Schlafsaal. Am Morgen sah Goldmund schlecht aus. Im Griechischen gegen Mittag ließ Narziß ihn nicht aus den Augen. Er sah, daß Goldmund krank sei, schwieg aber und beobachtete ihn scharf. Am Ende der Lektion rief er ihn zu sich. Um die Schüler nicht aufmerksam zu machen, schickte er ihn mit einem Auftrag in die Bibliothek. Dorthin ging er ihm nach. Goldmund, sagte er, kann ich dir beistehen? Ich sehe, dass du in Not bist. Vielleicht bist du krank? Dann legen wir dich zu Bett und schicken dir eine Krankensuppe und ein Glas Wein. Du hast heute keinen Kopf fürs Griechische. Lange wartete er auf eine Antwort. Aus verstörten Augen sah der bleiche Knabe zu ihm her, senkte den Kopf, hob ihn wieder, zuckte mit den Lippen, wollte sprechen, konnte es nicht. Plötzlich sank er zur Seite, lehnte den Kopf auf ein Lesepult zwischen die beiden kleinen Engelsköpfe aus Eichenholz, die das Pult einfaßten, und brach in ein solches Weinen aus, daß Narziss sich verlegen fühlte und eine Weile den Blick abwandte, ehe er den Schluchzenden anfaßte und aufhob. Nun ja, sagte er freundlicher, als Goldmund ihn je hatte sprechen hören, nun ja, Amike, weine nur, es wird dir bald besser sein. Er führte ihn unter Umgehung der Schülerstuben in ein Krankenzimmer, wies ihm eines der beiden leeren Betten an und ging, als Goldmund sich folgsam auszukleiden begann, hinaus, um ihn beim Vorsteher krank zu melden. Im Krankenbett lag Goldmund und suchte sich aus seiner Verwirrung zurückzufinden. Vor einer Stunde vielleicht hätte er sich klarzumachen vermocht, was ihn heute so unsäglich müde machte, was für eine tödliche Überanstrengung der Seele es war, die ihm den Kopf leer und die Augen brennen machte. Aber jetzt war noch etwas hinzugekommen, ein neuer Schreck, ein neues Erlebnis. Narziß hatte sich seiner angenommen. Narziß liebte ihn. Narziß hatte sich um ihn bemüht, er, der feine, vornehme, der kluge mit dem schmalen, leicht spöttischen Munde, und er, er hatte sich vor ihm gehen lassen, war beschämt und stammelnd und schließlich heulend vor ihm gestanden. Statt diesen Überlegenen mit den edelsten Waffen zu gewinnen, mit Griechisch, mit Philosophie, mit geistigem Heldentum und würdiger Stoa, war er schwach und jämmerlich vor ihm zusammengebrochen. Nie würde er sich das verzeihen, nie würde er ihm ohne Scham ins Auge sehen können. Aber mit dem Weinen war die große Spannung entladen, die stille Stubeneinsamkeit, das gute Bett tat wohl, der Verzweiflung war mehr als die halbe Kraft geraubt. Und als etwas später die Türe leise aufgetan wurde und Narziß hereinkam, um nach dem Kranken zu sehen, lag er und schlief und hatte schon wieder Rot auf den Wangen. Lange betrachtete ihn Nazis, mit Liebe, mit forschender Neugierde und auch mit etwas Neid. Er sah, Goldmund war nicht krank. Aber er wußte, der Bann sei gebrochen. Sie würden Freunde sein. Mochte heute Goldmund es sein, der seiner bedurfte, dem er Dienste erweisen konnte, ein andermal würde vielleicht er selbst es sein, der schwach wäre und einer Hilfe, einer Liebe bedürfte. Und von diesem Knaben würde er sie annehmen können, wenn es einmal dahin kommen sollte. Eine wunderliche Freundschaft war es, welche zwischen Narziß und Goldmund begann. Wenigen nur gefiel sie, und manchmal konnte es so scheinen, als mißfiele sie den beiden selbst. Narziß der Denker hatte es damit zunächst am schwersten, ihm war alles Geist, auch die Liebe. Es war ihm nicht gegeben, gedankenlos sich einer Anziehung anheimzugeben. Er war in dieser Freundschaft der führende Geist, und lange Zeit war er es allein, der Schicksal, Umfang und Sinn dieser Freundschaft bewusst erkannte. Lange Zeit blieb er einsam mitten im Lieben und wußte, daß der Freund ihm erst dann wirklich angehören werde, wenn er ihn zur Erkenntnis würde geführt haben. Innig und glühend. Spielend und rechenschaftslos gab Goldmund sich dem neuen Leben hin, wissend und verantwortlich nahm Narziß das hohe Schicksal an. Für Goldmund war es zuerst eine Erlösung und Genesung. Sein junges Liebesbedürfnis war soeben durch den Anblick und Kuss eines hübschen Mädchens mächtig aufgeweckt und zugleich hoffnungslos zurückgeschreckt worden, denn dies fühlte er im Innersten, dass all sein bisheriger Lebenstraum, alles woran er glaubte, alles wozu er sich bestimmt und berufen meinte, durch jenen Kuß im Fenster, durch den Blick jener dunklen Augen an der Wurzel gefährdet war. Vom Vater zum Mönchsleben bestimmt, mit ganzem Willen diese Bestimmung annehmend, mit der Glut erster Jugendinbrunst einem frommen und asketisch-heldischen Ideal zugewandt, hatte er bei der ersten flüchtigen Begegnung, beim ersten Anruf des Lebens an seine Sinne, beim ersten Gruß des Weiblichen unweigerlich gespürt, daß hier sein Feind und Dämon stehe, daß das Weib seine Gefahr sei. Und jetzt bot ihm das Schicksal eine Rettung. Jetzt kam in der dringendsten Not diese Freundschaft ihm entgegen und bot seinem Verlangen einen blühenden Garten, seiner Ehrfurcht einen neuen Altar. Hier war ihm zu lieben erlaubt. War ihm erlaubt, ohne Sünde sich hinzugeben, sein Herz einem bewunderten, älteren, klügeren Freunde zu schenken, die gefährlichen Flammen der Sinne in edle Opferfeuer zu verwandeln, zu vergeistigen. Schon im ersten Frühling dieser Freundschaft aber stieß er auf wunderliche Hemmnisse, auf unerwartete, rätselhafte Kelten, auf erschreckende Forderungen, denn ihm lag es ferne, sich seinen Freund als Widerspiel und Gegenpol zu denken. Ihm schien, es bedürfe ja nur der liebe nur der aufrichtigen hingabe um aus zweien eins zu machen um unterschiede auszulöschen und gegensätze zu überbrücken wie herb und sicher wie klar und unerbittlich aber war dieser narziss ihm schien ein harmloses sich hingeben ein dankbares gemeinsames wandern im lande der freundschaft unbekannt und unerwünscht zu sein wege ohne ziel träumerisches dahinwandeln schien er nicht zu kennen nicht zu dulden. In Wirklichkeit wußte Narziß recht wohl, was an seinem Freunde sei. Er war nicht blind für seine blühende Schönheit, noch für seine naturhafte Lebenskraft und blumige Fülle. Er war keineswegs ein Schulmeister, der eine glühende junge Seele mit Griechisch füttern, eine unschuldige Liebe mit Logik beantworten wollte. Allzu sehr vielmehr liebte er den blonden Jüngling, und für ihn war dies eine Gefahr. Denn Lieben war für ihn kein natürlicher Zustand, sondern ein Wunder. Er durfte sich nicht verlieben, sich nicht mit dem wohligen Anschauen dieser hübschen Augen, mit der Nähe dieser blühenden, lichten Blondheit begnügen, er durfte dieser Liebe nicht erlauben, auch nur einen Augenblick beim Sinnlichen zu verweilen. Denn wenn Goldmund sich zu Mönch und Asketen und zu einem lebenslangen Streben nach Heiligkeit bestimmt fühlte, Narzis war wirklich zu einem solchen Leben bestimmt. Ihm war Lieben nur in einer einzigen, der höchsten Form erlaubt. An Goldmunds Bestimmung zum Asketen aber glaubte Narzis nicht. Deutlicher als ein anderer verstand er, in Menschen zu lesen, und hier, wo er liebte, las er mit gesteigerter Klarheit. Er sah Goldmunds Natur, die er trotz des Gegensatzes innigst verstand. Denn sie war die andere verlorene Hälfte seiner eigenen. Er sah diese Natur von einer harten Schale umpanzert, von Einbildungen, Erziehungsfehlern, Vaterworten, und ahnte längst das ganze, nicht komplizierte Geheimnis dieses jungen Lebens. Seine Aufgabe war ihm klar, dies Geheimnis seinem Träger zu enthüllen, ihn von der Schale zu befreien, ihm seine eigentliche Natur zurückzugeben. Es würde schwer sein, und das Schwerste daran war, dass ihm der Freund vielleicht darüber verloren gehen würde. Die erste Bresche schlug Narzis, als er das Erlebnis zu erforschen suchte, das ihm damals den erschütterten Knaben in einer schwachen Stunde zugetrieben hatte. Die Erforschung war weniger schwierig, als er gedacht hätte. Längst fühlte Goldmund das Bedürfnis, das Erlebnis jener Nacht zu beichten, doch es gab niemanden außer dem abt zu dem er genug vertrauen fühlte und der abt war nicht sein beichtvater als nun narziss in einer stunde die ihm günstig schien den freund an jenen ersten beginn ihres bundes erinnerte und sachte an das geheimnis rührte sagte der ohne umschweife es ist schade daß du die wein noch nicht hast und noch nicht beichte hören kannst gerne hätte ich mich von jener sache in der beichte befreit und gern dafür eine strafe abgebüßt aber meinem Beichtvater konnte ich sie nicht sagen. Vorsichtig, listig grub Narzis weiter, die Fährte war gefunden. Du erinnerst dich, probierte er, an jenen Morgen, wo du krank zu sein schienst. Du hast ihn nicht vergessen, denn damals sind wir ja Freunde geworden. Ich habe oft daran denken müssen. Goldmund zögerte ein wenig, dann sagte er langsam. Lass mich annehmen, du seiest mein Beichtvater. Es muss ja doch einmal gesagt sein. Mit gesenktem Kopf erzählte er dem Freunde die Geschichte jener Nacht. Lächelnd sagte darauf Narzis: Nun ja, das ins Dorf gehen ist in der Tat verboten. Aber man kann vieles Verbotene tun und kann darüber lachen. Oder man kann es beichten und es ist erledigt und geht einen nichts mehr an. Warum solltest du denn nicht auch einmal, wie fast jeder Schüler, diese kleinen Torheiten begehen? Ist denn das so schlimm? Ohne Hemmung, zornig brach nun Goldmund los. Du sprichst wirklich wie ein Schullehrer. Du weißt ja genau, um was es sich handelt. Natürlich sehe ich keine große Sünde darin, einmal den Hausregeln ein Schnippchen zu schlagen und einen Schülerstreich mitzumachen, obwohl auch das ja nicht gerade zu den Vorübungen des Klosterlebens gehört. Halt rief Narziß scharf. Weißt du nicht, Freund, dass für viele fromme Väter gerade diese Vorübungen nötig waren? Weißt du nicht, dass einer der kürzesten Wege zum Leben eines Heiligen das Leben des Wüstlings sein kann? Ach, rede nicht, wehrte Goldmund ab. Ich wollte sagen, nicht das bisschen Ungehorsam war es, das mein Gewissen belud. Es war etwas anderes. Es war das Mädchen. Es war ein Gefühl, das ich dir nicht schildern kann. Ein Gefühl, dass, wenn ich dieser Verlockung nachgäbe, wenn ich auch nur die Hand ausstreckte, um das Mädchen anzurühren, ich niemals mehr zurückkönne dass mich dann die Sünde wie ein Höllenschlund einschlucken und nie mehr herausgeben werde, dass es dann mit allen schönen Träumen, mit aller Tugend, mit aller Liebe zu Gott und dem Guten ein Ende hätte. Narziß nickte sehr nachdenklich. Die Liebe zu Gott, sagte er langsam, die Worte suchend, ist nicht immer eins mit der Liebe zum Guten. Ach, wenn es so einfach wäre. Was gut ist, wissen wir, es steht in den Geboten. Aber Gott ist nicht nur in den Geboten, du. Sie sind nur der kleinste Teil von ihm. Du kannst bei den Geboten stehen und kannst weit von Gott weg sein. Verstehst du mich denn nicht, klagte Goldmund. Gewiß verstehe ich dich. Du fühlst im Weib, im Geschlecht, den Inbegriff alles dessen, was du Welt und Sünde nennst. Aller anderen Sünden, so scheint es dir, bist du entweder gar nicht fähig oder aber sie würden, wenn du sie begingest, dich doch nicht erdrücken. Sie würden sich beichten und gut machen lassen. Nur die eine Sünde nicht. Ja, genau so fühle ich es. Du siehst, ich verstehe dich. Du hast ja auch nicht zu so sehr unrecht. Die Geschichte von Eva und der Schlange ist ja wahrlich keine müßige Fabel. Und doch hast du nicht recht, lieber. Du hättest recht, wenn du der Abt Daniel wärest oder dein Taufpatron der heilige Chrysostomus, wenn du ein Bischof oder Priester oder auch nur ein kleiner, simpler Mönch wärest, der bist du ja aber nicht, du bist ein Schüler. Und wenn du auch den Wunsch hast, für immer im Kloster zu bleiben, oder wenn dein Vater diesen Wunsch für dich hat, so hast du doch noch kein Gelübde abgelegt, noch keine Weihe erhalten. Wenn du heute oder morgen durch ein hübsches Mädchen verführt würdest und der Versuchung erlägest, so hättest du keinen Schwur gebrochen, kein Gelübde verletzt. Kein geschriebenes Gelübde, rief Goldmund in großer Erregung, wohl aber ein ungeschriebenes, das Heiligste, das ich in mir trage. Kannst du denn nicht sehen, dass, was für viele andere gelten mag, für mich nicht gilt? Bist du denn nicht meinesgleichen? Nein, Goldmund, ich bin nicht deinesgleichen, nicht so, wie du glaubst. Wohl halte auch ich ein ungesprochenes Gelübde, darin hast du recht. Aber deinesgleichen bin ich keineswegs. Ich sage dir heute ein Wort, an das wirst du einmal denken. Ich sage dir unsere Freundschaft hat überhaupt kein anderes Ziel und keinen anderen Sinn, als dir zu zeigen, wie vollkommen ungleich du mir bist. Narziß war nicht mehr im Zweifel über die Natur von Goldmunds Geheimnis. Es war Eva, es war die Urmutter, die dahinter stand. Wie aber war es möglich, daß in einem so schönen, so gesunden, so blühenden Jüngling das erwachende Geschlecht auf so erbitterte Feindschaft stieß? Es mußte ein Dämon am Werke gewesen sein. Ein heimlicher Feind, dem es gelungen war, diesen herrlichen Menschen in sich zu spalten und mit seinen Urtrieben zu entzweien. Gut. Der Dämon mußte gefunden, mußte beschworen und sichtbar gemacht werden. Dann war er zu besiegen. Inzwischen war Goldmund von den Kameraden mehr und mehr gemieden und im Stich gelassen worden, vielmehr sie fühlten sich von ihm im Stich gelassen und gewissermaßen verraten. Niemand sah seine Freundschaft mit Narzis gerne. Die Hämischen brachten sie als naturwidrig in Verruf, namentlich jene, welche selbst in einen der beiden Jünglinge verliebt gewesen waren, aber auch die anderen, denen es einleuchtete, daß hier kein Laster zu beargwöhnen sei, schüttelten die Köpfe. Niemand gönnte diese beiden Menschen einander. Durch ihren Zusammenschluß hatten sie, so schien es, sich hochmütig als Aristokraten von den anderen abgesondert, die ihnen nicht gut genug waren. Das war nicht kollegial, war nicht klösterlich, war nicht christlich. Narzis dachte viel über seinen Freund nach. Sein besonderes Vermögen, die Artung und Bestimmung der Menschen zu schauen und fühlend zu erkennen, hatte ihm über Goldmund längst Bescheid gesagt. Alles Lebendige und Strahlende an diesem Jüngling sprach so deutlich. Er trug alle Zeichen eines starken, in den Sinnen und der Seele reich begabten Menschen, eines Künstlers vielleicht, jedenfalls aber eines Menschen von großer Liebeskraft, dessen Bestimmung und Glück darin bestand, entzündbar zu sein und sich hingeben zu können. Warum war nun dieser Liebesmensch, dieser Mensch mit den feinen reichen Sinnen, der einen Blumenduft, eine Morgensonne, ein Pferd, einen Vogelflug, eine Musik so tief erleben und lieben konnte, warum nur war er darauf versessen, ein Geistesmensch und Asket zu sein? Viel grübelte Narzis darüber nach. Er wußte, daß Goldmunds Vater diese Versessenheit begünstigt hatte. Aber konnte er sie hervorgebracht haben? Auch Goldmund grübelte viel. So sehr er der herzlichen Liebe seines Freundes sich sicher fühlte, er hatte doch immer wieder das lästige Gefühl, von ihm nicht ernst genug genommen und immer ein wenig wie ein Kind behandelt zu werden. Und was bedeutete das, daß der Freund ihm immer wieder zu verstehen gab, er sei nicht seinesgleichen? Indessen füllte dies Grübeln Goldmunds Tage nicht aus. Lange zu grübeln, das vermochte er nicht. War er auch viel mit Narzisst zusammen, es blieben doch manche Stunden, in denen er seinen alten Gewohnheiten und Freuden nachging. Auch die Gottesdienste waren ihm meistens eine Freude. Gerne sang er im Chor der Schüler mit, gern betete er einen Rosenkranz vor einem Lieblingsaltar, hörte das schöne feierliche Latein der Messe, sah im Weihrauchgewölk das Gold der Geräte und Zierate funkeln und die stillen ehrwürdigen heiligen Figuren auf den Säulen stehen, die Evangelisten mit den Tieren, den Jakobus mit Hut und Pilgertasche. Von diesen Gestalten fühlte er sich angezogen, diese steinernen und hölzernen Figuren dachte er sich gerne in geheimnisvoller Beziehung zu seiner Person, etwa als unsterbliche, allwissende Paten, Beschützer und Wegweiser seines Lebens, Ebenso spürte er eine Liebe und eine geheime holde Beziehung zu den Säulen und Kapitälen der Fenster und Türen, den Ornamenten der Altäre, zu diesen schön profilierten Stäben und Kränzen, zu diesen Blumen und krautig wuchernden Blättern, die aus dem Stein der Säulen brachen und sich so sprechend und eindringlich falteten. Es schien ihm ein wertvolles inniges Geheimnis, daß es außer der Natur, ihren Pflanzen und Tieren, noch diese zweite stumme, von Menschen gemachte Natur gab, diese Menschen, Tiere und Pflanzen aus Stein und Holz. Nicht selten brachte er eine Freistunde damit hin, diese Figuren, Tierköpfe und Blätterbündel nachzuzeichnen, und auch wirkliche Blumen, Pferde, Menschengesichter versuchte er manchmal zu zeichnen. Lange hatten Narzissens Belagerungsversuche das Geheimnis Goldmunds uneröffnet gelassen. Allmählich hatte er im Seelenlesen bewandert erkannt, daß sein Freund zu den Menschen gehöre, welchen ein Stück aus ihrem Leben verloren gegangen ist, welche unter dem Druck irgendeiner Not oder Bezauberung sich dazu verstehen mußten, einen Teil ihrer Vergangenheit zu vergessen. Er sah ein, daß bloßes Befragen und Belehren hier unnütz sei. Er sah auch, daß er allzu sehr an die Macht der Vernunft geglaubt und viel vergebens geredet habe. Nicht vergeblich aber war die Liebe geblieben, die ihn mit dem Freunde verband, und die Gewohnheit vielen Zusammenseins. Trotz aller tiefen Verschiedenheit ihrer Wesen hatten sie beide viel voneinander gelernt. Es war zwischen ihnen neben der Vernunftsprache allmählich eine Seelen- und Zeichensprache entstanden. So kam eines Tages von keinem erwartet, ein Gespräch zwischen den Freunden zustande, an einem schulfreien Tage in der Bibliothek, ein Gespräch, das sie mitten in den Kern und Sinn ihrer Freundschaft stellte und weithin neue Lichter warf. Sie hatten über Astrologie gesprochen, welche im Kloster nicht getrieben wurde und verboten war, und Narziß hatte gesagt, Astrologie sei ein Versuch in die vielen verschiedenen Arten von Menschen, Schicksalen, und Bestimmungen, Ordnung und System zu bringen. Hier setzte Goldmund ein. Immer sprichst du von den Verschiedenheiten. Ich habe allmählich erkannt, dass dies deine besonderste Eigenschaft ist. Wenn du von dem großen Unterschied sprichst, der zum Beispiel zwischen dir und mir bestehe, dann will mir scheinen, der Unterschied bestehe in nichts anderem als eben in deinem merkwürdigen Versessensein auf das Finden von Unterschieden. Narzis gewiss. Du triffst damit den Nagel auf den Kopf, in der Tat. Dir sind die Unterschiede nicht sehr wichtig, mir aber scheinen sie das Einzig Wichtige zu sein. Ich bin meinem Wesen nach Gelehrter, meine Bestimmung ist die Wissenschaft. Und Wissenschaft ist, um dein Wort zu zitieren, gar nichts anderes als eben das Versessensein auf das Finden von Unterschieden. Man könnte ihr Wesen gar nicht besser bezeichnen. Für uns Wissenschaftsmenschen ist nichts wichtig als das Feststellen von Verschiedenheiten. Wissenschaft heißt Unterscheidungskunst. Zum Beispiel an jedem Menschen die Merkmale finden, die ihn von den anderen unterscheiden, heißt ihn erkennen. Goldmund, nun ja. Einer hat Bauernschuhe an und ist ein Bauer. Ein anderer hat eine Krone auf und ist ein König. Das sind allerdings Unterschiede. Sie werden aber auch von den Kindern gesehen, ohne alle Wissenschaft. Narzis, wenn der Bauer und der König aber beide gleiche Kleider anhaben, dann kennt das Kind sie nicht mehr auseinander. Goldmund, die Wissenschaft auch nicht. Narzis, vielleicht doch. Sie ist ja nicht klüger als das Kind, das sei zugegeben. Aber sie ist geduldiger. Sie merkt sich nicht bloß die gröbsten Kennzeichen. Goldmund, das tut jedes kluge Kind auch. Es wird den König am Blick erkennen oder an der Haltung. Und kurz gesagt, ihr Gelehrte seid hochmütig. Ihr haltet uns andere stets für dümmer. Man kann ohne alle Wissenschaft sehr klug sein. Narzis, es freut mich, daß du das Einzusehen beginnst. Nun wirst du bald auch einsehen, daß ich nicht die Klugheit meine, wenn ich vom Unterschied zwischen dir und mir rede. Ich sage ja nicht, du bist klüger oder dümmer, besser oder schlechter. Ich sage nur, du bist anders. Goldmund, das ist leicht zu verstehen. Du sprichst aber nicht nur von Unterschieden der Merkmale, du sprichst oft auch von Unterschieden des Schicksals, der Bestimmung. Warum zum Beispiel solltest du eine andere Bestimmung haben als ich? Du bist wie ich ein Christ, du bist wie ich zum Klosterleben entschlossen, du bist wie ich ein Kind des guten Vaters im Himmel, unser beider Ziel ist dasselbe, die ewige Seligkeit. Unsere Bestimmung ist dieselbe, die Rückkehr zu Gott. Nazis? Sehr gut. Im Lehrbuch der Dogmatik ist freilich ein Mensch genau wie der andere, im Leben aber nicht. Mir scheint, der Lieblingsjünger des Erlösers, an dessen Brust er ruhte, und jener andere Jünger, der ihn verriet, die haben doch wohl beide nicht dieselbe Bestimmung gehabt. Goldmund, du bist ein Sophist, Nazis. Auf diesem Wege kommen wir einander nicht näher. Nazis, wir kommen auf keinem Wege einander näher. Goldmund, sprich nicht so. Nazis, es ist mein Ernst. Es ist nicht unsere Aufgabe, einander näher zu kommen, so wenig wie Sonne und Mond zueinander kommen oder Meer und Land. Wir zwei, lieber Freund, sind Sonne und Mond, sind Meer und Land. Unser Ziel ist nicht ineinander überzugehen, sondern einander zu erkennen und einer im andern das sehen und ehren zu lernen, was er ist, des andern Gegenstück und Ergänzung. Betroffen hielt Goldmund den Kopf gesenkt sein Gesicht war traurig geworden. Endlich sagte er Ist es darum, dass du meine Gedanken so oft nicht ernst nimmst? Narziß blickte ihn an. Ich nehme dich ernst, wenn du Goldmund bist. Du bist aber nicht immer Goldmund. Ich wünsche mir nichts anderes, als dass du ganz und gar Goldmund würdest. Du bist kein Gelehrter, du bist kein Mönch einen Gelehrten oder einen Mönch kann man aus geringerem Holz machen du glaubst du seist mir zu wenig gelehrt zu wenig logiker oder zu wenig fromm oh nein aber du bist mir zu wenig du selbst hatte sich auch goldmund nach diesem gespräch betroffen und sogar verletzt zurückgezogen schon nach wenigen tagen zeigte er dennoch selbst verlangen nach seiner fortsetzung Diesmal nun gelang es Narzis, ihm ein Bild von den Unterschieden ihrer Naturen zu geben, das er besser annehmen konnte. Schau, sagte er, es gibt nur einen einzigen Punkt, in dem ich dir überlegen bin. Ich bin wach, während du nur halbwach bist und zuweilen völlig schläfst. Wach nenne ich den, der mit dem Verstand und Bewusstsein sich selbst, seine innersten unvernünftigen Kräfte, Triebe und Schwächen kennt und mit ihnen zu rechnen weiß dass du das lernst. Das ist der Sinn, den die Begegnung mit mir für dich haben kann. Bei dir, Goldmund, sind Geist und Natur, Bewusstsein und Traumwelt sehr weit auseinander. Du hast deine Kindheit vergessen. Aus den Tiefen deiner Seele wirbt sie um dich, sie wird dich so lange leiden machen, bis du sie erhörst. Genug davon. Im Wachsein, wie gesagt, bin ich stärker als du. Hier bin ich dir überlegen und kann dir darum nützen, in allem andern lieber. Bist du ja mir überlegen, vielmehr du wirst es sein, sobald du dich selbst gefunden hast. Goldmund hatte staunend zugehört, aber bei dem Wort: Du hast deine Kindheit vergessen, zuckte er auf. Überlegen? Ich dir? stammelte er, nur um etwas zu sagen. Er war wie von einer Starre befallen. Gewiß! Sprach Narzis weiter Die Naturen von deiner Art, die mit den starken und zarten Sinnen, die Beseelten, die Träumer, Dichter, Liebenden, sind uns andern, uns Geistmenschen, beinahe immer überlegen. Eure Herkunft ist eine mütterliche. Ihr lebt im Vollen, euch ist die Kraft der Liebe und des Erlebenkönnens gegeben. Wir Geistigen, obwohl wir euch andere häufig zu leiten und zu regieren scheinen, leben nicht im Vollen. Wir leben in der Dürre. Euch gehört die Fülle des Lebens, euch der Saft der Früchte, euch der Garten der Liebe, das schöne Land der Kunst. Eure Heimat ist die Erde, unsere die Idee. Eure Gefahr ist das Ertrinken in der Sinnenwelt, unsere das Ersticken im luftleeren Raum. Du bist Künstler, ich bin Denker. Du schläfst an der Brust der Mutter, ich wache in der Wüste. Mir scheint die Sonne, dir scheinen Mond und Sterne, deine Träume sind von Mädchen, meine von Knaben. Mit weit offenen Augen hatte Goldmund zugehört. Diesmal löste die Überspannung in seiner Seele sich nicht in Tränen auf. Mit einem Gefühl tiefsten und hoffnungslosen Verwundetseins, als habe der Freund ihm plötzlich ein Messer mitten in die Brust gestoßen, blieb er stehen, schwer atmend, mit einem tödlich zusammengepreßten Herzen, wachsbleich im Gesicht, mit abgestorbenen Händen. Es war wieder das Elend von damals, nur um einige Grade verstärkt. Es war wieder das Würgen im Innern, das Gefühl, etwas Furchtbarem ins Auge sehen zu müssen, etwas schlechterdings Unerträglichem. Aber kein erlösendes Schluchzen half diesmal das Elend überstehen. Heilige Mutter Gottes, was war denn nur? War denn etwas geschehen? Hatte man ihn gemordet? Hatte er getötet? Was war da Furchtbares gesagt worden? Keuchend stieß er den Atem von sich. Wie ein Vergifteter war er bis zum Zerreißen erfüllt von dem Gefühl, sich von etwas Tödlichem befreien zu müssen, das tief in ihm innen stecke. Mit Bewegungen wie ein Schwimmender stürzte er aus der Stube, floh unbewusst in die stillsten, menschenleersten Bezirke des Klosters, durch Gänge, über Treppen und ins Freie an die Luft. Ahnungslos hatte Narziß in dieser Stunde das getan, was zu tun schon lange sein ersehntes Ziel war. Er hatte den Dämon, von dem sein Freund besessen war, bei Namen gerufen, er hatte ihn gestellt, von irgendeinem seiner Worte war das Geheimnis in Goldmunds Herzen angerührt worden und hatte sich in rasendem Schmerz aufgebäumt. Als Goldmund zu sich kam, war es dunkel. Er fühlte seinen Kopf leer und schwindlig. Er war irgendwo gewesen, sehr weit fort. Er hatte etwas gesehen, etwas Außerordentliches. Etwas Herrliches, etwas Furchtbares auch und Unvergeßliches, und doch hatte er es vergessen. Wo war es? Was war da vor ihm aufgetaucht, so groß, so schmerzlich, so selig, und war wieder hingeschwunden? Noch im Entschwinden der eilig weggleitenden Traumwelt sah er es, fand das Bild wieder und zuckte wie in schmerzlicher Wollust zusammen. Er sah, er war sehend geworden. Er sah sie, er sah die große, strahlende, mit dem vollblühenden Munde, mit den leuchtenden Haaren, er sah seine Mutter. Zugleich meinte er eine Stimme zu hören, Du hast deine Kindheit vergessen. Wessen Stimme war doch dies? Er horchte, er sann und fand. Es war Narziss. Narziss und in einem augenblick mit einem jähen ruck war alles wieder da er erinnerte sich er war wissend o oh mutter mutter bisher hatte Goldmund von seiner mutter wohl einiges gewusst aber nur aus den Erzählungen anderer ihr bild, hatte er nicht mehr besessen und von dem wenigen was er über sie zu wissen glaubte hatte er narziß das meiste verschwiegen die mutter war etwas wovon man nicht sprechen durfte man schämte sich ihrer eine tänzerin war sie gewesen ein schönes wildes weib von vornehmer aber unguter und heidnischer herkunft goldmunds vater hatte sie so erzählte er aus armut und schande aufgelesen er hatte sie da er nicht wußte ob sie nicht heiden sei taufen und in der Religion unterweisen lassen. Er hatte sie geheiratet und zu einer angesehenen Frau gemacht. Sie aber, nach einigen Jahren der Zahmheit und des geordneten Lebens, hatte sich ihre alten Künste und Übungen wieder erinnert, hatte Ärgernis erregt und Männer verführt, war Tage und Wochen von zu Hause weggeblieben, war in den Ruf einer Hexe gekommen und schließlich, nachdem ihr Mann sie mehrmals wieder eingeholt und zu sich genommen hatte, für immer verschwunden. Ihr Ruf war noch eine Weile vernehmbar geblieben ein böser Ruf, flackernd wie ein Kometenschweif und war dann erloschen. Ihr Mann erholte sich langsam von den Jahren der Unruhe, des Schreckens, der Schande und der ewigen Überraschungen, die sie ihm bereitet hatte. Anstelle des mißratenen Weibes erzog er nun sein Söhnlein, das der Mutter an Gestalt und Gesicht sehr ähnlich war. Der Mann war vergrämt und frömmlerisch geworden, und züchtete in Goldmund den Glauben, er müsse sein Leben Gott darbringen, um die Sünden der Mutter zu sühnen. Eigene, wirkliche, erlebte Erinnerung an die Mutter hatte Goldmund vergessen. Und nun war dieses Bild, der Stern seiner frühesten Jahre, wieder aufgestiegen. Es ist unbegreiflich, wie ich das hatte vergessen können, sagte er zu seinem Freunde. Nie in meinem Leben habe ich jemand so geliebt wie meine Mutter, so unbedingt und glühend. Nie habe ich jemand so verehrt, so bewundert. Sie war Sonne und Mond für mich. Weiß Gott, wie es möglich war, dies strahlende Bild meiner Seele zu verdunkeln und allmählich diese böse, bleiche, gestaltlose Hexe aus ihr zu machen, die sie für den Vater und für mich seit vielen Jahren war. Narzis hatte vor kurzem sein Noviziat beendet und war eingekleidet worden. Merkwürdig hatte sein Verhalten zu Goldmund sich verändert. Goldmund nämlich, der des Freundes Winke und Mahnungen früher oft als lästiges Besserwissen und Besserwollen abgelehnt hatte, war seit dem großen Erlebnis voll staunender Bewunderung für die Weisheit seines Freundes. Wie viele von dessen Worten hatten sich wie Prophezeiungen erfüllt? Wie tief hatte dieser Unheimliche in ihn hineingesehen, wie genau hatte er sein Lebensgeheimnis, seine verborgene Wunde erraten, wie klug hatte er ihn geheilt. Goldmunds Begierde nach den Wissenschaften war sehr viel geringer geworden. Auch seine Disputierlust in den Freundesgesprächen war vergangen. Die Mutter war wieder zu ihm gekommen, die lang verlorene, das war ein hohes Glück. Aber wohin führte ihr lockender Ruf? Ins Ungewisse, in Verstrickung, in Not, vielleicht in den Tod. Ins Stille, Sanfte, Gesicherte, in Mönchszelle und lebenslängliche Klostergemeinschaft führte sie nicht. Ihr Ruf hatte nichts gemein mit jenen väterlichen Geboten, die er so lange mit seinen eigenen Wünschen verwechselt hatte. Aus diesem Gefühl, das oft stark, bang und brennend war wie ein heftiges Körpergefühl, nährte sich Goldmunds Frömmigkeit. Im Wiederholen langer Gebete an die heilige Mutter Gottes ließ er den Überschwall des Gefühls, das ihn zur eigenen Mutter zog, von sich strömen, Häufig aber endeten seine Gebete doch wieder in jenen merkwürdigen, herrlichen Träumen, die er jetzt so oft erlebte. Träumen bei Tage, bei halbwachen Sinnen, Träumen von ihr, an denen alle Sinne teilhätten. Da umduftete ihn die Mutterwelt, blickte dunkel aus rätselhaften Liebesaugen, rauschte tief wie Meer und Paradies, lallte kosend sinnlose, vielmehr mit Sinn überfüllte Koselaute, schmeckte nach süßem und nach salzigem, streifte mit seidigem Haar über dürstende Lippen und Augen. Nicht nur alles Holde war in der Mutter, nicht nur süßer blauer Liebesblick, holdes glückverheißendes Lächeln, kosende Tröstung, in ihr war irgendwo unter anmutigen Höhlen auch alles Furchtbare und Dunkle, alle Gier, alle Angst, alle Sünde aller Jammer, alle Geburt, alles sterben müssen. Tief sank der Jüngling in diese Träume, in diese vielfältigen Gespinste beseelte Sinne. In ihnen stand nicht nur geliebte Vergangenheit wieder bezaubernd auf, Kindheit und Mutterliebe, strahlend goldener Lebensmorgen, es schwang in ihnen auch drohende, versprechende, lockende und gefährliche Zukunft. Zuweilen erschienen diese Träume, in denen Mutter, Madonna und Geliebte eins waren, ihm nachher wie entsetzliche Verbrechen und Gotteslästerungen, wie niemals mehr zu sühnende Todsünden. Zu anderen Malen fand er in ihnen alle Erlösung, alle Harmonie. In dieser Traumwelt lebte er mehr als in der wirklichen. Die wirkliche Welt, Schulsaal, Klosterhof, Bibliothek, Schlafsaal und Kapelle war nur Oberfläche. Kleine Anreize genügten schon, um die Haut der Wirklichkeit zu durchstoßen und hinter der friedlich dürren Wirklichkeit die tosenden Abgründe, Ströme und Milchstraßen jener Seelenbilderwelt zu entfesseln. Selten sprach er davon, nur wenige Male gab er Narzis eine Andeutung von dieser Traumwelt. Ich glaube, sagte er einmal, dass ein Blumenblatt. Oder ein kleiner Wurm auf dem Wege viel mehr sagt und enthält als alle Bücher der ganzen Bibliothek. Mit Buchstaben und mit Worten kann man nichts sagen. Manchmal schreibe ich irgendeinen griechischen Buchstaben, ein Theta oder Omega, und indem ich die Feder ein klein wenig drehe, schwänzelt der Buchstabe und ist ein Fisch und erinnert in einer Sekunde an alle Bäche und Ströme der Welt, an alles Kühle und Feuchte, an den Ozean Homers und an das Wasser, auf dem Petrus wandelte. Oder der Buchstabe wird ein Vogel, stellt den Schwanz, sträubt die Federn, bläst sich auf, lacht, fliegt davon. Nun, Nazis, du hältst wohl nicht viel von solchen Buchstaben. Aber ich sage dir, mit ihnen schrieb Gott die Welt. Ich halte viel von ihnen, sagte Nazis traurig. Das sind Zauberbuchstaben. Man kann alle Dämonen mit ihnen beschwören. Nur freilich zum Betreiben der Wissenschaften sind sie ungeeignet. Der Geist liebt das Feste, Gestaltete. Er will sich auf seine Zeichen verlassen können, er liebt das Seiende, nicht das Werdende, das Wirkliche und nicht das Mögliche. Er duldet nicht, dass ein Omega eine Schlange oder ein Vogel werde. In der Natur kann der Geist nicht leben, nur gegen sie, nur als ihr Gegenspiel. Glaubst du mir jetzt, Goldmund, dass du nie ein Gelehrter sein wirst? O oh ja, Goldmund glaubte es längst. Er war damit einverstanden. Narzis lächelte. Es gibt Menschen, die viel lernen können, aber du gehörst nicht zu ihnen. Du wirst nie ein Lerner sein, wozu denn auch? Du hast es nicht nötig. Du hast andere Gaben. Du hast mehr Gaben als ich, du bist reicher als ich und bist auch schwächer. Du wirst einen schöneren und schwereren Weg haben als ich. Manchmal wolltest du mich nicht verstehen. Oft hast du dich gesträubt wie ein Füllen. Das war nicht immer leicht und oft habe ich dir auch weh tun müssen. Ich musste dich erwecken, du schliefst ja. Auch, dass ich dich an deine Mutter erinnerte, hat zuerst weh getan, sehr weh. Man fand dich wie einen Toten im Kreuzgang liegen. Es musste sein. Nein, streichle mein Haar nicht. Nein, lass es. Ich kann es nicht leiden. Und lernen kann ich also nichts? Ich werde immer dumm und ein Kind bleiben? Es werden andere da sein, von denen du lernst. Was du von mir lernen konntest, du Kind, damit sind wir zu Ende. Oh nein, rief Goldmund. Dazu sind wir nicht Freunde geworden. Was wäre das für eine Freundschaft, die nach einer kurzen Strecke ihr Ziel erreicht hat und einfach aufhören kann? Hast du denn genug von mir? Bin ich dir denn entleidet? narziß ging heftig auf und ab. Die Blicke am Boden. Dann blieb er vor dem Freunde stehen. Lass gut sein, sagte er sanft. Du weißt wohl, dass du mir nicht entleidet bist. Zweifelnd betrachtete er den Freund, nahm alsdann seine Wanderung wieder auf hin und her, blieb nochmals stehen und sah Goldmund an. Mit festem Blick aus dem harten und hagern Gesicht. Mit leiser Stimme, aber fest und hart sagte er Hör zu, Goldmund, unsere Freundschaft ist gut gewesen. Sie hat ein Ziel gehabt und hat es erreicht. Sie hat dich wach gemacht. Ich hoffe, sie sei nicht zu Ende. Ich hoffe, sie werde sich nochmals und immer wieder erneuern und zu neuen Zielen führen. Für den Augenblick ist kein Ziel da. Das Deine ist ungewiß. Ich kann dich da weder führen noch begleiten. Frage deine Mutter. Frage ihr Bild. Höre auf sie. Mein Ziel aber liegt nicht im Ungewissen, es liegt hier im Kloster, es fordert mich zu jeder Stunde. Ich darf dein Freund sein, aber ich darf nicht verliebt sein. Ich bin Mönch, ich habe das Gelübde getan. Ich werde, ehe ich die Wein erhalte, mich vom Lehramt beurlauben lassen und viele Wochen mich zu Fasten und Exorzizien zurückziehen. Ich werde in dieser Zeit nichts Weltliches sprechen. Auch mit dir nicht. Mein Freund? sagte Narziss mit tiefem Ernst: Ich habe in dir wahrscheinlich einen künftigen Mönch verdorben und habe dafür in dir einen Weg frei gemacht für ein nicht gewöhnliches Schicksal. Auch wenn du morgen unser ganzes hübsches Kloster niederbrennen würdest oder irgendeine tolle Irrlehre in der Welt verkündigen, ich würde keinen Augenblick bereuen, dir auf den Weg dazu geholfen zu haben. Das klang wie Abschied nehmen, und wirklich war es der Vorgeschmack des Abschieds. Wie Goldmund vor seinem Freunde stand und ihn betrachtete, das entschlossene Gesicht, das auf Ziele gerichtete Auge, da fühlte er untrüglich, dass sie beide jetzt nicht mehr Brüder und Kameraden und ihresgleichen waren, dass ihre Wege sich schon getrennt hatten. Bald nach diesem Tag war Narziß wie verschwunden. Er schien plötzlich unsichtbar geworden zu sein. Ein anderer Lehrer gab seine Lektionen. Sein Lesepult in der Bibliothek blieb leer. Er war noch da. Er war nicht völlig unsichtbar. Man konnte ihn zuweilen den Kreuzgang durchschreiten sehen, konnte ihn manchmal in einer der Kapellen murmeln hören, auf dem Steinboden kniend. Man wußte, daß er die große Übung angetreten hatte. Dass er fastete und dreimal in der Nacht zu Exerzitien sich erhob. Goldmunds Leben in dieser Zeit war nur noch ein Zögern und Abschiednehmen. Alle Orte suchte er auf, die ihm lieb oder bedeutsam geworden waren. Mit wunderlicher Befremdung stellte er fest, wie wenige Menschen und Gesichter da waren, von welchen der Abschied ihm schwer fallen würde. Da war Narziss und der alte Abt Daniel. Aber sie waren schon beinahe unwirklich geworden. Schwerer als von ihnen würde er Abschied nehmen von der großen steinernen Madonna in der Kapelle, von den Aposteln des Portals. Lange stand er vor ihnen, auch vor den schönen Schnitzereien des Chorgestühls, vor dem Brunnen im Kreuzgang, vor der Säule mit den drei Tierköpfen, lehnte sich im Hof an die Linden, an den Kastanienbaum. Dies alles würde ihm einmal eine Erinnerung sein, ein kleines Bilderbuch in seinem Herzen. Wirklich und lebendig war nichts mehr als das Leben in ihm innen, das bange Schlagen des Herzens, der wehestachel der Sehnsucht, die Freuden und Ängste seiner Träume. Ihnen gehörte er an und gab sich hin. Eines Tages wurde Goldmund in die Klosterapotheke gerufen, eine hübsche, wunderbar duftende Kräuterkammer. Hier kannte er sich gut aus. Der Pater zeigte ihm eine gedörrte Pflanze zwischen Papierblättern sauber aufbewahrt und fragte ihn, ob er diese Pflanze kenne und genau beschreiben könne, wie sie draußen im Felde aussehe. Ja, das konnte Goldmund. Die Pflanze hieß Johanniskraut. Deutlich mußte er alle ihre Merkmale beschreiben. Der alte Mönch war zufrieden und gab seinem jungen Freund den Auftrag, am Nachmittag ein gutes Bündel solcher Pflanzen zu sammeln, deren Lieblingsstandorte er ihm angab. Goldmund bedankte sich für den sehr willkommenen Auftrag, ein paar Stunden Blumen zu sammeln, statt in der Schule zu sitzen. Damit die Freude vollkommen würde, erbat er sich vom Stallmeister das Pferd Bläß, und bald nach Tisch holte er das Tier aus dem Stall, das ihn heftig begrüßte, sprang auf und trabte sehr zufrieden in den warmen, leuchtenden Tag hinaus. Ein Stündchen oder mehr ritt er spazieren, genoss die Luft und den Felderduft und vor allem das Reiten. Dann erinnerte er sich seiner Aufgabe und suchte einen der Plätze auf, die ihm der Pater beschrieben hatte. Dort band er das Pferd unter einem schattigen Ahorn an, plauderte mit ihm, gab ihm Brot zu fressen und machte sich dann auf die Pflanzensuche. Einige Stücke Ackerland lagen hier brach, von vielerlei Unkraut überwuchert kleine kümmerliche Mondpflanzen mit letzten blassen Blüten und schon vielen reifen Samenkapseln standen da zwischen verdorrten Wickenranken und himmelblau blühender Wegwarte und verfärbtem Knöterich. Ein paar Haufen zusammengeworfener Feldsteine zwischen zwei Feldern waren von Eidechsen bewohnt. Hier standen auch schon die ersten gelb blühenden Stauden Johanneskraut und Goldmund fing an zu pflücken. Als er eine gute Handvoll Beisammen hatte, setzte er sich auf die Steine und ruhte. Es war heiß. Und er blickte begehrlich zum Schattendunkel eines fernen Waldrandes hinüber, aber so weit wollte er doch nicht von den Pflanzen und von seinem Pferd weggehen, dass er von hier aus noch sehen konnte. Er blieb auf den warmen Feldkieseln sitzen, hielt sich ganz still, um die geflohenen Eidechsen wieder hervorkommen zu sehen, roch am Johanniskraut, und hielt dessen kleine Blättchen gegen das Licht, um die hundert winzigen Nadelstiche in ihnen zu betrachten. Er hob ein leeres Schneckenhaus auf, es klirrte schwach zwischen den Steinen und war ganz warm von der Sonne. Versunken betrachtete er die Windungen des Gehäuses, die eingekerbte Spirale, die launige Verjüngung des Krönchens, den leeren Schlund, in dem es perlmuttern schimmerte. Er schloss die Augen, um die Formen nur mit den tastenden Fingern zu erfüllen, das war eine alte Gewohnheit und Spielerei von ihm. Die Schnecke zwischen den losen Fingern drehend, tastete er gleitend, ohne Druck, ihre Formen liebkosend nach, beglückt vom Wunder der Formung, vom Zauber des Körperlichen. Dies, dachte er träumerisch, war einer der Nachteile der Schule und der Gelehrsamkeit, es schien eine der Tendenzen des Geistes zu sein, alles so zu sehen und darzustellen, als ob es flach wäre und nur zwei Dimensionen hätte. Irgendwie schien ihm damit ein Mangel und Unwert des ganzen Verstandeswesens bezeichnet, doch vermochte er den Gedanken nicht festzuhalten, die Schnecke entglitt seinen Fingern, er fühlte sich müde und schläfrig. Den Kopf über seine Kräuter gebückt, die im Welken mehr und mehr zu duften begannen, schlief er in der Sonne ein. Über seine Schuhe liefen die Eidechsen, auf seinen Knien welkten die Pflanzen, unter dem Ahorn wartete Bläss und wurde ungeduldig. Vom fernen Wald her kam jemand gegangen, ein junges Weib in einem verblichenen blauen Rock, ein rotes Tüchlein ums schwarze Haar gebunden, mit braun gebranntem Sommergesicht. Das Weib kam näher, ein Bündel in der Hand, eine kleine brennrote Steinnelke im Mund. Sie sah den Sitzenden, betrachtete ihn lange aus der Entfernung, neugierig und mißtrauisch, sah, daß er schlafe, kam behutsam näher auf braunen, nackten Füßen, blieb dicht vor Goldmund stehen und sah ihn an. Ihr Misstrauen schwand. Der hübsche schlafende Jüngling sah nicht gefährlich aus, er gefiel ihr wohl. Wie kam der hierher auf die Brachfelder? Blumen hatte er gepflückt. Sah sie mit Lächeln. Sie waren schon welk. Goldmund öffnete die Augen, aus Traumwäldern zurückkommend. Sein Kopf lag weich. Er lag im Schoß einer Frau. In seine verschlafenen, verwunderten Augen blickten fremde, nahe Augen warm und braun. Er erschrak nicht. Es war keine Gefahr. Freundlich schienen die warmen braunen Sterne herab. Nun lächelte die Frau unter seinem erstaunten Blick, lächelte sehr freundlich und langsam begann auch er zu lächeln. Auf seine lächelnden Lippen kam ihr Mund herab, sie begrüßten sich in einem sanften Kuss bei welchem Goldmund alsbald jenes Abends im Dorf und des kleinen Mädchens mit den Zöpfen gedenken musste. Aber der Kuss war noch nicht zu Ende. Der Frauenmund verweilte an dem seinen, spielte weiter, neckte und lockte, und ergriff zuletzt seine Lippen mit Gewalt und Gier, ergriff sein Blut und weckte es auf bis ins Innerste, und im langen, stummen Spiel gab die braune Frau ihn sacht belehrend sich dem Knaben hin, ließ ihn suchen und finden, ließ ihn erglühen und stillte die Glut. Die holde, kurze Seligkeit der Liebe wölbte sich über ihm, glühte golden und brennend auf, neigte sich und erlosch. Mit geschlossenen Augen lag er, das Gesicht auf der Brust des Weibes. Es war kein Wort gesprochen worden. Das Weib hielt stille streichelte leise sein Haar, ließ ihn langsam zu sich kommen. Endlich tat er die Augen auf. Du, sagte er. Du. Wer bist du denn? Ich bin Lise, sagte sie. Lise, sprach er nach, den Namen kostend. Lise, du bist lieb. Sie brachte ihren Mund nahe an sein Ohr und flüsterte hinein. Du, ist es das erste Mal gewesen? Hast du vor mir noch keine Lieb gehabt? Er schüttelte den Kopf. Dann plötzlich richtete er sich auf und blickte um sich übers Feld und an den Himmel. Oh, rief er, die Sonne ist schon ganz tief, ich muss zurück. Wohin denn? Ins Kloster. Nach Maria Bronn. Da gehörst du hin. Willst du denn nicht noch bei mir bleiben? Ich möchte gerne. So bleib doch. Nein, es wäre unrecht. Ich muss auch noch mehr von dem Kraut sammeln. Bist du denn im Kloster? Ja, ich bin Schüler. Aber ich bleibe nicht mehr dort. Kann ich zu dir kommen, Lise? Wo wohnst du denn? Wo bist du zu Haus? Ich wohne nirgends, mein Schatz. Willst du mir aber nicht deinen Namen sagen? So. Goldmund heißt du. Gib mir noch einen Kuss, Goldmündchen. Dann kannst du ja gehen. Du wohnst nirgends. Wo schläfst du denn? Wenn du willst, mit dir im Wald oder auf dem Heu. Kommst du heute Nacht? Oh ja. Wohin? Wo finde ich dich? Kannst du schreien wie ein Käuzchen? Ich hab's nie probiert. Probiere es. Er versuchte es. Sie lachte. Und war zufrieden. Dann komm heut Nacht aus dem Kloster und schreie wie ein Käuzchen. Ich bin in der Nähe. Gefalle ich dir denn Goldmündlein, mein Kind? Ach, du gefällst mir sehr, Liese. Ich komme. Behüt dich Gott, jetzt muss ich weiter. Auf dampfendem Pferd kam Goldmund in der Dämmerung ins Kloster zurück. Jetzt galt es, Narzis aufzufinden. Er fragte einen der dienenden Brüder, die im Refektorium aufwarteten. Nein, sagten sie, Narzis käme nicht zum Nachtmahl, er habe Fasttag und werde jetzt wohl schlafen, da er nachts Vigilien halte. Goldmund rannte. Seines Freundes Schlafstätte während der langen Exerzitien war eine der Büßerzellen im Innern Kloster. Ohne Besinnen lief er hin. Er horchte an der Tür, nichts war zu hören. Leise trat er ein. Dass es streng verboten war, kam jetzt nicht in Betracht. Auf der schmalen Pritsche lag Narziß. In der Dämmerung glich er einem Toten, wie er starr mit bleichem, spitzem Gesicht auf dem Rücken lag, die Hände über der Brust gekreuzt. Er hatte aber die Augen offen und schlief nicht. Stumm blickte er Goldmund an, ohne Vorwurf, doch ohne sich zu rühren und sichtlich so in einer Versunkenheit befangen, so in einer anderen Zeit und Welt gegenwärtig, daß er Mühe hatte, den Freund zu erkennen und seine Worte zu verstehen. Narziß! Verzeih, verzeih lieber, daß ich dich störe. Es geschieht nicht aus Mutwillen. Ich weiß, daß du jetzt eigentlich nicht mit mir sprechen darfst, aber tue es dennoch. Ich bitte dich sehr darum. Narziß besann sich, einen Augenblick heftig blinzelnd, als gebe er sich Mühe, wach zu werden. Ist es notwendig? fragte er mit erloschener Stimme. Ja, es ist notwendig. Ich komme, um von dir Abschied zu nehmen. Dann ist es notwendig. Du sollst nicht vergebens gekommen sein. Komm, setze dich zu mir. Eine Viertelstunde ist Zeit, dann beginnt die erste Vigilie. Er hatte sich aufgerichtet und saß hager auf dem nackten Schlafbrett. Goldmund setzte sich neben ihn. Verzeih nur, sagte er schuldbewußt. Die Zelle, die kahle Pritsche, Narzissens überwachtes und überanstrengtes Gesicht, sein halb abwesender Blick, alles zeigte ihm deutlich, wie sehr er hier störe. Nichts zu verzeihen. Nimm auf mich keine Rücksicht, mir fehlt nichts. Du willst Abschied nehmen, sagst du? Du gehst also fort? Ich gehe noch heute. Ach, ich kann es dir nicht erzählen. Es ist plötzlich alles zur Entscheidung gekommen. Ist dein Vater da oder Botschaft von ihm? Nein, nichts. Das Leben selber ist zu mir gekommen. Ich gehe fort ohne Vater, ohne Erlaubnis. Ich mache dir Schande, du. Ich laufe fort. Narzis blickte auf seine langen weißen Finger nieder, dünn und gespenstisch kamen sie aus den weiten Kuttenärmeln hervor. Nicht in seinem strengen, arg ermüdeten Gesicht, aber in seiner Stimme war ein Lächeln zu spüren, als er sagte: Wir haben sehr wenig Zeit, lieber. Sage nur das Notwendige und sage es deutlich und kurz. Oder. Muss ich es dir sagen, was mit dir geschehen ist? Sage es, bat Goldmund. Du bist verliebt, kleiner Junge. Du hast ein Weib kennengelernt. Wie kannst du nun das wieder wissen? Du machst es mir leicht. Dein Zustand, o Amike, trägt alle Kennzeichen jener Art von Trunkenheit, die man Verliebtheit nennt. Nun sprich aber bitte. Schüchtern legte Goldmund seine Hand auf des Freundes Schulter. Nun hast du es schon gesagt. Aber du hast es diesmal nicht gut gesagt, Nazis, nicht richtig. Es ist ganz anders. Ich war auf den Feldern draußen und schlief in der Hitze ein, und als ich aufwachte, lag mein Kopf auf den Knien einer schönen Frau. Und ich fühlte sogleich, daß jetzt meine Mutter gekommen sei, um mich zu sich zu holen. Nicht, daß ich diese Frau für meine Mutter hielte, sie hatte dunkle braune Augen und schwarzes Haar, und meine Mutter war blond wie ich. Sie sah ganz anders aus. Aber doch war sie es, war es ihr Ruf, war eine Botschaft von ihr. narziss hörte zu und nickte. Es ist plötzlich gekommen, sagte er, aber es ist etwa das, was ich erwartet hatte. Ich werde viel an dich denken, du wirst mir fehlen, Amike. Kann ich etwas für dich tun? Wenn es dir möglich ist, so sage unserem Abt ein Wort, dass er mich nicht völlig verdammt. Er ist der einzige außer dir im Hause, dessen Gedanken über mich mir nicht gleichgültig sind. Er und du. Ich weiß. Hast du sonst ein Anliegen? Eine bitte ja. Wenn du später an mich denkst, dann bete einmal für mich und ich danke dir. Wofür, Goldmund? Für deine Freundschaft, für deine Geduld, für alles. Auch dafür, dass du mich heute anhörst, wo es doch schwer für dich ist. Auch dafür, dass du nicht versucht hast, mich zurückzuhalten. Wie sollte ich dich zurückhalten wollen? Du weißt, wie ich darüber denke. Aber wohin wirst du wohl gehen, Goldmund? Hast du denn ein Ziel? Gehst du zu jener Frau? Ich gehe mit ihr, ja. Ein Ziel habe ich nicht, sie ist eine Fremde. Eine Heimatlose, so scheint es vielleicht eine Zigeunerin. Ich gehe zu ihr, aber ich gehe nicht ihretwegen. Ich gehe, weil ich muss, weil es mich ruft. Er schwieg und seufzte, und sie saßen aneinander gelehnt, traurig und doch glücklich im Gefühl ihrer unzerstörbaren Freundschaft. Dann fuhr Goldmund fort: Du musst nicht glauben, dass ich ganz blind und ahnungslos bin. Nein. Ich gehe gerne, weil ich fühle, dass es sein muss, und weil ich heute etwas so Wunderbares erlebt habe. Aber ich denke mir nicht, dass ich in lauter Glück und Vergnügen hineinlaufe. Ich denke mir, der Weg wird schwer sein. Und doch wird er auch schön sein, hoffe ich. Es ist so sehr schön, einer Frau anzugehören, sich hinzugeben. Lache mich nicht aus, wenn es töricht klingt, was ich sage, aber sie, eine Frau zu lieben, ihr sich hinzugeben, sie ganz in sich einzuhüllen und sich von ihr eingehüllt fühlen. Das ist nicht dasselbe, was du verliebt sein nennst und ein bisschen bespöttelst. Es ist nicht zu bespötteln. Es ist für mich der Weg zum Leben und der Weg zum Sinn des Lebens. Ach Narzis, ich muß dich verlassen. Ich liebe dich, Narzis, und ich danke dir, dass du mir heute ein bisschen Schlaf geopfert hast. Schwer fällt es mir, von dir fortzugehen. Wirst du mich nicht vergessen? Mach dir und mir das Herz nicht schwer. Ich vergesse dich niemals. Du wirst wiederkommen. Ich bitte dich darum. Ich erwarte es. Wenn es dir einmal schlecht geht, so komm zu mir oder rufe mich. Leb wohl, Goldmund. Gott sei mit dir. Er hatte sich erhoben. Goldmund umarmte ihn. Da er seines Freundes scheu vor Liebkosungen kannte, küßte er ihn nicht. Er streichelte nur seine Hände. Die Nacht brach ein. Narzis schloß die Zelle hinter sich und ging zur Kirche hinüber. Seine Sandalen klappten auf den Steinfliesen. Goldmund folgte der hagern Gestalt mit liebenden Augen, bis sie am Ende des Ganges wie ein Schatten verschwand. Von der Finsternis der Kirchenpforte eingeschluckt, angesogen und eingefordert von Übungen, von Pflichten, von Tugenden. Oh, wie wunderlich, wie unendlich seltsam und verwirrt war doch alles. Als er das Herz von hundert streitenden Gefühlen erregt unter den Hoflinden davonschlich und den Ausgang durch die Mühle suchte, mußte er dennoch lächeln, als er sich plötzlich jenes Abends erinnerte, an dem er einst mit Konrad auf diesemselben Schleichweg das Kloster verlassen hatte, um ins Dorf zu gehen. Wie erregt und heimlich furchtsam hatte er damals den kleinen verbotenen Ausflug angetreten. Und heute ging er für immer, ging viel verbotenere und gefährlichere Wege und hatte keine Furcht dabei, dachte nicht an Pförtner, an Abt und Lehrer. Einen Augenblick zog sein Herz sich frierend zusammen. Schrecklich allein stand er da in der Nacht. Hinter ihm lag das Kloster, eine Scheinheimat nur, aber doch eine geliebte und lang gewohnte. Er riss sich los und folgte dem steinigen Sträßchen, als er einhundert Schritte von den Klostermauern weg war, blieb er stehen, schöpfte Atem und stieß, so gut er konnte, den Eulenschrei aus. Ein gleicher Eulenschrei antwortete, bachabwärts in der Ferne. Wie die Tiere schreien wir nacheinander, mußte er denken und erinnerte sich der Liebesstunde am Nachmittag. Erst jetzt kam es ihm zum Bewusstsein, dass zwischen ihm und Liese erst ganz zuletzt am Ende der Liebkosungen Worte gewechselt worden waren. Und auch da nur wenige und belanglose. Wie lange Gespräche hatte er mit Narziss gehabt. Nun aber, so schien es, war er in eine Welt eingetreten, wo man nicht sprach, wo man einander mit Eulenrufen lockte, wo Worte keine Bedeutung hatten. Er war damit einverstanden, er hatte heute kein Bedürfnis mehr nach Worten oder Gedanken, nur nach Liese, nur nach diesem wortlosen, blinden, stummen Fühlen und Wühlen, nach diesem seufzenden Hinschmelzen. Lise war da, schon kam sie ihm aus dem Wald entgegen. Er streckte die Hände aus, um sie zu fühlen, umfaßte mit zärtlich tastenden Händen ihren Kopf, ihr Haar, ihren Hals und Nacken, ihren schlanken Leib und die festen Hüften. Einen Arm um sie geschlungen ging er mit ihr weiter, ohne zu sprechen, ohne zu fragen, wohin. Sicher ging sie in den nächtlichen Wald. Er hatte Mühe mitzukommen, wie ein Fuchs oder Marder schien sie mit Nachtaugen zu sehen ging ohne anzustoßen, ohne zu stolpern. Er ließ sich führen in die Nacht, in den Wald, in das blinde, geheimnisvolle Land ohne Worte, ohne Gedanken. Er dachte nicht mehr, auch nicht an das verlassene Kloster, auch nicht an Narzis. Bei einem großen Heuhaufen machte Lise halt. Hier bleiben wir, sagte sie. Sie setzten sich beide ins Heu, erst einmal aufatmend und die Rast genießend, beide etwas ermüdet. Sie streckten sich, hörten der Stille zu, fühlten ihre Stirnen trocknen und ihre Gesichter allmählich kühl werden. Goldmund kauerte in angenehmer Müdigkeit, zog spielend die Knie an und streckte sie wieder, sog Nacht und Heuduft in langen Atemzügen ein und dachte weder zurück noch an die Zukunft. Langsam nur ließ er sich vom Duft und der Wärme seiner Geliebten anziehen und bezaubern, erwiderte je und je das Streicheln ihrer Hände und fühlte beglückt, wie sie neben ihm allmählich zu erglühen begann und sich näher und näher zu ihm schob. Nein, hier waren weder Worte noch Gedanken vonnöten, deutlich fühlte er alles, was wichtig und schön war, die Jugendkraft und einfache, gesunde Schönheit des Frauenleibes, sein Warmwerden und Begehren, Deutlich auch fühlte er, daß sie diesmal anders geliebt zu werden wünsche als beim ersten Mal, daß sie diesmal ihn nicht verführen und belehren, sondern sein Angreifen und seine Begierde erwarten wolle. Still ließ er die Ströme durch sich hingehen. Glücklich empfand er das lautlose, stillwachsende Feuer, das in ihnen beiden lebendig war und das ihre kleine Lagerstätte zur atmenden und glühenden Mitte der ganzen schweigenden Nacht machte. Als er sich über Lieses Gesicht gebeugt hatte und im Dunkeln ihre Lippen zu küssen begann, sah er plötzlich ihre Augen und die Stirn in einem sanften Licht erschimmern. Staunend blickte er hin und sah zu, wie der Schein aufdämmerte und schnell sich verstärkte. Dann begriff er und wandte sich um. Überm Rand der schwarzen, langgestreckten Wälder kam der Mond herauf. Wunderbar sah er das weiße, sanfte Licht über ihre Stirn und Wangen fließen, über den runden lichten Hals und sagte leise und entzückt, wie schön du bist. Sie lächelte wie beschenkt, er richtete sie halb auf, zog ihr sanft das Gewand vom Halse weg, half ihr heraus und schälte sie, bis Schultern und Brust nackt im kühlen Mondlicht schimmerten. Mit Augen und Lippen folgte er hingenommen den zarten Schatten, schauend und küssend. Wie bezaubert hielt sie still mit gesenktem Blick und einem feierlichen Ausdruck, als werde ihre Schönheit in diesem Augenblick zum ersten Mal auch ihr selbst entdeckt und offenbar. Während es über den Feldern kühl wurde und von Stunde zu Stunde der Mond höher rückte, ruhten die Liebenden auf ihrem sanft beschienenen Lager in ihre Spiele verloren, gemeinsam entschlummernd und schlafend im Erwachen sich neu zueinander wendend und einander entzündend aufs Neue ineinander verstrickt, aufs Neue entschlafend. Beim Erwachen sah Goldmund Liese mit ihren schwarzen Haaren beschäftigt. Er sah ihr eine Weile zu, zerstreut und erst halb wach geworden. Du bist schon wach? sagte er schließlich. Sie wandte sich mit einem Ruck ihm zu, wie erschrocken. Ich muss jetzt fortgehen, sagte sie, etwas bedrückt und verlegen. Ich wollte dich nicht wecken. Nun bin ich ja wach. Müssen wir denn schon weiter? Wir sind doch heimatlos. Ich ja, sagte Lise. Du gehörst doch ins Kloster. Ich gehöre nicht mehr ins Kloster, ich bin wie du. Ich bin ganz allein und habe kein Ziel. Ich werde mit dir gehen, natürlich. Sie blickte zur Seite. Goldmund, du kannst nicht mit mir kommen. Ich muß jetzt zu meinem Mann, er wird mich schlagen, weil ich die Nacht ausgeblieben bin. Ich sage, ich hätte mich verlaufen. Aber natürlich glaubte er es nicht. Goldmund hielt ihre Hand fest. Lise, sagte er, willst du nicht lieber mit mir gehen statt mit deinem Mann, wenn er dich doch prügelt? Sie zog heftig, um ihre Hand loszubekommen. Nein, 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 rief sie mit einer weinerlichen Stimme und weil er wohl fühlte daß ihr herz von ihm fortstrebe und daß sie lieber von dem andern schläge wolle als von ihm gute worte ließ er die hand los und jetzt fing sie an zu weinen aber zugleich lief sie die hände vor die nassen augen haltend lief sie davon er sagte nichts mehr und sah ihr nach sie tat ihm leid wie sie da über die gemähten wiesen fortstrebte von irgendeiner macht gerufen und gezogen einer unbekannten macht über welche er sich Gedanken machen musste. Sie tat ihm leid, und auch er selbst tat sich ein wenig leid, er hatte da kein Glück gehabt, schien es, allein und etwas dumm saß er da, verlassen, sitzen geblieben. Indessen war er noch immer müde und schlaflüstern, noch nie war er so erschöpft gewesen. Es war später noch Zeit, unglücklich zu sein, schon schlief er wieder und kam erst wieder zu sich, als ihm die schon hochgestiegene Sonne heiß machte. Jetzt war er ausgeruht. Rasch erhob er sich, lief zum Bach, wusch sich und trank. Viele Erinnerungen kamen ihm jetzt. Aus den Liebesstunden dieser Nacht dufteten wie fremde Blumen viele Bilder, viele holde, zärtliche Empfindungen herauf. Ihnen sann er nach, während er rüstig zu wandern begann, fühlte alles nochmals, schmeckte, roch und tastete alles noch einmal und noch einmal. Wie viel Träume hatte ihm das fremde braune Weib erfüllt? Wie viel Knospen zum Blühen gebracht, wie viel Neugierde und Sehnsucht gestillt und wie viel Neue erweckt. Und vor ihm lag Feld und Heide, lag vertrocknetes Brachfeld und dunkler Wald. Dahinter mochten Höfe liegen und Mühlen, ein Dorf, eine Stadt. Zum ersten Mal lag die Welt offen vor ihm, offen und wartend, bereit, ihn aufzunehmen, ihm wohl zu tun und weh zu tun. Er war kein Schüler mehr, der die Welt durchs Fenster sieht, seine Wanderung war kein Spaziergang mehr, dessen Ende unweigerlich die Rückkehr war. Diese große Welt war jetzt wirklich geworden. Er war ein Teil von ihr, in ihr ruhte sein Schicksal. Eine lange Weile schon war Goldmund gewandert, selten ein zweites Mal am selben Ort zur Nacht, Überall von Frauen begehrt und beglückt, von der Sonne braun gebrannt, vom Wandern und von schmaler Kost gemagert. Viele Frauen hatten in der Morgenfrühe von ihm Abschied genommen und waren gegangen, manche mit Tränen, und manches Mal hatte er gedacht: Warum bleibt keine bei mir? Warum, wenn sie schon mich lieben und einer Liebesnacht wegen die Ehe brechen, warum kehren sie alle sofort zu ihren Männern zurück, von denen sie meistens Prügel zu fürchten haben? Keiner hatte ihn ernstlich gebeten, da zu bleiben, keine einzige hatte ihn je gebeten, sie mitzunehmen, und war aus Liebe bereit gewesen, Freude und Not der Wanderschaft mit ihm zu teilen. Er aber lernte. Er lernte nicht nur in kurzer Zeit viele Liebesarten und Liebeskünste und nahm die Erfahrungen von vielen Geliebten in sich auf, er lernte auch die Frauen in ihrer Mannigfaltigkeit zu sehen, zu fühlen, zu tasten, zu riechen, er bekam ein zartes Ohr für jede Art von Stimme und lernte bei manchen Frauen schon aus deren Klang unfehlbar ihre Art und den Umfang ihrer Liebesfähigkeit erraten. Er betrachtete mit immer neuem Entzücken die unendlich verschiedenen Arten, wie ein Kopf auf einem Halse sitzen, eine Stirn sich vom Haar wuchs, sondern eine Kniescheibe sich bewegen konnte. Er lernte im Dunkeln, mit geschlossenen Augen, mit zart prüfenden Fingern eine Art Frauenhaar von der andern unterscheiden, eine Art von Haut und Flaum von der andern. Er begann zu merken schon früh, daß vielleicht hierin der Sinn seiner Wanderschaft liege, daß er vielleicht deshalb von einer Frau zur andern getrieben werde, damit er diese Fähigkeit des Kennens und Unterscheidens immer feiner, immer vielfältiger und tiefer erlerne und übe. Vielleicht war das seine Bestimmung. Die Frauen und die Liebe, auf tausend Arten und in tausend Verschiedenheiten bis zur Vollkommenheit kennenzulernen. So wie manche Musikanten nicht nur ein Instrument zu spielen wissen, sondern drei, vier, viele. Wozu freilich dies gut ist, wohin es führe, wußte er nicht. Er spürte nur, daß er auf dem Wege sei. Mochte er für Latein und Logik zwar fähig, aber nicht in besonderer, erstaunlicher, seltener Weise begabt sein, für die Liebe, für das Spiel mit den Frauen war er es hier lernte er ohne Mühe, hier vergaß er nichts, hier häuften und ordneten die Erfahrungen sich von selbst. Einst, nachdem Goldmund schon ein Jahr oder zwei unterwegs gewesen war, schmeckte das Gefühl der Freiheit und der Fremde an einem eisig, mürrischen Wintertag nicht lieblich, die Fremde sie roch sehr nach Mühsal, nach Hunger und Bedrängnis, und doch klang ihre Weite, ihre Größe und harte Unerbittlichkeit seinem verwöhnten und verwirrten Herzen beruhigend und beinahe tröstlich. Er lief sich müde. Es fiel wenig Schnee, in der Ferne liefen Waldrücken und Wolken grau ineinander, unendlich lag die Stille bis ans Ende der Welt. Es galt sich warm zu halten. Es galt, bei Zeiten das Nachtlager zu erreichen, es galt, sich wie Marder und Fuchs durch diese kalte, unwirtliche Welt zu bringen und womöglich nicht jetzt schon im freien Feld kaputt zu gehen. Alles andere war nicht wichtig. In einem Dorf, wo es bei armen Bauern kein Brot, aber eine Hirsesuppe gab, fand er an einem der nächsten Abende Nachtlager. Neue Erlebnisse warteten hier auf ihn, die Bäuerin, deren Gast er war, kam in der Nacht mit einem Kinde nieder. Und Goldmund war dabei anwesend. Man hatte ihn aus dem Stroh geholt, damit er helfe, obwohl sich am Ende nichts für ihn zu tun fand, als daß er das Licht hielt, während die Hebamme beschäftigt war. Er sah zum ersten Mal eine Geburt und hing mit erstaunten glühenden Augen am Gesicht der Gebärenden, plötzlich um ein neues Erlebnis reicher geworden. Wenigstens schien das, was er hier im Gesicht der Gebärenden wahrnahm, ihm sehr bemerkenswert. Beim Schein des Kienspans, nämlich, während er mit seiner großen Neugierde in das Gesicht der kreisenden Frau starrte, die in ihren Schmerzen lag, fiel ihm etwas Unerwartetes auf. Die Linien im verzerrten Gesicht der Schreienden waren wenig verschieden von jenen, die er im Augenblick des Liebesrausches auf anderen Frauengesichtern gesehen hatte. Der Ausdruck großen Schmerzes in einem Gesicht war heftiger zwar und mehr entstellend als der Ausdruck großer Lust, aber er war im Grunde nicht von ihm verschieden, es war dasselbe etwas grinsende sich zusammenziehen, dasselbe aufglühen und erlöschen. Wunderbar, ohne dass er begriff warum, überraschte ihn diese Einsicht, dass Schmerz und Lust einander ähnlich sein konnten wie Geschwister. Noch etwas anderes erlebte er in diesem Dorf. Der Nachbarsfrau wegen, deren er am Morgen nach der Geburtsnacht ansichtig geworden war und welche alsbald auf die Frage seiner verliebten Augen Antwort gab, blieb er eine zweite Nacht im Dorf und machte die Frau sehr glücklich. Denn es war nach langer Zeit und nach allen den aufreizenden und wieder enttäuschenden Verliebtheiten dieser letzten Wochen das erste Mal, daß sein Trieb wieder Stillung fand. Und diese Verzögerung, Führte zu einem neuen Erlebnis. Sie war schuld, daß er am zweiten Tag in eben jenem Bauerndorf einen Kameraden antraf, einen langen, verwegenen Kerl namens Viktor, der halb wie ein Pfaff und halb wie ein Schnapphahn aussah, der ihn mit lateinischen Brocken begrüßte und sich als fahrenden Schüler zu erkennen gab, obwohl er über die Schülerjahre lang hinaus war. Dieser spitzbärtige Mann begrüßte Goldmund mit einer gewissen Herzlichkeit und mit einem Landstreicherhumor, mit dem er den jungen Kameraden rasch gewann. Auf dessen Frage, wo er denn Schüler gewesen sei und wohin seine Reiseziele, deklamierte der sonderbare Bruder: Hohe Schulen hab ich bei meiner armen Seele genug besucht. In Köln und Paris bin ich gewesen. Und über die Metaphysik der Leberwurst ist selten gehaltvolleres gesagt worden, als ich es in meiner Dissertation zu leiden tat. Seither, Amike, laufe ich armes Wiener Hund durchs deutsche Reich von unermesslichem Hunger und Durst die liebe Seele gefoltert. Ich bin Bauernschreck genannt und meine Profession ist es, die jungen Weiber im Latein zu unterweisen und die Würste vom Rauchfang in meinen Bauch zu zaubern. Mein Ziel ist das Bett der Bürgermeisterin und wenn ich nicht vorher von den Krähen gefressen werde, so wird es mir kaum erspart bleiben, mich dem lästigen Beruf eines Erzbischofs widmen zu müssen. Besser, kleiner Kollege, ist's von der Hand in den Mund zu leben als umgekehrt. Und schließlich hat noch niemals ein Hasenbraten sich wohler gefühlt als in meinem armen Magen. Der König von Böhmen ist mein Bruder und unser aller Vater ernähret ihn wie mich. Aber das Beste dazu lässt er mich selber tun. Und vorgestern wollte er mich, hartherzig wie Väter sind, dazu mißbrauchen, einem halbverhungerten Wolf das Leben zu retten. Hätte ich das Vieh nicht totgeschlagen, Herr Kollege. »Du wärest nie der Ehre teilhaftig geworden, meine angenehme Bekanntschaft zu machen. In saecula saeculorum. Amen!« Goldmund, noch wenig mit dem Galgenhumor und dem vaganten Latein dieser Gattung bekannt, fürchtete sich zwar ein wenig vor dem langen, struppigen Flegel und dem wenig angenehmen Gelächter, mit dem er seine eigenen Späße begleitete, aber etwas an diesem hartgesottenen Landstreicher gefiel ihm doch. Und er ließ sich leicht dazu bereden, die Fahrt gemeinsam fortzusetzen, denn mochte das mit dem erschlagenen Wolf nun geflunkert sein oder nicht, auf jeden Fall war man zu zweiern stärker und hatte weniger zu fürchten. Aber ehe sie weiterzogen, wollte Bruder Viktor mit den Bauern Latein reden, wie er es nannte, und quartierte sich bei einem Bäuerchen ein. Er machte es nun nicht so, wie Goldmund es bisher auf allen Wanderungen gehalten hatte, wenn er in einem Gehöft oder Dorf zu Gast gewesen war, sondern er strich von Hütte zu Hütte, fing mit jedem Weibe ein Geplauder an, steckte die Nase in jeden Stall und jede Küche und schien nicht gesonnen, den Weiler eher zu verlassen, als bis jedes Haus ihm einen Zoll und Tribut entrichtet hätte. Goldmund sah dies war ein gerissener, mit allen Wassern gewaschener Heimatloser, ein Mann, der viel gesehen und erlebt, viel gehungert und gefroren hatte, und im bittern Kampf um ein karges, gefährdetes Leben klug, und frech geworden war. So also wurden die, die lange Zeit auf Wanderschaft lebten. Würde auch er selbst einmal so werden? Als Goldmund ihm einmal entgegnete, er möge sich den Menschen nicht mit so absichtsvoller Überlegung nähern, und es sei ihm, obwohl er alle diese Künste nicht kenne, auf seine freundliche Bitte hin nur sehr wenige Male das Gastrecht verweigert worden, da lachte der lange Viktor und sagte gutmütig, »Nun ja, Goldmundchen, dir mag es schon glücken, du bist so jung und hübsch und siehst so unschuldig aus, das ist ein guter Quartierzettel. Den Weibern gefällst du, und die Männer denken, ach Gott, der ist harmlos, der tut niemand was zu leid. Aber schau, Brüderchen, der Mensch wird älter, und das Kindergesicht kriegt einen Bart und kriegt Falten, und die Hosen kriegen Löcher. Und unversehens ist man ein hässlicher und unwillkommener Gast.« und statt der Jugend und Unschuld schaut einem bloß noch der Hunger aus den Augen. Dann muß einer hart geworden sein und etwas von der Welt gelernt haben, sonst liegt er bald auf dem Mist und die Hunde schiffen ihn an. Aber mir scheint, du wirst ohnehin nicht lang so herumtraben. Du hast zu feine Hände. Du hast zu hübsche Locken. Du wirst dich schon wieder dahin verkriechen, wo es sich besser leben läßt, in ein hübsches warmes Ehebett oder in ein hübsches fettes Klösterchen. Oder in eine schön geheizte Schreibstube Goldmund blieb verstimmt und schweigsam bis zum Abend, aber da sie an diesem Tag keine Wohnstadt und keine Menschenspuren antrafen, ließ er es dankbar geschehen, daß Viktor eine Stelle zum Nachtlager aussuchte, daß er zwischen zwei Stämmen am Waldrand einen Rückenschutz baute und ein Lager aus reichlichen Tannenzweigen aufschüttete. Sie aßen Brot und Käse aus Viktors vollen Taschen. Goldmund schämte sich seines Zorns und zeigte sich artig und hilfreich, er bot dem Kameraden seine Wolljacke für die Nacht an, sie wurden einig, abwechselnd Wache zu halten, des Getiers wegen, und Goldmund übernahm die erste Wache, während der andere sich auf die Tannenzweige legte. Nein, dachte er, er würde niemals so werden wie Viktor, und wenn er auch sein Leben lang weiterwanderte, diese Art, sich gegen das Grauen zu wehren, würde er nicht lernen können. Nicht dies schlaue, diebische, sich durchpirschen. Und auch nicht diese laute, dreiste Art von Narrentum. Diesen wortreichen Galgenhumor des Bramarbas. Vielleicht hatte dieser kluge, dreiste Mann Recht. Vielleicht würde Goldmund nie ganz seinesgleichen werden. Nie ganz ein Vagant. Und eines Tages in irgendwelche Mauern zurückkriechen. Heimatlos und ziellos aber würde er dennoch bleiben, nie würde er sich wirklich geschützt und sicher fühlen. Immer würde die Welt rätselhaft schön und rätselhaft unheimlich ihn umgeben, immer wieder würde er dieser Stille lauschen müssen, in deren Mitte das schlagende Herz so bang und vergänglich war. Wenige Sterne waren zu sehen. Es war windstill. In der Höhe aber schien das Gewölk bewegt. Nach einer langen Zeit wurde Viktor wach, er hatte ihn nicht wecken mögen, und rief ihn an. Komm, rief er, du musst nun schlafen, sonst bist du morgen nichts wert. Goldmund gehorchte, er legte sich aufs Lager und schloß die Augen. Müde war er genug, doch schlief er nicht, Gedanken hielten ihn wach, und außer den Gedanken ein Gefühl, das er sich selbst nicht eingestand ein Gefühl von Bangigkeit und Misstrauen, das sich auf seinen Kameraden bezog. Er war böse auf ihn und auf sich selber, und sorgenvoll sann er über die beste Art und Gelegenheit nach, sich wieder von ihm zu trennen. Er musste aber doch in einen halben Schlaf gesunken sein, denn er erschrak und war überrascht, als er Viktors Hände an sich spürte, wie sie seine Kleider vorsichtig abtasteten. Er stellte sich schlafend, Drehte sich wie schlaftrunken hin und her, rührte die Arme, und Viktor zog sich zurück. Goldmund war sehr böse auf ihn. Er beschloss sich, morgen von ihm zu trennen. Als aber nach einer Stunde vielleicht Viktor sich von neuem über ihn beugte und mit dem Absuchen begann, wurde Goldmund kalt vor Wut. Ohne sich zu rühren tat er die Augen auf und sagte verächtlich, geh jetzt. Es gibt hier nichts zu stehlen. Im Schrecken über den Anruf griff der Dieb zu und drückte die Hände um Goldmunds Hals. Als er sich wehrte und aufbäumte, drückte der andere fester zu und kniete ihm zugleich auf die Brust. Goldmund, als er keinen Atem mehr bekam, riß und zuckte heftig mit dem ganzen Leibe, und als er nicht loskam, durchfuhr ihn plötzlich die Todesangst und machte ihn klug und hellsinnig, er brachte die Hand in die Tasche, brachte, während der andere weiterwirkte, das kleine Jagdmesser heraus und stieß plötzlich und blindlings mehrere Male in den über ihm Knieenden hinein. Nach einem Augenblick ließen Viktors Hände locker. Es gab Luft. Tief und wild einatmend kostete Goldmund sein gerettetes Leben. Nun versuchte er sich aufzurichten. Da sank über ihm der lange Kamerad schlaff und weich mit einem furchtbaren Stöhnen zusammen. Und sein Blut lief über Goldmunds Gesicht. Erst jetzt vermochte er hochzukommen. Da sah er im grauen Nachtschein den Langen zusammengefallen liegen. Als er nach ihm griff, langte er in lauter Blut. Er hob ihm den Kopf. Der fiel schwer und weich wie ein Sack zurück. Aus seiner Brust und seinem Hals troff das Blut immer zu. Aus seinem Munde floss in irren, schon schwächer werdenden Seufzern das Leben fort. Nun habe ich einen Menschen umgebracht, dachte Goldmund. Und dachte es immer wieder, während er über dem Sterbenden kniete und auf seinem Gesicht die Blässe sich verbreiten sah. Liebe Mutter Gottes, nun habe ich getötet, hörte er sich selber sprechen. Plötzlich wurde es ihm unerträglich hier zu bleiben. Er steckte das Messer in die hölzerne Scheide und in die Tasche zurück, sprang auf und lief aus allen Kräften davon. Schwer lag ihm der Tod des lustigen Vaganten auf der Seele, mit Schaudern wusch er, als es Tag wurde, mit Schnee all das Blut von sich, das er vergossen hatte, und irrte noch einen Tag und eine Nacht ziellos und beängstigt umher. Es war die Not des Leibes, die ihn endlich aufrüttelte und seiner angstvollen Reue ein Ende machte. In der öden, verschneiten Gegend verlaufen, ohne Obdach, ohne Weg, ohne Nahrung und beinahe ohne Schlaf geriet er in große Bedrängnis. Wie ein wildes Tier schrie der Hunger in seinem Leib. Mehrmals legte er sich erschöpft mitten im Feld nieder, schloß die Augen und gab sich verloren, wünschte nichts als einzuschlafen und im Schnee zu sterben. Aber immer wieder trieb es ihn empor. Verzweifelt und gierig lief er um sein Leben. Und mitten in der bittersten Not erquickte und berauschte ihn die unsinnige Kraft und Wildheit des Nichtsterbenwollens die ungeheure Stärke des nackten Lebenstriebes. Vom beschneiten Wacholderbusch las er mit blau gefrorenen Händen die kleinen vertrockneten Beeren und kaute das spröde, bittere Zeug, mit Tannennadeln vermischt. Es schmeckte aufreizend scharf. Er fraß händevoll Schnee gegen den Durst. Atemlos, in die erstarrten Hände horchend, saß er auf einem Hügel und hielt kurze Rast. Gierig spähte er nach allen Seiten nichts, als Heide und Wald war zu sehen, nirgends eine Spur von Menschen. Über ihm flogen ein paar Krähen. Böse blickte er ihnen nach. Nein, sie sollten ihn nicht zu fressen kriegen. Nicht, solange noch ein Rest von Kraft in seinen Beinen, ein Funke von Wärme in seinem Blute war. Er stand auf und nahm den unerbittlichen Wettlauf mit dem Tode wieder auf. Er lief und lief. Und im Fieber der Erschöpfung und letzten Anstrengung nahmen merkwürdige Gedanken von ihm Besitz. Er führte tolle Gespräche vor sich hin, bald unhörbar, bald laut. Er sprach mit Viktor, mit dem erstochenen Barsch und höhnisch sprach er mit ihm: Na, schlauer Bruder, wie geht's? Scheint dir der Mond durch die Därme, Kerl? Rupfen die Füchse dir an den Ohren? Einen Wolf willst du umgebracht haben? He? Hast du ihn in die Kehle gebissen oder ihm den Schwanz ausgerissen, hä? Meinen Dukaten hast du mir stehlen wollen, alter Schnapsack. Aber Geld? Das kleine Goldmündchen hat dich überrascht, Geldalter, es hat dich an den Rippen gekitzelt, und dabei hast du noch alle Säcke voller Brot und Wurst und Käse gehabt, du Schwein, du Fressack. Dergleichen Scherzrieden hustete und bellte er vor sich hin. Er beschimpfte den Toten, er triumphierte über ihn, er lachte ihn dafür aus, daß er sich habe kaputt machen lassen, der Tölpel, der dumme Aufschneider. Und während er mit steifen, stolpernden Beinen durchs beschneite Heidekraut trabte, Trunken vor Weh, triumphierend vor flackernder Lebensgier begann er zu flüstern. Es war Narziss, mit dem er sprach, dem er seine neuen Einfälle, Weisheiten und Scherze mitteilte. Hast du Angst, Narziss? redete er ihn an. Graut es dir? Hast du was gemerkt? Ja, verehrteste. Die Welt ist voll von Tod. Voll von Tod. Auf jedem Zaun sitzt er. Hinter jedem Baum steht er. Und es hilft euch nichts, daß ihr Mauern baut und Schlafsäle und Kapellen und Kirchen. Er guckt durchs Fenster, er lacht. Er kennt jeden von euch so genau, mitten in der Nacht hört ihr ihn vor euren Fenstern lachen und eure Namen sagen. Singt nur eure Psalmen und brennet hübsch Kerzen am Altar und betet eure Vespern und Matutinen und sammelt Kräuter im Laboratorium und sammelt Bücher in der Bibliothek, fastest du, Freund? Entzieht's dir den Schlaf? Er wird dir schon helfen, der Freund Hein. Er wird dir alles entziehen, bis auf die Knochen. Lauf, Teuerste, lauf geschwind! Im Felde da geht der Heirasser. Lauf und halte immer hübsch die Knochen zusammen. Sie wollen auseinander. Sie werden nicht bei uns bleiben. Ach unsere armen Knochen! Ach unser armer Schlund und Magen! Ach unser armes bisschen Hirn unterm Schädel! Es will alles fort, es will alles zum Teufel! Auf dem Baum sitzen die Krähen, die schwarzen Pfaffen. Längst wußte der Irrende nicht mehr, wohin er laufe, wo er sei, was er sage, ob er liege oder stehe. Er fiel über Gesträuch, er rannte gegen Bäume, er griff stürzend in Schnee und Dornen. Aber der Trieb in ihm war stark. Immer wieder riß er ihn fort, immer wieder jagte er den blindfliehenden weiter. Als er das letzte Mal zusammenbrach und liegen blieb, war es im selben kleinen Dorfe, wo er vor einigen Tagen den fahrenden Schüler getroffen. Wo er nachts über der gebärenden Frau den Kienspein gehalten hatte. Da blieb er liegen. Und die Leute liefen her und standen um ihn herum und schwatzten. Er hörte nichts mehr. Die Frau, deren Liebe er damals genossen, erkannte ihn und erschrak über seinen Anblick. Sie erbarmte sich. Sie ließ ihren Mann schelten und schleppte den Halbtoten in den Stall. Wieder trieb das Eis die Flüsse hinab. Wieder duftete es unterm faulen Laub nach Veilchen. Wieder lief Goldmund durch die bunten Jahreszeiten, trank mit unersättlichen Augen die Wälder, Berge und Wolken in sich hinein, wanderte von Hof zu Hof, von Dorf zu Dorf, von Frau zu Frau, saß manchen kühlen Abend beklommen und mit Weh im Herzen zu Füßen eines Fensters hinter dem Licht brannte und aus dessen rotem Schein ihm hold und unerreichbar alles strahlte, was es an Glück, an Heimat, an Frieden auf Erden geben mochte. Mancher Regen und mancher Schnee war auf Goldmund gefallen, als er eines Tages durch einen lichten, aber schon hellgrün knospenden Buchenwald bergaufwärts stieg und oben vom Kamm des Berges aus eine neue Landschaft vor sich liegen sah, die seine Augen froh machte und in seinem Herzen eine Flut von Ahnungen, Begierden und Hoffnungen erregte. Seit Tagen wußte er sich dieser Gegend nahe und erwartete sie. Nun überraschte sie ihn in dieser Mittagsstunde und was er von ihr bei dieser ersten Begegnung durchs Auge empfing, das bestätigte und bestärkte seine Erwartungen. Er sah zwischen den grauen Stämmen und dem sacht wehenden Gezweige in ein braun und grünes Tal hinab, in dessen Mitte ein breiter Strom bläulich glasig schimmerte. Nun, so wußte er, war es für lange Zeit zu Ende mit dem Wandern ohne Straße durch Gegenden voll Heide, Wald und Einsamkeit wo nur selten ein Hof oder ein armes Dörfchen anzutreffen war. Am Abend fand er in einem Klosterobdach, wohnte am Morgen der Messe bei, wunderlich wallte es in seinem Herzen von tausend Erinnerungen, ergreifend heimatlich roch ihm die kühle Steinluft der Gewölbe, klang ihm das Klappern der Sandalen auf den Fliesengängen. Vielleicht war es nur die Erinnerung an Maria Bronn und an seine fromme Jugend, die ihn bewegte. Er fühlte sich getrieben, eine Beichte abzulegen und sich zu reinigen. Viele kleine Sünden, viele kleine Laster waren zu bekennen. Schwerer aber als alles lag der Tod Viktors auf ihm, der von seiner Hand gestorben war. Er fand einen Pater, dem legte er Beichte ab, über dies und jenes, besonders aber über die Messerstiche in des armen Viktors Hals und Rücken. O oh, wie lange hatte er nicht gebeichtet. Zahl und Schwere seiner Sünden schien ihm beträchtlich. Er wäre bereit gewesen, eine tüchtige Strafe dafür abzubüßen, aber der Beichtvater schien das Leben der Fahrenden zu kennen. Er entsetzte sich nicht, ruhig hörte er zu, ernst und freundlich tadelte er und mahnte, ohne an eine Verdammung zu denken. Erleichtert erhob sich Goldmund, betete nach des Paters Vorschrift am Altar. Und wollte schon die Kirche wieder verlassen, da fiel ein Sonnenstrahl durch eines der Fenster, dem folgte sein Blick. Und da sah er in einer Seitenkapelle eine Figur stehen, die sprach so sehr zu ihm und zog ihn an, daß er sich mit liebenden Augen zu ihr wendete und sie voll Andacht und tiefer Bewegung betrachtete. Es war eine Mutter Gottes aus Holz, die stand so zart und sanft geneigt, und wie der blaue Mantel von ihren schmalen Schultern niederfiel, und wie sie die zarte, mädchenhafte Hand ausstreckte, und wie über einem schmerzlichen Mund die Augen blickten und die holde Stirn sich wölbte, das war alles so lebendig, so schön und innig und beseelt, wie er es nie gesehen zu haben meinte. Diesen Mund zu betrachten, diese liebe, innige Bewegung des Halses, daran konnte er sich nicht ersättigen, Ihm schien, er sehe da etwas stehen, was er in Träumen und Ahnungen oft und oft schon gesehen, wonach er oft sich gesehnt habe. Mehrmals wandte er sich zum Gehen, und immer zog es ihn wieder zurück. Da er endlich doch gehen wollte, stand hinter ihm der Pater, dem er vorher gebeichtet hatte. Du findest sie schön? fragte er freundlich. Unaussprechlich schön, sagte Goldmund. Manche sagen das, sagte der Geistliche, und wieder andere sagen, das sei keine rechte Mutter Gottes, sie sei viel zu neumodisch und weltlich, und alles sei übertrieben und unwahr. Man hört viel darüber streiten. Dir also gefällt sie, das freut mich. Sie steht erst seit einem Jahr in unserer Kirche. Ein Gönner unseres Hauses hat sie gestiftet. Sie ist vom Meister Niklaus gemacht. Meister Niklaus, wer ist es? Wo ist er? Kennt ihr ihn? Oh, bitte sagt mir etwas von ihm. Es muss ein herrlicher und begnadeter Mann sein, der so etwas zu schaffen vermag. Ich weiß nicht viel von ihm. Er ist Bildschnitzer in unserer Bischofsstadt, eine Tagreise von hier, und hat als Künstler einen großen Ruf. Künstler pflegen keine Heilige zu sein. Und auch er ist wohl keiner, aber ein begabter und hochgesinnter Mann ist er gewiss gesehen, habe ich ihn manchmal. Oh, ihr habt ihn gesehen? Oh, wie sieht er aus? Mein Sohn, du scheinst ja ganz bezaubert von ihm zu sein. Nun so suche ihn auf und sage ihm einen Gruß vom Pater Bonifatius. Goldmund dankte überschwänglich. Er hatte ein Ziel und vielleicht würde er es erreichen und vielleicht würde dann sein ganzes zerfahrenes Leben einen hohen Sinn und Wert bekommen. Die schöne heitere Landstraße, auf der er ging, war nicht mehr was sie gestern gewesen war, ein festlicher Tummelplatz und bequemer Aufenthalt. Sie war nur noch eine Straße, war der Weg zur Stadt, der Weg zum Meister. Ungeduldig lief er. Noch vor Abend langte er an, sah hinter den Mauern Türme prangen und fragte gleich den ersten Menschen unterm Tore, wo der Meister Niklaus wohne. Am andern Morgen, als die Stadt wieder wach und laut geworden war, wusch sich Goldmund in dem Kloster, dessen Nachtgast er gewesen war, Gesicht und Hände, klopfte den Staub von Kleidern und Schuhen und pochte am Haustor. Es kam eine Magd, die wollte ihn nicht gleich zum Meister führen, aber es gelang ihm, die alte Frau zu erweichen, und sie führte ihn doch hinein. In einem kleinen Saal, der seine Werkstatt war, stand in einer Arbeitsschürze der Meister, ein bärtiger großer Mann von vierzig oder fünfzig Jahren, wie es Goldmund schien. Er sah den Fremden aus hellblauen, scharfen Augen an und fragte kurz, was er begehre. Goldmund richtete den Gruß des Paters Bonifatius aus. War da nichts? Meister, sagte Goldmund mit beengtem Atem, ich habe eure Mutter Gottes dort im Kloster gesehen. Ach, schaut mich nicht so unfreundlich an. Es ist lauter Liebe und Verehrung, was mich zu euch führte. Ich bin nicht ängstlich. Ich habe lange auf Wanderung gelebt und den Wald und den Schnee und den Hunger geschmeckt. Es gibt keinen Menschen, vor dem ich Furcht haben könnte. Aber vor euch habe ich Furcht. Oh, ich habe einen einzigen großen Wunsch. Von dem ist mein Herz so voll, dass es weh tut. Was ist denn das für ein Wunsch? Ich möchte Euer Lehrling werden und bei Euch lernen. Du bist nicht der einzige junge Mensch, der diesen Wunsch hat. Ich mag aber keine Lehrlinge, und zwei Gehilfen habe ich schon. Wo kommst du denn her? Und wer sind deine Eltern? Ich habe keine Eltern. Ich komme nirgends her. In einem Kloster war ich Schüler, da habe ich Latein und Griechisch gelernt, dann lief ich weg, und seit Jahren war ich unterwegs bis heute. Und warum meinst du, du müsstest Bildschnitzer werden? Hast du schon dergleichen versucht? Hast du Zeichnungen? Ich habe viele Zeichnungen gemacht, aber ich habe sie nicht mehr. Aber warum ich diese Kunst lernen möchte, das kann ich euch wohl sagen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, und ich habe viele Gesichter und Gestalten gesehen und habe über sie nachgedacht. Und einige von diesen Gedanken haben mich immer wieder geplagt und mir keine Ruhe gelassen. Es ist mir aufgefallen, wie in einer Gestalt überall eine gewisse Form, eine gewisse Linie wiederkehrt, wie eine Stirn dem Knie, eine Schulter der Hüfte entspricht, und wie das alles im Innersten gleich und eins ist mit dem Wesen und Gemüt des Menschen, der eben ein solches Knie, eine solche Schulter und Stirn hat, und auch das ist mir aufgefallen, ich sah es in einer Nacht, wo ich bei einer gebärenden helfen mußte, dass der größte Schmerz und die höchste Wollust einen ganz ähnlichen Ausdruck hat. Durchdringend blickte der Meister den Fremden an. Weißt du, was du da sagst? Ja, Meister, es ist so. Gerade das war es, was ich zu meiner größten Wonne und Bestürzung in eurer Mutter Gottes ausgedrückt fand. Darum bin ich ja gekommen. Oder ist auf diesem schönen, holden Gesicht so viel Leid? Und zugleich ist alles Leid wie zu lauter Glück und Lächeln geworden. Als ich das sah, fuhr es in mich wie Feuer. Alle meine jahrelangen Gedanken und Träume schienen mir bestätigt und waren plötzlich nicht mehr nutzlos, und ich wusste sofort, was ich zu tun und wohin ich zu gehen habe. Lieber Meister Niklaus, ich bitte euch von Herzen, lasset mich bei euch lernen, niklas ohne ein freundlicheres gesicht zu machen hatte aufmerksam zugehört junger mensch sagte er du kannst erstaunlich gut über die kunst reden und es ist mir auch verwunderlich bei deinen jahren daß du so viel über wollust und schmerz zu sagen weißt es wäre mir ein vergnügen mit dir am abend einmal bei einem becher wein über diese sache zu plaudern aber sie miteinander angenehm und klug zu sprechen ist nicht dasselbe als miteinander ein paar jahre lang zu leben und zu arbeiten hier ist eine Werkstatt. Und hier wird gearbeitet, nicht geplaudert. Und hier gilt nicht das, was einer etwa sich ausgedacht hat und zu sagen weiß, sondern einzig das, was einer mit seinen Händen herzustellen versteht. Das scheint ja ernst zu sein. Ich will dich darum nicht einfach wieder fortschicken. Wir wollen sehen, ob du irgendetwas kannst. Hast du schon aus Lehm oder Wachs etwas geformt? Goldmund dachte alsbald an einen Traum, den er vor langer Zeit einmal geträumt hatte. Da hatte er kleine Figuren aus Lehm geknetet, die waren aufgestanden und zu Riesen geworden. Doch schwieg er davon und gab Bescheid, dass er noch nie solche Arbeiten versucht habe. Gut. So wirst du also etwas zeichnen. Dort ist ein Tisch, siehst du, und Papier und Kohlen. Setz dich hin und zeichne, lass dir Zeit. Du kannst bis Mittag oder auch bis zum Abend bleiben, vielleicht werde ich dann sehen können, zu was du taugst. So, nun ist genug geredet, ich gehe an meine Arbeit. Geh du an die deine. Im Sessel, den Niklaus ihm bezeichnet hatte, saß nun Goldmund am Zeichentisch. Es eilte ihm nicht mit dieser Arbeit. Vorerst saß er wartend und still wie ein ängstlicher Schüler und starrte neugierig und liebevoll zu dem Meister hinüber, der ihm halb den Rücken zuwandte und an einer kleinen Figur aus Ton weiterarbeitete. Nachdem er wohl eine Stunde lang zugesehen hatte, voll von suchenden Gedanken über das Geheimnis dieses Mannes, begann in seinem Innern ein anderes Bild sich zu gestalten und vor seiner Seele sichtbar zu werden, das Bild des Menschen, den er am besten von allen kannte, den er sehr geliebt und innig bewundert hatte. Und dies Bild war ohne Bruch und Widerspruch, obwohl auch diese Gestalt mannigfaltige Züge trug und an viele Kämpfe erinnerte. Es war das Bild seines Freundes Narziß. Immer dichter rann es zu Einheit und Ganzheit zusammen, immer klarer trat das innere Gesetz dieses geliebten Menschen in seinem Bilde zu Tag, vom Geist geformt der edle Kopf, vom Dienst am Geist gestrafft und geadelt der schöne beherrschte Mund und das etwas traurige Auge, vom Kampf um Vergeistigung beseelt die hagern Schultern, der lange Hals, die zarten, vornehmen Hände. Nie hatte er seit damals, seit dem Abschied vom Kloster, den Freund so klar gesehen, sein Bild so ganz in sich besessen. Wie im Traum, ohne Willen und doch voll von Bereitschaft und Notwendigkeit, begann Goldmund behutsam zu zeichnen, strich mit liebenden Fingern ehrfürchtig um die Gestalt, die in seinem Herzen wohnte, und vergaß den Meister, sich selbst, und den Ort, an dem er war. Er sah nicht, daß das Licht im Saale langsam wanderte, sah nicht, daß der Meister mehrmals zu ihm herüberblickte. Wie eine Opferhandlung vollzog er die Aufgabe, die ihm geworden war, die sein Herz ihm gestellt hatte, das Bild des Freundes emporzuheben und so aufzubewahren, wie es heut in seiner Seele lebte. Ohne sich darüber Gedanken zu machen, empfand er sein Tun wie das Abtragen einer Schuld, eines Dankes. Niklaus trat an den Zeichentisch und sagte: Es ist Mittagszeit, ich gehe zu Tisch. Du kannst auch mitkommen, lass sehen. Du hast etwas gezeichnet? Er trat hinter Goldmund und schaute auf das große Blatt. Wer ist das, den du da gezeichnet hast? fragte er nach einer Weile. Es ist mein Freund, ein junger Mönch und Gelehrter. Gut. Wasche dir die Hände, dort im Hof läuft der Brunnen, dann wollen wir essen gehen. Meine Gehilfen sind nicht da, sie arbeiten auswärts. Goldmund ging gehorsam, fand den Hof und den Brunnen, wusch sich die Hände und hätte viel darum gegeben, des Meisters Gedanken zu wissen. Als er zurückkam, war dieser fort. Er hörte ihn im Nebenraume hantieren. Als er erschien, hatte auch er sich gewaschen und trug statt der Schürze einen schönen tuchenen Rock. Er sah darin stattlich und feierlich aus. Er ging voran, eine Treppe hinauf, deren Geländerpfosten aus Nussholz kleine geschnitzte Engelsköpfe trugen, durch eine Diele, die voll alter und neuer Figuren stand, und in eine schöne Stube, deren Boden, Wände und Decke aus Hartholz waren und in deren Fensterecke ein gedeckter Tisch stand. Eine Jungfer kam hereingelaufen. Lisbeth, sagte der Meister, Du musst noch ein Gedeck bringen, ich habe einen Gast mitgebracht. Es ist der... Äh ja, nun weiß ich wirklich seinen Namen noch gar nicht. Goldmund sagte ihnen. Also, Goldmund, können wir essen? Im Augenblick, Vater. Sie holte einen Teller, lief hinaus und kam bald mit der Magd wieder, die das Essen auftrug, Schweinefleisch, Linsen und Weißbrot. Während des Essens sprach der Vater dies und jenes mit dem Mädchen... Goldmund saß schweigend, aß ein wenig und fühlte sich sehr unsicher und bedrückt. Das Mädchen gefiel ihm sehr, eine stattliche, schöne Gestalt, beinahe so groß wie ihr Vater, aber sie saß züchtig und höchst unnahbar, wie hinter Glas, und richtete weder Wort noch Blick an den Fremden. Als gegessen war, sagte der Meister Ich will noch eine halbe Stunde ruhen, nachher wollen wir über die Sache sprechen. Mit einem Gruß ging Goldmund hinaus. Eine Stunde oder länger war es her, seit der Meister seine Zeichnung gesehen hatte, und kein Wort hatte er über sie gesagt. Jetzt sollte er nochmals eine halbe Stunde warten. Nun, es war nicht zu ändern. Er wartete. Als er den Meister die Treppe herabkommen hörte, lief er in die Werkstatt. Meister Niklaus ging auf und ab, blickte wiederholt auf Goldmunds Zeichnung, blieb endlich am Fenster stehen und sagte in seiner etwas zögernden und trockenen Weise der braucht es bei uns so, dass ein Lehrling mindestens vier Jahre lernt und dass sein Vater dem Meister dafür ein Lehrgeld bezahlt. Da er eine Pause machte, dachte Goldmund, der Meister fürchte, von ihm kein Lehrgeld zu bekommen. Heftig rief er Warum sagt ihr mir das alles, wenn ihr doch gar nicht daran denkt, mich in die Lehre zu nehmen? Der Meister fuhr unerschüttert in seiner alten Weise fort. Ich habe über dein Anliegen eine Stunde lang nachgedacht. Nun musst du auch die Geduld haben, mich anzuhören. Ich habe deine Zeichnung gesehen. Sie hat Fehler, aber sie ist dennoch schön. Wäre sie das nicht, so hätte ich dir einen halben Gulden geschenkt und dich entlassen und vergessen. Mehr will ich über die Zeichnung nicht sagen. Ich möchte dir helfen, ein Künstler zu werden. Vielleicht bist du dazu bestimmt. Aber Lehrling kannst du also nicht mehr werden. Und wer nicht Lehrling war und die Lehrzeit abgedient hat, der kann in unserer Zunft auch nicht Gesell und Meister werden, das sei dir im Voraus gesagt. Aber einen Versuch sollst du machen. Wenn es dir möglich ist, eine Zeit lang hier in der Stadt zu bleiben, so kannst du zu mir kommen und einiges lernen. Es geschieht ohne Verpflichtung und Vertrag. Du kannst zu jeder Stunde wieder gehen. Du kannst bei mir. Ein paar Schnitzmesser zerbrechen und ein paar Holzklötze verderben, und wenn es sich zeigt, dass du kein Holzschnitzer bist, musst du dich eben zu anderem wenden, bist du damit zufrieden? Mit Beschämung und Rührung hatte Goldmund zugehört. Ich danke euch von Herzen, rief er. Ich bin heimatlos und werde mich hier in der Stadt ebenso durchzubringen wissen wie draußen in den Wäldern. Ich verstehe, dass ihr nicht Sorge und Verantwortung für mich wie für einen Lehrbuben übernehmen wollt. Ich halte es für ein großes Glück, bei euch lernen zu dürfen. Von Herzen danke ich euch, dass ihr das an mir tun wollt. Neue Bilder umgaben Goldmund hier in der Stadt und ein neues Leben begann für ihn. So wie dies Land und diese Stadt ihn heiter, verlockend und üppig empfangen hatten, so empfing ihn dies neue Leben mit Freudigkeit und vielen Versprechungen. Blieb auch der Grund von Trauer und Wissen in seiner Seele unangetastet, so spielte ihm doch an der Oberfläche das Leben in allen Farben. Es war die fröhlichste und unbeschwerteste Zeit in Goldmanns Leben, die jetzt begann. Was ihn zusätzlich in des Meisters Hause festhielt, war die schöne Tochter, Lisbeth, die ihm sehr gefiel. Er bekam sie selten zu Gesicht, sie betrat nie die Werkstatt, und er konnte nicht ergründen, ob ihre Sprödigkeit und Männerscheu ihr nur vom Vater aufgedrungen sei oder auch ihrer eigenen Natur entspreche. Dass der Meister ihn niemals wieder mit sich zu Tische nahm und ihm jede Begegnung mit ihr zu erschweren suchte, war nicht zu übersehen. Im Laufe eines Jahres hatte Goldmund viel gelernt. Im Zeichnen war er schnell zu großer Sicherheit gekommen, und neben dem Holzschnitzen ließ ihn Niklaus gelegentlich auch das Modellieren in Ton versuchen. Sein erstes gelungenes Werk war eine Tonfigur, gut zwei Spannen hoch, es war die süße, verführerische Gestalt eines jungen Mädchens. Der Meister lobte diese Arbeit, aber Goldmunds Wunsch, sie in Metall gießen zu lassen, erfüllte er nicht. Ihm war die Figur zu unkeusch und weltlich, als daß er ihr hätte als Pate dienen mögen. Dann kam die Arbeit an der Figur des Narziss. Goldmund führte sie in Holz aus, und zwar als jünger Johannes. Denn Niklaus wollte sie, wenn sie gelänge, in eine Kreuzigungsgruppe stellen, die er in Auftrag hatte. An der Narzissfigur arbeitete Goldmund mit tiefer Liebe. In dieser Arbeit fand er sich selbst, seine Künstlerschaft und seine Seele wieder, so oft er aus dem Geleise gekommen war, und das geschah nicht selten. Liebschaften, Tanzfeste, Zechereien mit Kameraden, Würfelspiel und häufig auch Raufhändel rissen ihn heftig mit, daß er für einen oder mehrere Tage die Werkstatt mied oder verstört und verdrossen bei der Arbeit stand. An seinem jünger Johannes aber, dessen geliebte sinnende Gestalt ihm immer reiner aus dem Holz entgegentrat, arbeitete er nur in den Stunden der Bereitschaft, mit Hingabe und Demut. In diesen Stunden war er weder froh noch traurig, wusste weder von Lebenslust noch von Vergänglichkeit. Es kehrte ihm jenes ehrfürchtige, lichte und rein gestimmte Gefühl im Herzen wieder, mit dem er einst dem Freunde hingegeben und seiner Führung froh gewesen war nicht er war es der da stand und aus eigenem willen ein bildnis schuf vielmehr war es der andere es war narziss der sich seiner künstlerhände bediente um aus der vergänglichkeit und veränderlichkeit des lebens herauszutreten und das reine bild seines wesens darzustellen in der kunst und im künstlersein lag für goldmund die möglichkeit einer versöhnung seiner tiefsten gegensätze oder doch eines herrlichen immer neuen Gleichnisses für den Zwiespalt seiner Natur. Aber die Kunst war kein reines Geschenk. Sie war keineswegs umsonst zu haben. Sie kostete sehr viel. Sie verlangte Opfer. Mehr als drei Jahre lang hatte Goldmund ihr das höchste und unentbehrlichste geopfert, was er nächst der Liebeswollust kannte. Die Freiheit. Das Freisein. Das Schweifen im Grenzenlosen. Die Willkür des Wanderlebens. Das Alleinstehen und Unabhängigsein. Das alles hatte er weggegeben. Mochten andere ihn launisch unbotmäßig und selbstherrlich genug finden, wenn er zuweilen Werkstatt und Arbeit wütend vernachlässigte, für ihn selber war dies Leben Sklaverei, die ihn oft bis zur Unerträglichkeit erbitterte. Es war nicht der Meister, dem er gehorchen musste, noch die Zukunft, noch die Notdurft. Es war die Kunst selbst. Die Kunst, diese scheinbar so geistige Göttin, bedurfte so vieler nichtiger Dinge. Sie brauchte ein Dach überm Kopf. Sie brauchte Werkzeuge, Hölzer, Ton, Farben, Gold. Sie verlangte Arbeit und Geduld. Ihr hatte er die wilde Freiheit der Wälder geopfert, den Rausch der Weite, die herbe Wollust der Gefahr, den Stolz des Elends. Und er mußte das Opfer immer von neuem bringen, mit würgen und knirschen. Dies alles füllte seine Tage reichlich aus und alles hatte auch einen Sinn, solange die Arbeit am Jünger Johannes dauerte. Sie zog sich lange hin. Und die letzten zarten Modellierungen an Gesicht und Händen geschahen in einer feierlichen und geduldigen Sammlung. In einem kleinen Holzschuppen hinter der Gesellenwerkstatt machte er die Arbeit fertig. Es kam die Morgenstunde, wo die Figur fertig wurde. Goldmund holte einen Besen, kehrte den Schuppen sorgfältig rein, pinselte zart den letzten Holzstaub aus den Haaren seines Johannes, und stand dann lange vor ihm, eine Stunde und länger, feierlich erfüllt vom Gefühl eines seltenen großen Erlebnisses, das in seinem Leben sich vielleicht noch einmal wiederholen könnte, vielleicht auch allein und einzig bleiben würde. Er stand und betrachtete sein Werk. Als Andacht vor dem Denkmal seiner ersten Jugend und Freundschaft begann seine Betrachtung, aber sie endete mit einem Sturm von Sorgen und schweren Gedanken. Hier stand nun sein Werk. Und der schöne Jünger würde bleiben. Und sein zartes Blühen würde nie ein Ende nehmen. Er aber, der es gemacht hatte, mußte jetzt von seinem Werk Abschied nehmen. Schon morgen gehörte es nicht mehr ihm, wartete nicht mehr auf seine Hände, wuchs und erblühte nicht mehr unter ihnen, war ihm nicht mehr Zuflucht, Trost und Sinn des Lebens. Leer blieb er zurück. Und so schien ihm, es wäre am besten, heute nicht bloß von diesem Johannes Abschied zu nehmen, sondern auch gleich vom Meister, von der Stadt und von der Kunst. Er hatte hier nichts mehr zu tun. Niklaus hatte seit längerer Weile die Figur nicht mehr gesehen und Goldmund bei der Arbeit ungestört gelassen. Jetzt betrachtete er das Werk mit schweigender Aufmerksamkeit. Sein verschlossenes Gesicht wurde schön und hell. Goldmund sah seine strengen blauen Augen froh werden. Es ist gut, sagte der Meister. Es ist sehr gut. Es ist ein Gesellenstück, Goldmund. Du hast jetzt ausgelernt. Ich werde deine Figur denen von der Zunft zeigen und werde verlangen, dass sie dir dafür den Meisterbrief geben. Du hast ihn verdient. Goldmund legte auf die Zunft wenig Wert, aber er wusste, wie viel Anerkennung die Worte des Meisters bedeuteten und freute sich. Indem Niklaus nochmals langsam rund um die Figur des Johannes ging, sagte er mit einem Seufzer Diese Gestalt ist voll von Frömmigkeit und Klarheit. Sie ist ernst, aber voll Glück und Frieden. Man sollte meinen, es habe sie ein Mensch gemacht, in dessen Herzen es sehr hell und heiter ist. Goldmund lächelte. Ihr wisst, dass ich in dieser Figur nicht mich selber abgebildet habe, sondern meinen liebsten Freund. Er ist es, der die Klarheit und den Frieden in das Bild gebracht hat, nicht ich. Ich war es ja eigentlich nicht, der das Bild gemacht hat, sondern er hat es mir in die Seele gegeben. So mag es sein, sagte Niklaus. Es ist ein Geheimnis, auf welche Art solch ein Bild entsteht. Ich bin nicht eben demütig, aber ich muß sagen, ich habe viele Werke gemacht, die weit hinter deinem zurückbleiben, nicht an Kunst und Sorgfalt, aber an Wahrheit. Nun, Du weißt wohl selbst, man kann ein solches Werk nicht wiederholen. Es ist ein Geheimnis. Ja, sagte Goldmund. Als die Figur fertig wurde und ich sie ansah, dachte ich mir, etwas solches kannst du nicht wieder machen. Und darum glaube ich, Meister, ich werde mich in Bälde wieder auf die Wanderschaft machen. Verwundert und unwillig blickte Niklaus ihn an. Seine Augen waren wieder streng geworden. Wir werden darüber noch sprechen. Für dich sollte die Arbeit nun erst recht beginnen es ist wahrlich jetzt nicht der Augenblick um davonzulaufen aber für heute machst du Feierabend und zu mittag bist du mein Gast um mittag trat Goldmund gekämmt und gewaschen im Sonntagskleide an diesmal wußte er wie viel es bedeute und welch seltene Gunst es sei vom Meister zu Tisch geladen zu werden als er die Treppe zu der mit Figuren überfüllten Diele hinanstieg, war dennoch sein Herz lange nicht so voll Ehrfurcht und banger Freude wie jenes andere Mal, da er mit klopfendem Herzen in diese schönen, stillen Räume getreten war. Auch Lisbeth war geputzt und trug eine Kette mit Steinen um den Hals, und zu Tische gab es außer dem Karpfen und Wein noch eine Überraschung. Der Meister schenkte ihm einen ledernen Geldsäckel, in dem waren zwei Goldstücke, Goldmunds Lohn für die fertig gewordene Figur Diesmal saß er nicht stumm, während Vater und Tochter sich unterhielten. Beide sprachen ihn an, und es wurde mit den Bechern angestoßen. Goldmunds Augen waren fleißig, er nahm die Gelegenheit wahr, das schöne Mädchen mit dem vornehmen und etwas hochmütigen Gesicht genau zu betrachten, und seine Augen verschwiegen nicht, wie sehr sie ihm gefalle. Sie zeigte sich artig gegen ihn, aber daß sie nicht errötete noch warm wurde, enttäuschte ihn. Wieder wünschte er innig, dies schöne, unbewegte Gesicht zum Sprechen zu bringen und zur Preisgabe seines Geheimnisses zu zwingen. Nach Tisch bedankte er sich, mietete ein Pferd und ritt in das Kloster hinaus, wo er einst zum ersten Mal ein Werk des Meisters gesehen und seinen Namen gehört hatte. Vor ein paar Jahren war das gewesen und war doch so unausdenklich lange her. In der Klosterkirche besuchte und betrachtete er die Mutter Gottes. Und auch heute wieder entzückte und bezwang ihn dieses Werk. Es war schöner als sein Johannes, es war ihm gleich an Innigkeit und Geheimnis und war ihm überlegen an Kunst, an freiem, schwerelosem Schweben. Weiter dachte Goldmund Ein Geheimnis ist es, das ich liebe, dem ich auf der Spur bin, das ich mehrmals habe aufblitzen sehen und das ich als Künstler wenn es mir einmal möglich sein wird, darstellen und zum Sprechen bringen möchte. Es ist die Gestalt der großen Gebärerin, der Urmutter. Und ihr Geheimnis besteht nicht wie das einer anderen Figur in dieser oder jener Einzelheit, in besonderer Fülle oder Magerkeit, Derbheit oder Zierlichkeit, Kraft oder Anmut, sondern es besteht darin, daß die größten Gegensätze der Welt, die sonst unvereinbar sind, in dieser Gestalt Frieden geschlossen haben und beisammen wohnen, Geburt und Tod, Güte und Grausamkeit, Leben und Vernichtung. Hätte ich diese Figur mir ausgesonnen, wäre sie nur mein Gedankenspiel oder ein ehrgeiziger Künstlerwunsch, so wäre es nicht schade um sie, ich könnte ihren Fehler einsehen und sie vergessen. Aber die Urmutter ist kein Gedanke, denn ich habe sie nicht erdacht, sondern gesehen. Sie lebt in mir. Immer wieder ist sie mir begegnet. Zuerst habe ich sie geahnt, als ich in einem Dorf in einer Winternacht über dem Bett einer gebärenden Bäuerin das Licht halten mußte. Damals fing das Bild in mir zu leben an. Oft ist es fern und verloren, lange Zeit. Aber plötzlich zuckt es wieder auf, auch heute wieder. Das Bild meiner eigenen Mutter, einst mein Liebstes, hat sich ganz in dies neue Bild verwandelt. Es ist in ihm drinnen wie der Kern in einer Kirsche. Deutlich fühlte er jetzt seine augenblickliche Lage, das Bangen vor einer Entscheidung. Er war nicht minder als damals beim Abschied von Narziß und dem Kloster auf einem wichtigen Wege, dem Weg zur Mutter. Vielleicht würde einmal aus der Mutter ein allen sichtbares, gestaltetes Bild werden, ein Werk seiner Hände. Vielleicht lag dort das Ziel, war dort der Sinn seines Lebens verborgen? Vielleicht. Er wußte es nicht. Eines aber wußte er. Der Mutter zu folgen, zu ihr unterwegs zu sein, von ihr gezogen und gerufen zu werden, das war gut. Das war Leben. Vielleicht konnte er nie ihr Bild gestalten. Vielleicht blieb sie immer Traum, Ahnung, Lockung, goldenes Aufblinken heiligen Geheimnisses. Nun, auf jeden Fall hatte er ihr zu folgen ihr hatte er sein schicksal anheimzustellen sie war sein stern in den ersten zeiten seiner neuen wanderschaft im ersten gierigen taumel der wiedergewonnenen freiheit mußte goldmund erst wieder lernen das heimatlose und zeitlose leben der fahrenden zu leben keinem menschen gehorsam abhängig nur von wetter und jahreszeit kein ziel vor sich kein dach über sich nichts besitzend und allen zufällen offen führen die Heimatlosen ihr kindliches und tapferes, ihr ärmliches und starkes Leben. Sie sind die Söhne Adams, des aus dem Paradies vertriebenen, und sind die Brüder der Tiere, der Unschuldigen. Aus der Hand des Himmels nehmen sie Stunde um Stunde, was ihnen gegeben wird Sonne, Regen, Nebel, Schnee, Wärme und Kälte, Wohlsein und Not. Es gibt für sie keine Zeit, keine Geschichte kein Streben und nicht jenen seltsamen Götzen der Entwicklung und des Fortschritts, an denen die Hausbesitzer so verzweifelt glauben. Ein Vagabund kann zart oder roh sein, kunstfertig oder tölpisch, tapfer oder ängstlich, immer aber ist er im Herzen ein Kind. Immer lebt er am ersten Tage, vor Anfang aller Weltgeschichte, immer wird sein Leben von wenigen einfachen Trieben und Nöten geleitet. Er kann klug sein oder dumm, er kann tief in sich wissend sein, wie gebrechlich und vergänglich alles Leben ist und wie arm und angstvoll alles Lebendige sein bisschen warmes Blut durch das Eis der Welträume trägt, oder er kann bloß kindisch und gierig den Befehlen seines armen Magens folgen, immer ist er der Gegenspieler und Todfeind des Besitzenden und Sesshaften, der ihn hasst, verachtet und fürchtet. Denn er will nicht an all das erinnert werden, nicht an die Flüchtigkeit alles Seins, an das beständige Hinwelken alles Lebens, an den unerbittlichen eisigen Tod, der rund um uns das Weltall erfüllt. Sommer und Herbst sanken hinab. Mühsam brachte sich Goldmund durch die kargen Monate. Berauscht durchwanderte er den süßen, duftenden Frühling. Die Jahreszeiten liefen so eilig hinweg, so schnell sank immer wieder die hohe Sommersonne hinab. Es ging Jahr um Jahr. Und es schien, als habe Goldmund vergessen, daß es anderes auf Erden gebe als Hunger und Liebe und diese stille, unheimliche Eile der Jahreszeiten. Es schien, als sei er ganz in der mütterlichen, triebhaften Urwelt versunken. In jedem Traum aber und bei jeder sinnenden Rast mit dem Blick über die blühenden und welkenden Täler war er voll Schauen, war Künstler, litt an quälender Sehnsucht, den holden dahintreibenden unsinn des lebens durch geist zu beschwören und in sinn zu verwandeln einst traf er der seit dem blutigen abenteuer mit viktor nie mehr anders als allein gewandert war auf einen kameraden der sich unmerklich ihm anschloß und den er eine ganze weile nicht los wurde doch war er nicht von der art viktors sondern es war ein Rompilger, ein noch junger mann in kutte und pilgerhut der robert hieß und am bodensee zu hause war dieser mensch ein handwerkersohn und eine weile bei den mönchen des heiligen gallus zur schule gegangen hatte sich schon als knabe eine wallfahrt nach rom in den kopf gesetzt und sich immer diesem lieblingsgedanken hingegeben und die erste gelegenheit ihn auszuführen ergriffen so traf er auf goldmund wanderte einen tag mit ihm tauschte landfahrer erinnerungen mit ihm verlor sich im nächsten Städtchen, traf da und dort wieder auf ihn und blieb schließlich ganz bei ihm, ein verträglicher und dienstwilliger Reisegefährte. Eines Tages kamen sie in die Nähe eines Dorfes. Da empfing sie ein Häufchen Bauern mit Knütteln, Stangen und Dreschflegeln bewaffnet. Und der Anführer schrie ihnen von weitem zu, sie sollten alsbald umkehren und sich auf Nimmerwiedersehen davonmachen, dem Teufel zu, sonst würden sie totgeschlagen. Während Goldmund stehen blieb und zu wissen begehrte, was denn los sei, traf ihn schon ein Steinwurf an die Brust. Robert, nachdem er sich umblickte, war davongerannt wie besessen. Drohend rückten die Bauern vor, und es blieb Goldmund nichts übrig, als dem Fliehenden langsamer zu folgen. Zitternd erwartete ihn Robert unter einem Kreuz mit einem Heiland daran, das mitten im Felde stand. Heldenmäßig bist du gelaufen, lachte Goldmund. Aber was haben denn diese Mistfinken in ihren Dickköpfen? Ist denn Krieg? Stellen bewaffnete Wachen vor ihr Nest und wollen niemand hereinlassen. Nimmt mich wunder, was dahinter steckt. Sie wußten es beide nicht. Erst am folgenden Morgen machten sie in einem alleinstehenden Bauernhof gewisse Erfahrungen und begannen das Geheimnis zu erraten. Dieser Hof, aus Hütte, Stall und Scheune bestehend und von einer grünen Hofstadt mit hohem Gras und vielen Obstbäumen umgeben, lag merkwürdig still und verschlafen. Keine Menschenstimme, kein Tritt, kein Kindergeschrei, kein Sensendengeln, nichts war zu hören. In der Hofstadt stand eine Kuh im Gras und brüllte, und man sah ihr an, dass es Zeit war, sie zu melken. Sie traten vors Haus, klopften an die Tür, bekamen keine Antwort, gingen zum Stall, der stand offen und leer, gingen zur Scheune, auf deren Strohdach das Licht grüne Moos in der Sonne gleiste, fanden auch da keine Seele, Sie kehrten zum Hause zurück, verwundert und betreten über die Verödung dieser Heimstadt. Sie schlugen nochmals mit Fäusten gegen die Tür, wieder kam keine Antwort. Goldmund versuchte zu öffnen und fand zu seinem Erstaunen die Türe unverschlossen. Er drückte sie nach innen und trat in die finstere Stube. Grüß Gott? rief er laut und Niemand daheim? Aber es blieb alles still. Robert war vor der Tür geblieben, Neugierig drang Goldmund vor. Es roch schlecht in der Hütte, es roch sonderbar und widerlich. Die Feuerstelle war voll Asche, er blies hinein, auf dem Grunde glommen noch Funken in verkohlten Scheiten. Da sah er in der Dämmerung im Hintergrund des Herdplatzes jemand sitzen. Jemand saß da in einem Sessel und schlief, es schien eine alte Frau zu sein. Rufen half nichts, das Haus schien verzaubert. Freundlich tippte er der sitzenden Frau auf die Schulter. Sie bewegte sich nicht, und jetzt sah er, daß sie mitten in einem Spinnennetze saß, dessen Fäden zum Teil an ihrem Haar und ihren Knien befestigt waren. Die ist tot, dachte er mit einem leichten Grausen, und um sich zu überzeugen, machte er sich am Feuer zu schaffen, schürte und blies, bis er Flamme hatte und einen langen Span entzünden konnte mit dem leuchtete er der Sitzenden ins Gesicht. Er sah unter grauem Haar ein blauschwarzes Leichengesicht, das eine Auge stand offen und blinkte leer und bleiern. Das Weib war hier gestorben im Stuhl sitzend. Nun ja, man konnte ihr nicht helfen. Mit dem brennenden Span in der Hand stöberte Goldmund weiter und fand im selben Raum auf der Schwelle zu einer hinteren Stube noch eine Leiche liegen, einen Knaben von vielleicht acht oder neun Jahren, mit verschwollenem, entstelltem Gesicht, im bloßen Hemde. Er lag mit dem Bauch auf der Balkenschwelle. Mit beiden Händen machte er feste, grimmige Fäustchen. Das ist der zweite, dachte Goldmund. Wie in einem hässlichen Traum ging er weiter in die Hinterstube. Dort standen die Läden offen und der Tag schien hell herein. Vorsichtig löschte er seine Leuchte aus, und zertrat die funken auf dem boden in der hinterstube standen drei bettladen eine war leer und unterm derben grauen leilach sah das stroh heraus im zweiten lag wieder einer ein bärtiger mann starr auf dem rücken mit zurückgelegtem kopf und emporstehendem kinn und bart es mußte der bauer sein sein eingesunkenes gesicht schimmerte fahl in unvertrauten todesfarben ein Arm hing bis zum Boden herab. Dort lag umgeworfen und ausgelaufen ein irdener Wasserkrug. Das zerronnene Wasser war vom Boden noch nicht ganz verschluckt. Es war gegen eine Mulde gelaufen, in der stand noch eine kleine Lache. Im zweiten Bett aber lag in Leintuch und Kotzen ganz eingegraben und verwickelt eine starke große Frau. Ihr Gesicht war ins Bett eingedrückt. Derbes strohblondes Haar schimmerte im hellen Licht. Bei ihr und mit ihr verschlungen lag, wie im zerwühlten Leintuch gefangen und erdrosselt, ein halbwüchsiges Mädchen, strohblond auch sie, graublaue Flecken im toten Gesicht. Mittlerweile fing draußen Robert an zu rufen, ungeduldig und ängstlich. Goldmund hatte Robert gern. Dennoch dachte er in diesem Augenblick, wie sehr doch eigentlich ein lebender Mensch in seiner Angst, seiner Neugierde, seiner ganzen Kinderei kleinlich und gering sei im Vergleich mit den Toten. Er gab Robert keine Antwort. Er gab sich ganz dem Anblick der Toten hin, mit jener sonderbaren Mischung von herzlichem Mitfühlen und kalter Beobachtung, wie die Künstler sie haben. Er sah sich die liegenden Gestalten und auch die Sitzende genau an, die Köpfe, die Hände, die Bewegung, in der sie erstarrt waren, wie still war es in dieser verzauberten Hütte? Wie roch es sonderbar und schrecklich? Wie war diese kleine Menschenheimat, in der noch ein Rest von Herdfeuer glomm, gespenstisch und traurig, von Leichen bewohnt, ganz von Tod erfüllt und durchzogen? Bald würde diesen stillen Gestalten das Fleisch von den Wangen fallen, und die Ratten würden ihre Finger fressen. Was andere Menschen im Sarge und im Grab, in gutem Versteck und unsichtbar vollzogen, das Letzte und Armseligste, das Zerfallen und Verwesen, das vollzogen diese fünf hier zu Hause in ihren Stuben, bei Tageslicht, bei unverschlossener Türe, unbekümmert, schamlos, schutzlos. Goldmund hatte schon manchen Toten gesehen, aber solch einem Bilde von der unerbittlichen Arbeit des Todes war er noch nie begegnet. Tief nahm er es in sich auf. Endlich störte ihn Roberts Schreien vor der Haustür. Er ging hinaus. Ängstlich sah der Kamerad ihn an. Was ist? Fragte er leise, die Stimme voll Furcht. Ist denn niemand im Haus? Und was machst du für Augen? Sprich doch. Goldmund maß ihn mit kühlem Blick. Geh hinein und sieh dir es an. Die ganze Familie liegt und ist tot. Das Haus ist ausgestorben. Darum hat auch niemand die Kuh gemolken. Entsetzt starrte der andere ihn an, dann rief er plötzlich mit erstickter Stimme Oh, jetzt verstehe ich auch die Bauern, die uns gestern nicht in ihr Dorf haben einlassen wollen. Oh Gott, jetzt wird mir alles klar, es ist die Pest. Es ist bei meiner armen Seele die Pest, Goldmund. Und du bist so lange da drin gewesen, und womöglich hast du die Toten angerührt. Weg du. Komm mir nicht näher, du bist sicher vergiftet. Es tut mir leid, Goldmund, aber ich muss fort, ich kann nicht bei dir bleiben. Er wollte schon laufen, wurde aber am Pilgerrock festgehalten. Goldmund sah ihn streng mit stummem Tadel an und hielt ihn, der sich sträubte und stemmte unerbittlich fest. "Mein kleiner Junge", sagte er mit freundlich spöttischem Ton, "du bist klüger, als man meinen sollte, du wirst wahrscheinlich recht haben. Nun das werden wir im nächsten Hof oder Dorf erfahren. Wahrscheinlich ist die Pest in dieser Gegend." Wir werden sehen, ob wir wohlbehalten wieder davonkommen. Und jetzt halte das Maul, ich will nichts hören, und suche irgendwo im Stall einen Eimer, daß wir endlich die Kuh melken können. So geschah es. Und vom Augenblick an war es Goldmund, der befahl, und Robert, der gehorchte. Und es ging beiden gut dabei. Im Weiterwandern stießen sie bald überall auf den schwarzen Tod, der im Land regierte. Manche Dörfer ließen keinen Fremden ein, in anderen konnten sie ungehindert durch alle Gassen gehen. Viele Höfe standen verlassen, viele unbeerdigte Tote verwesen auf dem Feld oder in den Stuben. Einst kamen sie zu einer kleinen Stadt. Sie war schwer befestigt, vom Tor lief ein Wehrgang in Haushöhe um die ganze Stadtmauer, aber kein Wächter stand oben und keiner im offenstehenden Tor. Robert weigerte sich, die Stadt zu betreten und beschwor auch seinen Kameraden, es nicht zu tun. Indem hörten sie eine Glocke läuten, es kam zum Tor ein Priester heraus, ein Kreuz in den Händen, und hinter ihm kamen drei Lastwagen gefahren, zwei mit Pferden bespannt und einer mit einem paar Ochsen. Und die Wagen waren bis oben angefüllt mit Leichen. Ein paar Knechte in sonderbaren Mänteln, die Gesichter tief in Kapuzen verborgen, liefen nebenher und trieben die Tiere an. Robert verlor sich mit bleichem Gesicht, Goldmund folgte den Totenwagen in kleiner Entfernung, es ging ein paar hundert Schritt weit, und da war kein Friedhof, sondern mitten in der leeren Heide war ein Loch gegraben, nur drei Spatenstiche tief, aber groß wie ein Saal goldmund stand und sah zu wie die knechte mit stangen und bootshaken die toten von den wagen rissen und sie zu haufen in das große loch stießen wie der priester murmelnd sein kreuz darüber schwang und davonging wie die knechte auf allen seiten des flachen grabes große feuer anzündeten und schweigend in die stadt zurückliefen ohne daß jemand daran gegangen wäre die grube zuzuwerfen er schaute hinab es mochten fünfzig oder mehr da drinnen liegen, übereinander geschmissen, viele nackt. Starr und klagend ragte hier und dort ein Arm oder ein Bein in die Luft, ein Hemd flatterte schwach im Wind. Als er zurückkam, flehte Robert ihn beinahe auf Knien an, sie möchten doch eiligst weiterziehen. Er hatte wohl Grund zu seinem Flehen. Er sah in Goldmunds abwesendem Blick diese ihm nun schon allzu bekannte Versunkenheit und Starre, dies Hingewendetsein zum Schrecklichen, diese furchtbare Neugierde. Es gelang ihm nicht, seinen Freund zurückzuhalten. Allein ging Goldmund in die Stadt und von dort trostlos weiter. Die ganze Gegend, das ganze weite Land stand unter einer Wolke von Tod unter einem Schleier von Grauen, Angst und Seelenverfinsterung. Und das Schlimmste waren nicht die ausgestorbenen Häuser, die an der Kette verhungerten und verwesenden Hofhunde, die unbegraben liegenden Toten, die bettelnden Kinder, die Massengräber vor den Städten. Das Schlimmste waren die Lebenden, die unter der Last von Schrecken und Todesangst ihre Augen und ihre Seelen verloren zu haben schienen. Wunderliche und grausige Dinge bekam der Wanderer überall zu hören und zu sehen, Eltern hatten die Kinder und Gatten ihre Frauen verlassen, wenn sie krank geworden waren. Die Pestknechte und Spitalbüttel herrschten wie Henker, sie raubten in den leergestorbenen Häusern, ließen nach ihrer Willkür bald die Leichen unbeerdigt, bald rissen sie die Sterbenden, noch ehe sie ausgeatmet hatten, aus den Betten und auf die Leichenkarren. Geängstete Flüchtlinge irrten einsam umher, verwildert. Jede Berührung mit Menschen meidend, von Todesfurcht gejagt. Andere taten sich in aufgepeitschter, erschreckter Lebenslust zusammen, hielten Zechgelage und feierten Tanz- und Liebesfeste, bei denen der Tod die Fiedel strich. Verwahrlost, trauernd oder lästernd, mit irren Augen hockten andere vor den Friedhöfen oder vor ihren entvölkerten Häusern. Und schlimmer als alles, jeder suchte für das unerträgliche Elend einen Sündenbock. Jeder behauptete, die Verruchten zu kennen, die an der Seuche schuld und ihre böswilligen Urheber seien. Teuflische Menschen, hieß es, sorgten schadenfroh für die Verbreitung des Sterbens, indem sie aus den Pestleichen das Seuchengift holten und an die Mauern und Türklinken strichen, Brunnen und Vieh damit vergifteten. Wer in den Verdacht dieser Gräuel kam, war verloren, wenn er nicht gewarnt wurde und fliehen konnte. Er wurde entweder von der Justiz oder vom Pöbel mit dem Tod bestraft. Außerdem gaben die Reichen den Armen die Schuld und umgekehrt. Oder es sollten die Juden sein, oder die Welschen, oder die Ärzte. In einer Stadt sah Goldmund mit cremigem Herzen zu, wie die ganze Judengasse brannte, Haus an Haus. Rundum stand das johlende Volk und die schreienden Flüchtlinge wurden mit Waffengewalt ins Feuer zurückgejagt. Im Irrsinn der Angst und Erbitterung wurden überall unschuldige totgeschlagen, verbrannt, gefoltert. Mit Wut und Ekel sah Goldmund zu, die Welt schien zerstört und vergiftet, es schien keine Freude, keine Unschuld, keine Liebe mehr auf Erden zu geben. Oft floh er zu den heftigen Festen der Lebenslustigen, überall klang die Fiedel des Todes, er lernte ihren Klang bald kennen, oft nahm er teil an den verzweifelten Gelagen, oft spielte er dabei die Laute oder tanzte beim Pechfackelschein durch fiebernde Nächte mit. Es war dunkel und wild in der Welt geworden. Heulend sang der Tod sein Lied, Goldmund hörte es mit offenen Ohren mit brennender Leidenschaft. Sein Ziel war die Stadt des Meisters Niklaus, dorthin zog ihn die Stimme in seinem Herzen. Lang war der Weg, und er war voll Tod, voll Welke und Sterben. Traurig zog er hin, Berauscht vom Todeslied, hingegeben an das laut schreiende Leid der Welt, traurig und dennoch glühend, mit weit offenen Sinnen. In einem Kloster sah er ein neu gemaltes Wandbild, das mußte er lange betrachten. Es war da der Totentanz an eine Mauer gemalt, da tanzte der bleiche knöcherne Tod die Menschen aus dem Leben, den König, den Bischof, den Abt, den Grafen, den Ritter, den Arzt, den Bauer, den Landsknecht, alle nahm er mit, und beinerne Musikanten spielten auf hohlen Knochen dazu auf. Tief sogen Goldmunds neugierige Augen das Bild in sich ein. Da hatte ein unbekannter Kollege die Lehre aus dem gezogen, was er vom schwarzen Tod gesehen hatte, und schrie die bittere Predigt vom Sterben müssen den Menschen gell in die Ohren. Es war gut das Bild. Es war eine gute Predigt. Nicht schlecht hatte dieser fremde Kollege die Sache gesehen und hingestrichen. Es klang beinern und schaurig aus seinem wilden Bilde. Aber doch war es nicht das, was er selbst, Goldmund, gesehen und erlebt hatte. Es war das Sterben müssen, das hier gemalt war, das Strenge und Unerbittliche. Goldmund aber hätte sich ein anderes Bild gewünscht. Ganz anders klang in ihm das wilde Lied des Todes, nicht beinern und streng, sondern eher süß und verführend, heimwärts lockend, mütterlich. Da wo der Tod seine Hand ins Leben streckte, klang es nicht nur so grell und kriegerisch, es klang auch tief und liebevoll, herbstlich und satt, und in der Todesnähe glühte das Lebenslämpchen heller und inniger. Mochte der Tod für andere ein Krieger, ein Richter oder Henker, ein strenger Vater sein, für ihn war der Tod auch eine Mutter und Geliebte, sein Ruf ein Liebeslocken, seine Berührung ein Liebesschauer. Natürlich war er auf seiner Todeswanderung ein klein wenig verrückt geworden. Alle Menschen im Pestgebiet waren ein wenig verrückt, und viele waren es ganz und gar. Ein klein wenig verrückt war vielleicht auch die junge Jüdin Rebekka, das schöne schwarze Mädchen mit den brennenden Augen, mit dem er sich zwei Tage versäumte. Er fand sie vor einer kleinen Stadt im Felde. Bei einem schwarz verkohlten Trümmerhaufen hockte sie und heulte, schlug sich ins Gesicht und riß an ihren schwarzen Haaren. Die Haare erbarmten ihn. Sie waren so schön. Und er fing ihre wütenden Hände und hielt sie fest und redete dem Mädchen zu. Und nahm dabei wahr, daß auch ihr Gesicht und Wuchs von großer Schönheit war. Sie klagte um ihren Vater. Der war samt vierzehn anderen Juden auf Befehl der Obrigkeit zu Asche verbrannt worden. Sie aber hatte fliehen können, war nun aber verzweifelt zurückgekehrt und klagte sich an, daß sie sich nicht habe mitverbrennen lassen. Geduldig hielt er ihre zuckenden Hände fest und sprach sanft auf sie ein, brummte mitleidig und beschützend, bot ihr hilfe an sie verlangte daß er ihr helfe ihren vater zu begraben und sie sammelten aus der noch heißen asche alle knochen heraus trugen sie feld einwärts ins verborgene und bedeckten sie mit erde es war darüber abend geworden und goldmund suchte einen schlafplatz in einem eichenwäldchen richtete er dem mädchen ein lager versprach ihr zu wachen und hörte zu wie sie im liegen weiter weinte und schluckte und endlich einschlief. Dann schlief auch er ein wenig, und am Morgen begann er seine Werbung. Er sagte ihr, dass sie so allein nicht bleiben könne, man würde sie als Jüdin erkennen und totschlagen, oder wüste Landfahrer würden sie missbrauchen, und im Wald seien Wölfe und Zigeuner. Er aber, er nehme sie mit sich und schütze sie gegen Wolf und Mensch, denn sie tue ihm leid. Und er sei ihr sehr gut, denn er habe Augen im Kopf und wisse, was Schönheit sei, und nie werde er dulden, dass diese süßen, klugen Augenlider und diese holden Schultern von Tieren gefressen würden oder auf den Scheiterhaufen kämen. Finster hörte sie ihn an, sprang auf und lief davon. Er mußte sie jagen und fangen, ehe er fortfahren konnte. Rebecca, sagte er, du siehst doch, dass ich es nicht schlimm mit dir meine. Du bist betrübt, Du denkst an deinen Vater, du willst jetzt nichts von Liebe wissen. Aber morgen oder übermorgen oder später werde ich dich wieder fragen, und bis dahin beschütze ich dich und bring dir zu essen und rühre dich nicht an. Sei du traurig, solange es nötig ist. Du sollst bei mir traurig sein können oder fröhlich, du sollst immer nur das tun, was dir Freude macht. Aber alles war in den Wind geredet. Sie wolle nichts tun, sagte sie verbissen und wütend, was Freude mache. Sie wolle tun, was Schmerzen bringe. Nie mehr werde sie an etwas wie Freude denken. Und je eher der Wolf sie fräße, desto besser sei es für sie. Er solle nun gehen, es helfe nichts. Es sei schon zu viel geredet. Du, sagte er, siehst du denn nicht, daß überall der Tod ist? Dass in allen Häusern und Städten gestorben wird und alles voll von Jammer ist? Auch die Wut der dummen Menschen, die deinen Vater verbrannt haben, ist nichts als Not und Jammer, sie kommt nur aus allzu großem Leiden. Schau, bald holt auch uns der Tod, und wir verfaulen im Feld, und mit unseren Knochen würfelt der Maulwurf. Lass uns vorher noch Leben und Lieb miteinander sein. Ach du, es wäre so schade um deinen weißen Hals und um deinen kleinen Fuß. Liebes, schönes Mädchen, komm mit mir. Ich rühre dich nicht an, ich will dich nur sehen und für dich sorgen. Er flehte noch lange und fühlte plötzlich selbst, wie nutzlos es sei, mit Worten und Gründen zu werben. Er schwieg und sah sie traurig an. Ihr stolzes, königliches Gesicht war starr vor Abweisung. So seid ihr, sagte sie endlich mit einer Stimme voll Hass und Verachtung. So seid ihr Christen. Erst hilfst du einer Tochter ihren Vater begraben, den deine Leute gemordet haben, und dessen letzter Fingernagel mehr wert ist als du? Und kaum ist es getan, so soll das Mädchen dir gehören und mit dir buhlen gehen. So seid ihr. Zuerst dachte ich, vielleicht seist du ein guter Mensch, aber wie solltest du gut sein? Ach, ihr seid Säue. Während sie sprach, sah Goldmund in ihren Augen hinter dem Hass etwas glühen, was ihn rührte und beschämte und ihm tief zu Herzen ging. Er sah in ihren Augen den Tod, aber nicht das Sterben müssen, sondern das Sterben wollen, das Sterben dürfen, die stille Gefolgschaft und Hingabe an den Ruf der Erdenmutter. Rebecca, sagte er leise, du hast vielleicht recht. Ich bin kein guter Mensch, obwohl ich es mit dir gut gemeint habe. Verzeih mir. Ich habe dich erst jetzt verstanden. Mit gezogener Mütze grüßte er sie tief wie eine Fürstin und ging davon, schweren Herzens. Er mußte sie untergehen lassen. Langsam näherte sich Goldmund seinem Ziel. Und in dieser letzten Zeit befiel ihn mehrmals die Furcht, er möchte vorher noch die Pest erwischen und in irgendeinem Stall sterben müssen. Er wollte jetzt nicht mehr sterben, nicht, ehe er das Glück genossen hätte, noch einmal in einer Werkstatt zu stehen und sich dem Schaffen hinzugeben. Einmal kam er an einer Kirche vorüber, an deren Portal standen in tiefen von Schmucksäulchen getragenen Nischen viele Steinfiguren aus sehr alter Zeit, Figuren von Engeln, Aposteln und Märtyrern, wie er ähnliche schon oft gesehen hatte. Auch in seinem Kloster in Mariabronn hatte es manche Figuren dieser Art gegeben, Früher als Jüngling hatte er sie gerne, aber ohne Leidenschaft betrachtet. Heute nun, da er voll von Bildern, die Seele gezeichnet von den Narben und Spuren heftiger Abenteuer und Erlebnisse, voll schmerzlicher Sehnsucht nach Besinnung und nach neuem Schaffen aus der Welt zurückkam, rührten diese uralten, strengen Figuren sein Herz plötzlich mit übermächtiger Gewalt. Andächtig stand er vor den ehrwürdigen Bildern, in welchen das Herz einer lang vergangenen Zeit fortlebte, und die Ängste und Entzückungen längst verschwundener Geschlechter nach Jahrhunderten noch zu Stein erstarrt der Vergänglichkeit Trotz boten. In seinem verwilderten Herzen erhob sich schauernd und demütig das Gefühl der Ehrfurcht und ein Grauen vor seinem vergeudeten und verbrannten Leben. Er tat, was er unendlich lange nicht mehr getan hatte, er suchte einen Beichtstuhl auf, um zu bekennen und sich strafen zu lassen. Aber wohl gab es Beichtstühle in der Kirche, doch in keinem einen Priester. Sie waren gestorben, lagen im Hospital, waren geflohen, fürchteten Ansteckung. Die Kirche war leer, hohl klangen Goldmunds Schritte im Steingewölbe wieder. Er kniete vor einem der leeren Beichtstühle nieder, schloss die Augen und flüsterte ins Sprechgitter hinein Lieber Gott, sieh, was aus mir geworden ist. Ich komme aus der Welt zurück und bin ein schlechter, unnützer Mensch geworden. Ich habe meine jungen Jahre vertan wie ein Verschwender, wenig ist übrig geblieben. Ich habe getötet, ich habe gestohlen, ich habe gehurt, ich bin müßig gegangen und habe anderen das Brot weggegessen. Lieber Gott, warum hast du uns so geschaffen? Warum führst du uns solche Wege? Sind wir nicht deine Kinder? Ist nicht ein Sohn für uns gestorben? Gibt es nicht Heilige und Engel, uns zu leiten? Oder sind das alles hübsche, erfundene Geschichten, die man den Kindern erzählt und über die die Pfaffen selber lachen? Ich bin irr an dir geworden, Gottvater. Du hast die Welt übel geschaffen. Schlecht hältst du sie in Ordnung. Ich habe Häuser und Gassen voll von Toten liegen sehen. Ich habe gesehen, wie die Reichen sich in ihren Häusern verschanzt haben oder geflohen sind, und wie die Armen ihre Brüder unbegraben haben liegen lassen, wie sie einer den anderen verdächtigt und die Juden wie Vieh totgeschlagen haben. Ich habe so viele Unschuldige leiden und untergehen sehen, und so viele Böse im Wohlleben schwimmen. Hast du uns denn ganz vergessen und verlassen? Ist dir deine Schöpfung ganz entleidet? Willst du uns alle zugrunde gehen lassen? Seufzend trat er durchs hohe Portal heraus und sah die schweigenden Steinbilder, Engel und Heilige, hager und hoch in ihren starr gefalteten Gewändern stehen, unbewegt, unerreichbar, übermenschlich und doch von Menschenhand und aus Menschengeist geschaffen. Streng und taub standen sie da oben auf ihrem knappen Raume, keiner Bitte und Frage zugänglich, und waren doch ein unendlicher Trost, waren ein triumphierender Sieg über Tod und Verzweiflung, wie sie in ihrer Würde und Schönheit standen und ein hinsterbendes Menschengeschlecht ums andere überdauerten. Endlich war das Ziel erreicht, und Goldmund betrat die ersehnte Stadt durch dasselbe Tor, durch das er einst vor so vielen Jahren zum ersten Mal geschritten war, um seinen Meister zu suchen. Manche Nachricht aus der Bischofsstadt hatte ihn schon unterwegs im näherkommen erreicht er wußte daß auch dort die pest gewesen man hatte ihm von unruhen und volksaufständen erzählt und daß ein kaiserlicher statthalter gekommen sei um ordnung zu schaffen notgesetze zu geben und gut und leben der bürger zu schützen eine nie zuvor erlebte woge von wiedersehen und heimatgefühl zog ihm durchs herz alles war noch da die tore die schönen brunnen der alte klotzige Turm der Kathedrale und der schlanke neue der Marienkirche, das helle Geläut von St. Lorenz, der große strahlende Marktplatz. O, oh, wie gut, daß das alles auf ihn gewartet hatte! Hatte er nicht unterwegs einmal geträumt, daß er hier ankomme und alles fremd und verändert vorfinde, teils zerstört und in Trümmern, teils unkenntlich durch neue Bauten und wunderliche, unerfreuliche Zeichen? Die Tränen waren ihm nahe, während er durch die Gassen ging, Haus um Haus wiedererkennend. Waren am Ende nicht doch die Sesshaften zu beneiden in ihren hübschen, sicheren Häusern, in ihrem befriedeten Bürgerleben, in ihrem beruhigenden und stärkenden Gefühl von Heimat haben, von Zuhause sein in Stube und Werkstatt, zwischen Weib und Kind, Gesinde und Nachbarschaft? Lächelnd ging er weiter. Und erst als er sich der Gasse des Meisters Niklaus näherte und den Weg wieder ging, den er vor Zeiten jahrelang jeden Tag zu seiner Arbeit gegangen war, begann sein Herz beklommen und unruhig zu werden. Eilig, als ob er noch in letzter Stunde etwas versäumen könnte, schritt er auf das wohlbekannte Haus zu, faßte nach dem Türgriff und erschrak heftig, als er das Tor geschlossen fand. Konnte das Böses bedeuten? Früher war es nie vorgekommen, daß diese Tür am hellen Tag verschlossen gehalten wurde. Dröhnend ließ er den Klopfer fallen und wartete. Es war ihm plötzlich sehr bang ums Herz geworden. Es kam die alte Magd, und sie erkannte Goldmund nicht. Mit banger Stimme fragte er nach dem Meister. Sie blickte ihn blöde und mißtrauisch an. Meister? Es gibt hier keinen Meister. Geht nur weiter, Mann. Es wird niemand eingelassen. Sie wollte ihn aus dem Tor zurückdrängen, er nahm sie am Arm und schrie auf sie ein So rede doch. Ich bin Goldmund. Kennst du mich denn nicht? Ich muss zum Meister Niklaus. Aus den weitsichtigen, halb erloschenen Augen schimmerte kein Willkommen. Es gibt hier keinen Meister Niklaus mehr, sagte sie ablehnend. Der ist tot. Machet, dass ihr weiterkommt. Ich kann hier nicht stehen und schwatzen. Goldmund, während alles in ihm zusammenstürzte, drückte die Alte beiseite, die schreiend hinter ihm herlief, und eilte durch den dunklen Gang gegen die Werkstatt. Sie war geschlossen. Von der klagenden und schimpfenden Alten gefolgt, lief er die Treppe hinauf. In der Dämmerung sah er im bekannten Raume die Figuren stehen, die Niklaus gesammelt hatte. Mit lauter Stimme rief er nach Lisbeth. Es ging die Stubentür, und es erschien Lisbeth. Und als er sie. Erst beim zweiten Hinblicken erkannte, drückte ihm der Anblick das Herz zusammen. War schon alles hier in diesem Hause seit dem Augenblick, da er zu seinem Schrecken das Tor verschlossen gefunden hatte, gespenstisch und verzaubert und wie in einem beklommenen Traum gewesen, so fuhr ihm jetzt beim Anblick der Lisbeth wirklich ein Schaudern über den Rücken. Aus der schönen, stolzen Lisbeth war eine scheue, gebückte Jungfer geworden, mit einem gelben, kränklichen Gesicht in einem schwarzen, schmucklosen Kleid, mit unsicherem Blick und ängstlicher Haltung. Verzeiht, sagte er. Kennt ihr mich nicht? Ich bin doch Goldmund. Ach sagt mir, ist es denn wahr, dass Euer Vater gestorben ist? An ihrem Blick sah er, dass sie ihn jetzt erkenne und sah auch sogleich, dass er hier nicht in gutem Andenken stehe. So, ihr seid Goldmund, sagte sie. Und in der Stimme erkannte er etwas von ihrer früheren hochmütigen Art. Ihr habt euch umsonst her bemüht. Mein Vater ist gestorben. Und die Werkstatt? fuhr es ihm heraus. Die Werkstatt ist geschlossen. Wenn ihr Arbeit sucht, müsst ihr anderswohin gehen. Er versuchte sich zusammenzunehmen. Lisbeth, sagte er freundlich. Ich suche keine Arbeit. Ich wollte nur Grüß Gott sagen, dem Meister und euch. Es betrübt mich so sehr, dass ich das hören muss. Ich sehe, dass ihr es schwer gehabt habt. Wenn euch ein dankbarer Schüler eures Vaters irgendeinen Dienst tun kann, so sagt es. Es wäre mir eine Freude. Sie zog sich in die Stubentür zurück. Danke, sagte sie zögernd. Ihr könnt ihm keinen Dienst mehr tun und mir auch nicht. Die Magd wird euch hinausführen. Schlecht klang ihre Stimme, halb böse, halb ängstlich. Er spürte, hätte sie Mut gehabt, sie hätte ihn schimpflich hinausgewiesen. Schon war er unten schon, hatte die Alte das Haustor hinter ihm zugeschlagen und die Riegel gestoßen, er hörte das harte Anschlagen der beiden Riegel noch, es klang ihm wie das Zuschlagen eines Sargdeckels. Langsam kehrte er zu der Ufermauer zurück und setzte sich wieder an den alten Platz überm Flusse. Indem er auf die Fische starrte und seinen Gedanken hingegeben war, hörte er eine leise Stimme freundlich seinen Namen sagen. Goldmund, rief es schüchtern, und als er hinschaute, stand da ein etwas zartes und kränkliches junges Mädchen, aber mit schönen, dunklen Augen, das ihn angerufen hatte. Er kannte es nicht. Goldmund, du bist es doch, sagte die schüchterne Stimme. Seit wann bist du wieder in der Stadt? Kennst du mich nicht mehr? Ich bin doch Marie. Aber er kannte sie nicht. Sie musste ihm erzählen, dass sie die Tochter seiner einstigen Hauswirte sei. Nie mehr hatte er an sie gedacht. Damals war sie noch ein Kind gewesen. Er gab ihr die Hand. Es freute ihn, dass doch jemand in dieser Stadt ihn noch kannte und lieb hatte. Marie nahm ihn mit, er wehrte sich nur schwach. Bei ihren Eltern in der Stube, wo sein Bild noch hing und sein rotes Rubinglas überm Kamin auf dem Bord stand, mußte er zu Mittag essen und wurde eingeladen, ein paar Tage da zu bleiben. Man freue sich, ihn einmal wiederzusehen. Hier erfuhr er auch, was im Haus seines Meisters geschehen war. Niklaus war nicht an der Pest gestorben, sondern die schöne Lisbeth war es, die die Pest bekam. Sie lag todkrank und ihr Vater pflegte sich an ihr zu Tode. Er starb, noch ehe sie ganz genesen war. Sie wurde gerettet, nur aber war ihre Schönheit dahin. Die Werkstatt steht leer, sagte der Hausherr, und für einen tüchtigen Bildschnitzer wäre da eine schöne Heimat bereit und Geld genug. Überleg dir das, Goldmund. Sie würde nicht nein sagen. Sie hat keine Wahl mehr. Er erfuhr auch dies und jenes andere aus der Pestzeit, daß der Pöbel zuerst ein Spital angezündet und später einige Häuser von Reichen erstürmt und geplündert habe. Eine Weile sei keine Ordnung und Sicherheit mehr in der Stadt gewesen, da der Bischof geflohen sei. Da habe der Kaiser, der gerade in der Nähe war, einen Statthalter hergeschickt, den Grafen Heinrich. Nun ja, es sei ein schneidiger Herr, er habe mit seinen paar Reitern und Soldaten Ordnung in der Stadt geschafft. Aber nun sei es wohl Zeit, daß sein Regiment aufhöre. Man erwarte den Bischof zurück. Der Graf habe der Bürgerschaft manches zugemutet und auch von seiner Käpse habe man genug, der Agnes. Die sei schon ein richtiger Teufelsbraten. Na, bald werden sie abziehen. Der Gemeinderat habe es längst satt, statt seines guten Bischofs so einen Hof und Kriegsmann auf dem Halse zu haben, der des Kaisers Günstling sei und beständig Gesandtschaften und Abordnungen empfange wie ein Fürst. Goldmund blieb nicht des Ausruhens wegen. Er blieb, weil er enttäuscht und unentschlossen war, weil Erinnerungen an glücklichere Zeiten ihm die Stadt lieb machten. Ein paar Tage lang tat er nichts anderes als zeichnen. Marie hatte ihm Papier und Feder verschafft, nun saß er in seiner Kammer und zeichnete Stunde um Stunde, füllte die großen Bogen bald mit eilig gekritzelten, bald mit liebevoll zarten Figuren, ließ das überfüllte Bilderbuch seines Innern hinüberwandern aufs Papier. Unendlich wohltat ihm dies Strömen, das Gefühl in der zeichnenden Hand, das Herrwerden über die Gesichter. Er zeichnete in wenigen Tagen alle die Bogen voll, die ihm Marie besorgt hatte. Vom letzten Bogen schnitt er ein Stück ab und zeichnete darauf mit sparsamen Strichen das Gesicht Maries, mit den schönen Augen, mit dem entsagenden Mund. Das schenkte er ihr. Durch das Zeichnen hatte er das Gefühl von schwere Stauung und Überfülltsein in seiner Seele gelöst und erleichtert. Solang er zeichnete, hatte er nicht gewusst, wo er sei. Seine Welt hatte aus nichts bestanden als dem Tisch, dem weißen Papier und abends der Kerze. Jetzt erwachte er, erinnerte sich der jüngsten Erlebnisse, sah unerbittlich neue Wanderschaft vor sich und begann durch die Stadt zu schweifen mit einer wunderlich gespaltenen Empfindung, halb von Wiedersehen, halb von Abschied nehmen. Auf einem dieser Gänge begegnete er einer Frau, deren Anblick allen seinen aus der Ordnung gekommenen Gefühlen eine neue Mitte gab. Es war eine Frau zu Pferde, ein großes hellblondes Weib mit neugierigen, etwas kühlen Blauaugen, und festen straffen Gliedern und einem blühenden Gesicht voll Lust zu Genuß und Macht, voll Selbstgefühl und witternder Sinnenneugierde. Etwas herrisch und hochmütig hielt sie sich auf ihrem braunen Pferde, ans Befehlen gewöhnt, doch nicht verschlossen oder abwehrend, sondern unter den etwas kühlen Augen standen bewegliche Nüstern allen Düften der Welt offen und der große, lockere Mund schien des Nehmens und Gebens im höchsten Grade fähig. Im Augenblick, da Goldmund sie sah, wurde er völlig wach und voll Begierde, sich mit diesem stolzen Weib zu messen. Diese Frau zu erobern, schien ihm ein edles Ziel, und auf dem Weg zu ihr den Hals zu brechen, hätte ihm kein übler Tod geschienen. Alsbald empfand er, daß diese blonde Löwin seinesgleichen sei, an Sinnen und Seele reich, allen Stürmen zugänglich ebenso wild wie zart, aus uralter ererbter Bluterfahrung der Leidenschaften kundig. Sie ritt vorüber, er sah ihr nach. Zwischen krausem Blondhaar und blausamtenem Kragen sah er ihren festen Nacken ragen, stark und stolz und doch von der zartesten Kinderhaut umspannt. Sie war, so wollte ihm scheinen, die schönste Frau, die er gesehen hatte. Diesen Nacken wollte er in seine Hand zu fassen bekommen und ihren Augen das blaukühle Geheimnis entreißen. Wer sie sei, war nicht schwer zu erfragen. Alsbald erfuhr er, sie wohne im Schloss und sei Agnes, die Geliebte des Statthalters. Es setzte ihn nicht in Erstaunen, sie hätte die Kaiserin selbst sein können. An einem Brunnenbecken blieb er stehen und suchte sein Spiegelbild. Das Bild passte brüderlich zum Bild der blonden Frau, nur war es gar sehr verwildert. Noch in derselben Stunde suchte er einen Barbier auf, den er kannte, und brachte ihn mit guten Worten dazu, daß er ihm Haare und Bart kurzschnitt und sauber strahlte. Zwei Tage dauerte die Verfolgung. Agnes trat aus dem Schloß, und der fremde Blonde stand schon beim Tor und sah ihr bewundernd in die Augen. Agnes ritt ums Bollwerk, und aus den Erlen trat der Fremde. Agnes war beim Goldschmied, und beim Verlassen der Werkstatt begegnete sie dem Fremden. Sie blitzte ihn kurz aus den herrischen Augen an, dabei spielte es bebend um ihre Nasenflügel. Am Morgen des dritten Tages kam Agnes zu Pferde aus dem Schlosstor von einem berittenen Knecht begleitet. Ihre Augen blickten sogleich nach dem Verfolger aus, kampflustig und etwas unruhig. Richtig, er war schon da. Sie schickte den Knecht mit einem Auftrag fort, allein ritt sie langsam voran, ritt langsam zum unteren Brückentor hinaus und über die Brücke. Nur einmal blickte sie zurück. Sie sah den fremden Folgen. Am Weg zur Wallfahrtskirche St. Veit wo es um diese Zeit sehr einsam war, erwartete sie ihn. Warum läufst du mir nach? fragte sie. Was willst du von mir? O oh, sagte er, ich möchte dir viel lieber etwas schenken, als etwas von dir annehmen. Ich möchte mich dir zum Geschenk anbieten, schöne Frau. Mach dann mit mir, was du willst. Gut, ich will sehen, was sich machen lässt. Aber wenn du gedacht hast, hier draußen gefahrlos ein Blümchen pflücken zu können, dann hast du dich getäuscht. Ich kann nur Männer lieben, die im Notfall ihr Leben daran wagen. Du hast über mich zu befehlen. Langsam nahm sie von ihrem Halse eine dünne Goldkette und reichte sie ihm hin. Wie heißt du denn? Goldmund. Schön, Goldmund. Ich werde schmecken, wie golden dein Mund ist. Hör mir gut zu. Du wirst diese Kette gegen Abend im Schloss herzeigen und sagen, du habest sie gefunden. Du gibst sie nicht aus den Händen. Ich möchte sie selbst von dir zurückempfangen. Du kommst so, wie du bist. Mögen sie dich für einen Bettler halten. Wenn einer vom Gesinde dich anschnauzt, bleibst du ruhig. Du mußt wissen, daß ich nur zwei sichere Leute im Schloss habe, den Reitknecht Max und meine Zofe Bertha. Eins von den beiden mußt du erreichen und dich zu mir führen lassen. Gegen alle anderen im Schloss, den Grafen eingerechnet, benimm dich vorsichtig. Sie sind Feinde. Du bist gewarnt. Es kann dir das Leben kosten. Sie streckte ihm die Hand hin. Lächelnd nahm er sie, küßte sie sanft, rieb leise seine Wange an ihr. Dann steckte er die Kette zu sich und ging davon bergabwärts dem Fluss und der Stadt entgegen. Am Abend fand er sich im Schlosse ein. Im Schlosshof ging es lebhaft zu, Pferde wurden abgesattelt, Boten liefen, ein kleiner Zug von Priestern und geistlichen Würdenträgern wurde von Dienern durchs innere Tor und die Treppe hinangeführt. Goldmund holte die Goldkette hervor und sagte, er sei angewiesen, sie niemandem auszuhändigen als der gnädigen Frau selbst oder ihre Zofe. Endlich erschien eine hübsche, behende Frau, die ging an ihm vorbei, fragte leise Seid ihr Goldmund? und winkte ihm, ihr zu folgen. Er kam in ein kleines Zimmer das duftete stark nach pelz und nach süßem parfüm und hing voll von kleidern und mänteln frauenhüte staken auf hölzernen bolzen allerlei schuhwerk stand in einer offenen truhe hier stand er und wartete wohl eine halbe stunde roch an den duftenden kleidern fuhr mit der hand über die pelze und lächelte neugierig über all das hübsche zeug das da herumhing dann ging die innere tür und es kam nicht die Zofe, es kam Agnes selbst, in einem hellblauen Kleid, einen weißen Pelzbesatz am Halse. Langsam kam sie auf den Wartenden zugegangen, Schritt für Schritt. Ernst blickten ihm die kühlblauen Augen entgegen. Du hast warten müssen, sagte sie leise. Ich glaube, wir sind jetzt sicher. Es ist eine Abordnung von Geistlichen beim Grafen. Er speist mit ihnen und wird wohl noch lange Verhandlungen mit ihnen haben. Die Sitzungen mit den Priestern dauern immer lange. Die Stunde gehört dir und mir. Sei willkommen, Goldmund. Sie neigte sich ihm entgegen, ihre verlangenden Lippen näherten sich den seinen, schweigend begrüßten sie einander im ersten Kuss. Langsam schloss er seine Hand um ihren Nacken. Sie führte ihn durch die Tür in ihr Schlafgemach, das war hoch und hell von Kerzen erleuchtet. Auf einem Tisch stand eine Mahlzeit gerüstet. Sie setzten sich, sorglich legte sie ihm Brot und Butter vor und etwas Fleisch und schenkte ihm weißen Wein in ein schönes bläuliches Glas. Sie aßen, sie tranken beide aus demselben bläulichen Kelch, ihre Hände spielten probend miteinander. Wo kommst du denn hergeflogen? fragte sie ihn, mein schöner Vogel. Bist du ein Krieger oder ein Spielmann? Oder bist du bloß ein armer Landfahrer? Ich bin alles, was du willst, lachte er leise. Ich bin ganz der Deine. Ich bin ein Spielmann, wenn du willst, und du bist meine süße Laute. Und wenn ich die Finger um deinen Hals lege und auf dir spiele, hören wir die Engel singen. Komm, Herz. Ich bin nicht gekommen, um deine guten Kuchen zu essen und deinen weißen Wein zu trinken. Ich bin nur deinetwegen gekommen. Leise zog er ihr den weißen Pelz vom Halse und schmeichelte ihr die Kleider vom Leibe. Mochten draußen die Höflinge und Pfaffen ihre Beratungen abhalten, mochten die Diener schleichen und der dünne Sichelmond vollends hinter die Bäume hinabschwimmen, die Liebenden wußten nichts davon. Ihnen blühte das Paradies. Zueinander gezogen und ineinander verschlungen verloren sie sich in seine duftende Nacht, sahen seine weißen Blumengeheimnisse dämmern, pflückten mit zärtlichen und dankbaren Händen seine ersehnten Früchte. Noch nie hatte der Spielmann auf einer solchen Laute gespielt, noch nie hatte die Laute unter so starken und kundigen Fingern geklungen. Goldmund flüsterte sie ihm glühend ins Ohr O, oh, was bist du für ein Zauberer? Von dir, du süßer Goldfisch, möchte ich ein Kind haben. Und noch lieber möchte ich an dir sterben. Trink mich aus, Geliebter, schmilz mich, töte mich. Tief in seiner Kehle summte ein Ton des Glückes, als er die Härte in ihren kühlen Augen hinschmelzen und schwach werden sah wie ein zärtliches zittern und sterben flog der schauer in der tiefe ihrer augen vorüber erlöschend wie der silberschauder auf der haut eines sterbenden fisches matt golden wie das aufblinken jener zauberschimmer tief im flusse alles nur irgend erlebbare glück schien ihm in diesen augenblick zusammengeronnen den ganzen nächsten tag brachte goldmund auf den herbstlichen höhen zu wandernd rastend, Brot essend, an Agnes und den Abend denkend. Um die Zeit des Zunachtens war er wieder in der Stadt und näherte sich dem Schloss. Noch immer war die Pfaffengesandtschaft da, hier und dort sah man in einem Fenster einen der geistlichen Herren stehen. Endlich gelang es ihm, sich ins Innere zu schleichen und die Zofe Bertha zu finden. Wieder wurde er in der Kleiderkammer verborgen, bis Agnes erschien und ihn zärtlich in ihr Zimmer führte. Sanft zog er sie an sich, streichelte sie, hielt ihre Hand, summte ihr leise Werbungen ins Ohr, küßte ihre Augenbrauen. Es rührte und entzückte ihn, sie seinetwegen so angstvoll und besorgt zu finden. Dankbar empfing sie seine Liebkosungen, beinahe demütig, sie drängte sich voll Liebe an ihn, aber heiter wurde sie nicht und plötzlich zuckte sie heftig zusammen man hörte in der nähe eine tür zuschlagen und rasche schritte näherten sich dem zimmer um gottes willen er ist es rief sie verzweifelt es ist der graf schnell durch die kammer kannst du entkommen schnell verrate mich nicht schon hatte sie ihn in die kleiderkammer gedrängt allein stand er und tappte zögernd im finstern dies war alles in wenigen augenblicken geschehen jetzt ging jenseits die tür und aus agnesons zimmer trat der graf herein mit einem leuchter in der linken und dem gezogenen Schwert in der rechten. Im selben Augenblick raffte Goldmund mit hastigem Griff einige von den rings um ihn hängenden Kleidern und Mänteln zusammen und nahm sie über den Arm. Man sollte ihn für einen Dieb halten, vielleicht war dies ein Ausweg. Der Graf hatte ihn sofort gesehen, langsam kam er heran. Wer ist man? Was tut man hier? Antwort oder ich stoße zu. Verzeiht, flüsterte Goldmund, ich bin ein armer Mann, und ihr seid so reich. Ich gebe alles zurück, Herr, was ich genommen habe. Seht. Hör auf. Ich möchte wohl wissen, ob du am Ende so frech warst, die gnädige Frau belästigen zu wollen. Aber da du ohnehin gehängt wirst, brauchen wir das nicht zu untersuchen, der Diebstahl genügt. Er klopfte heftig gegen die geschlossene Tür und rief Seid ihr da? Aufmachen. Die Tür wurde von außen geöffnet, drei Knechte standen mit gezogenen Klingen bereit bindet ihn gut rief der graf mit einer stimme die vor hohn und hochmut knarrte es ist ein landstreicher der hier gestohlen hat setzt ihn fest und morgen früh hängt den schelm an den galgen es wurden goldmund ohne daß er sich wehrte die hände zusammengeschnürt so wurde er abgeführt durch den langen gang die treppen hinab über den innern hof ein diener trug ein windlicht voraus vor einem runden eisenbeschlagenen kellertor blieben sie stehen es wurde verhandelt und gescholten. Es fehlte der Schlüssel zum Tor. Ein Knecht nahm das Windlicht. Der Diener lief zurück nach dem Schlüssel. So standen sie, die drei Bewaffneten und der Gebundene, und warteten vor dem Tor. Der mit dem Licht zündete dem Gefangenen neugierig ins Gesicht. In diesem Augenblick kamen zwei von den Priestern vorüber, deren so viele im Schloß zu Gast waren. Sie kamen von der Schloßkapelle her und blieben vor der Gruppe stehen. Beide sahen sich die nächtliche Szene aufmerksam an. Die drei Knechte, den gebundenen Mann, wie sie dastanden und warteten. Goldmund bemerkte weder die Priester noch sah er seine Wächter an. Er konnte nichts sehen als das leise flackernde Licht, das dicht vor sein Gesicht gehalten wurde und ihm in die Augen blendete. Und hinter dem Licht in einer Dämmerung voll Grauen sah er noch etwas. Etwas Gestaltloses, Großes, Gespenstisches. Den Abgrund, das Ende, den Tod. Mit starren Augen stand er, nichts sehend und hörend. Einer der Priester flüsterte angelegentlich mit den Knechten. Als er hörte, daß der Mann sterben müsse und ein Dieb sei, fragte er, ob er einen Beichtvater gehabt habe. Nein, hieß es, er sei auf frischer Tat festgenommen. So werde ich, sagte der Priester, am Morgen vor der Frühmesse mit den heiligen Sakramenten zu ihm kommen und seine Beichte hören. Ihr steht mir dafür, daß er nicht vorher abgeführt wird. Die Herren gingen davon. Goldmund stand und starrte. Endlich kam der Diener mit dem Schlüssel und schloß auf. Der Gefangene wurde in ein Kellergewölbe geführt. Stolpernd taumelte er die paar Stufen hinab. Es kommt morgen in der Früh ein Pfaff. »Da kannst du noch beichten«, sagte ihm einer von den Knechten. Dann gingen sie und verschlossen das schwere Tor mit Sorgfalt. »Lass mir das Licht da, Kamerad«, bat Goldmund. »Nein, Brüderchen, damit könntest du Unfug einrichten.« Noch nie in seinem Leben hatte Goldmund das Morgengrauen so beobachtet, erharrt, ersehnt und doch gefürchtet. Fiebernd hockte er nun am Tisch, genau überlegend, was er dem Priester zu sagen habe, um ihn als Helfer zu gewinnen, denn damit mußte begonnen werden. Endlich erwachte draußen die Welt. Endlich näherte sich der Feind. Es halten Schritte auf dem Hofpflaster. Es wurde der Schlüssel ins Loch gesteckt und gedreht. Jeder dieser Laute klang nach der langen Todesstille laut wie Donner. Und jetzt öffnete sich langsam das schwere Tor ein Stückchen weit und kreischte in den Angeln. Herein kam ein Geistlicher ohne Begleitung, ohne Wächter. Allein kam er herein, einen Leuchter mit zwei Kerzen tragend. Nun war alles wieder anders, als der Gefangene es sich gedacht hatte. Und wie sonderbar und bewegend, der eingetretene Priester, hinter welchem unsichtbare Hände die Tür wieder zudrückten, trug die Ordenstracht des Klosters Maria Bronn, die wohlbekannte heimatliche Tracht. Der Anblick gab ihm einen wunderlichen Stoß im Herzen. Er musste die Augen abwenden. Gelobt sei Jesus Christus, sagte der Pater und setzte den Leuchter auf den Tisch. Murmelnd responsierte Goldmund vor sich niederstarrend. Der Geistliche schwieg wartend stand er da und schwieg bis goldmund unruhig wurde und seine augen forschend auf den mann richtete der vor ihm stand dieser mann so sah er jetzt zu seiner verwirrung trug nicht nur die tracht der patres von maria bronn er trug auch die abzeichen der abtswürde und nun blickte er dem abt ins gesicht es war ein hageres gesicht fest und klar geschnitten mit sehr dünnen lippen es war ein Gesicht, das er kannte. Wie verzaubert blickte Goldmund in dies Gesicht, das ganz von Geist und Wille geformt schien. Mit unsicherer Hand griff er nach dem Leuchter, hob ihn auf und näherte ihn dem fremden Gesicht, um die Augen darin sehen zu können. Er sah sie, und der Leuchter zitterte in seiner Hand, als er ihn zurückstellte. Narziss, flüsterte er kaum hörbar. Es begann sich alles um ihn im Kreise zu drehen. Ja, Goldmund. Ich bin einst Narzisst gewesen, aber ich habe den Namen schon vor sehr langer Zeit abgelegt, du hast es wohl vergessen. Seit meiner Einkleidung heiße ich Johannes. Goldmund war bis ins Herz erschüttert. Plötzlich hatte sich die ganze Welt verändert, und das plötzliche Zusammenstürzen seiner übermenschlichen Anspannung drohte ihn zu ersticken. Er zitterte, und Schwindelgefühl ließ ihn seinen Kopf wie eine leere Blase empfinden sein Magen zog sich zusammen. Hinter den Augen brannte es wie andrängendes Schluchzen, Aufschluchzen und Zusammensinken in Tränen, in Ohnmacht, das war es, wonach alles in ihm in diesem Augenblick begehrte. Aber es stieg aus der durch Narzissens Anblick beschworenen Tiefe der Jugenderinnerung eine Mahnung in ihm auf. Einmal als Knabe hatte er vor diesem schönen, strengen Antlitz vor diesen dunklen, allwissenden Augen geweint und sich gehen lassen. Er durfte das nicht wieder tun. Da erschien nun wie ein Gespenst im wunderlichsten Augenblick seines Lebens dieser Narziss wieder, wahrscheinlich um ihm das Leben zu retten. Und nun sollte er wieder vor ihm in Schluchzen ausbrechen oder in Ohnmacht fallen? Nein, nein, nein. Er hielt sich. Er bändigte sein Herz. Er zwang seinen Magen. Er jagte den Schwindel aus seinem Kopf. Er durfte jetzt keine Schwäche zeigen. Mit künstlich beherrschter Stimme gelang es ihm zu sagen Du mußt mir erlauben, dich noch immer Narzisst zu nennen. Nenne mich so lieber. Und willst du mir nicht die Hand geben? Wieder zwang sich Goldmund. Mit einem knabentrotzigen und leicht spöttischen Ton, ganz wie manchmal in den Schülerzeiten, brachte er seine Antwort heraus. Entschuldige Narzis, sagte er kühl und ein wenig blasiert, ich sehe, du bist abt geworden. Ich aber bin noch immer ein Landstreicher, und außerdem wird unsere Unterhaltung, so erwünscht sie mir ist, leider nicht lange dauern dürfen, denn schau Narziß, ich bin zum Galgen verurteilt, und in einer Stunde oder früher werde ich wohl gehängt sein. Ich sage es nur, um dir die Situation klarzumachen. Narzis verzog keine Miene. Das bisschen Knaben und Renommistentumen des Freundes Haltung machte ihm großen Spaß und rührte ihn zugleich. Den Stolz aber, der dahinter stand und der es Goldmund verbot, ihm weinend an die Brust zu sinken, den verstand und billigte er zu innerst. Wahrlich, auch er hatte sich das Wiedersehen anders vorgestellt. Aber er war mit dieser kleinen Komödie innig einverstanden. Mit nichts hätte Goldmund sich rascher wieder in sein Herz schmeicheln können. Nun ja, sagte er und spielte ebenfalls den gleichmütigen Übrigens kann ich dich wegen des Galgens beruhigen, du bist begnadigt. Ich habe Auftrag, dir das mitzuteilen und dich mitzunehmen, denn hier in der Stadt darfst du nicht bleiben. Wir werden also Zeit genug haben, einander dies und jenes zu erzählen. Aber wie ist es nun? Willst du mir jetzt die Hand geben? Sie gaben sich die Hände und hielten sie lange fest und drückten sie und fühlten sich tief bewegt. In ihren Worten aber dauerte die Sprödigkeit und Komödie noch eine ganze Weile an. Gut, Narzis, so werden wir also dieses wenig ehrbare Obdach verlassen, und ich werde mich deinem Gefolge anschließen. Reist du nach Maria Braun zurück? Ja? Sehr schön. Und wie? Zu Pferde. Ausgezeichnet. Es wird sich also darum handeln, auch für mich ein Pferd zu bekommen. Wir werden es bekommen, Amike. Und werden schon in zwei Stunden reisen. Über alles andere sprechen wir später. Du kannst mir einmal beichten, wenn du magst. Oder du kannst mir sonst von deinem Leben erzählen, auch ich habe dir dies und das zu erzählen. Ich freue mich darauf. Wollen wir gehen? Noch einen Augenblick, Narzis. Etwas ist mir eingefallen, nämlich, dass ich dich doch schon einmal Johannes genannt habe. Ich verstehe dich nicht. Nein, natürlich nicht. Du weißt ja noch nichts. Es ist schon vor manchen Jahren gewesen, da habe ich dir einmal den Namen Johannes gegeben. Und er wird dir für immer bleiben. Ich bin nämlich früher ein Bildhauer und Figurenschnitzer gewesen, und ich denke es wieder zu werden. Und die beste Figur, die ich damals gemacht habe, ein Jüngling aus Holz in natürlicher Größe, die ist dein Bildnis, aber sie heißt nicht Narzis, sondern Johannes. Es ist ein jünger Johannes unter dem Kreuz. Er stand auf und ging gegen die Tür. Du hast also noch an mich gedacht? fragte Narzis leise. Ebenso leise gab Goldmund Antwort: O oh ja, Narziß, ich habe an dich gedacht. Immer. Immer. Heftig stieß er das schwere Tor auf, der fahle Morgen blickte herein. Sie sprachen nichts mehr. Narziß nahm ihn mit sich in sein Gastzimmer. Ein junger Mönch, sein Begleiter, war dort damit beschäftigt, das Reisegepäck fertig zu machen. Als sie aufstiegen, sagte Goldmund Ich habe noch eine Bitte. Lass uns den Weg über den Fischmarkt nehmen. Ich habe dort noch etwas zu besorgen. Sie ritten ab, und Goldmund blickte zu allen Fenstern des Schlosses hinan, ob vielleicht Agnes in einem zu sehen sei. Er bekam sie nicht mehr zu sehen. Sie ritten über den Fischmarkt. Marie war sehr in Sorge um ihn gewesen. Er nahm von ihr und ihren Eltern Abschied, dankte ihnen tausendmal, versprach einmal wiederzukommen und ritt weg. Unter der Haustür blieb Marie stehen, bis die Reiter verschwunden waren. Sie ritten zu vieren, narziß Goldmund, der junge Mönch und ein bewaffneter Reitknecht. »Kannst du dich noch an mein Rösschen Blässer erinnern?« fragte Goldmund, das in eurem Klosterstall stand. »Gewiß, das findest du nicht mehr.« »Und hast es wohl auch nicht erwartet. Es ist wohl sieben oder acht Jahre her, seit wir es abtun mussten.« »Dass du dich dessen erinnerst?« »Oh ja, ich erinnere mich.« Goldmund war nicht traurig über bläßleins Tod. Er war froh darüber, dass Narziss so gut um Bläß Bescheid wusste, er, der sich nie um Tiere gekümmert und sicher niemals ein anderes Klosterpferd beim Namen gekannt hatte. Sehr froh war er darüber. Du wirst mich auslachen, fing er wieder an, dass das erste Wesen in eurem Kloster, nachdem ich fragte, das arme Pferdchen war. Das war nicht hübsch von mir. Eigentlich hatte ich nach ganz anderem fragen wollen, vor allem nach unserem Abt Daniel aber ich konnte mir ja denken daß er gestorben ist du bist ja sein nachfolger und von lauter todesfällen zu sprechen das wollte ich fürs erste vermeiden ich bin auf den tod zur zeit nicht gut zu sprechen wegen dieser vergangenen nacht und auch wegen der pest von der ich allzu viel gesehen habe und nun sind wir schon dabei und einmal muß es ja doch sein sage mir wann und wie ab daniel gestorben ist ich habe ihn sehr verehrt und sage mir auch ob die anderen patres noch am leben sind ich bin auf alles schlimme gefasst aber da wenigstens dich die Pest verschont hat, bin ich zufrieden. Zwar habe ich nie gedacht, du könntest gestorben sein. Ich habe fest an unser Wiedersehen geglaubt. Aber der Glaube kann täuschen. Das habe ich leider erfahren. Es ist rasch berichtet, sagte Nazis. Abt Daniel ist schon vor acht Jahren gestorben. Ohne Krankheit und Schmerzen. Ich bin nicht sein Nachfolger. Ich bin erst seit einem Jahr Abt. Sein Nachfolger wurde Pater Martin, einst unser Schulvorsteher. Er starb im vergangenen Jahr nicht ganz siebzig Jahre alt. Ja, und die Pest war auch bei uns. Es sind viele gestorben. Sprechen wir nicht davon. Hast du noch mehr zu fragen? Gewiß sehr viel. Vor allem, wie kommst du hierher in die Bischofsstadt und zum Statthalter? Das ist eine lange Geschichte und sie wäre dir langweilig. Es handelt sich um Politik der graf ist ein günstling des kaisers und in manchen fragen sein bevollmächtigter und es ist zur zeit zwischen dem kaiser und unserem orden mancherlei zu schlichten der orden hat mich einer abordnung zugewiesen die mit dem grafen zu verhandeln hatte der erfolg war gering er schwieg und goldmund fragte nicht weiter er brauchte ja auch nicht zu erfahren daß gestern abend als narziss beim grafen um goldmunds leben bat dies leben mit einigen konzessionen an den harten grafen hatte bezahlt werden müssen Sie ritten. Goldmund fühlte sich bald müde und hielt sich mit Mühe im Sattel. Nach einer langen Weile fragte Narzis: Ist es denn wahr, daß du wegen Diebstahls festgenommen warst? Der Graf behauptete, du hättest dich ins Schloß und in die inneren Gemächer geschlichen und hättest dort gestohlen. Goldmund lachte: Nun, es hatte wirklich den Anschein, als sei ich ein Dieb. Ich hatte aber mit des Grafen Geliebten eine Zusammenkunft. Ohne Zweifel hat er das auch gewußt. Es wundert mich sehr, dass er mich doch laufen ließ. Nun, er ließ mit sich reden. Goldmund begann das Reisen zu Pferde sehr zu genießen. Wie lange war er nicht mehr geritten? Er lebte auf. Er wurde jung und lebhaft. Er ritt manche Strecke mit dem Reitknecht um die Wette und bestürmte in Stunden der Mitteilsamkeit seinen Freund Narziß mit hundert ungeduldigen Fragen. Gelassen und doch freudig ging Narziß darauf ein. Er war wieder von Goldmund bezaubert. Er liebte seine so heftigen, so kindlichen Fragen, die so voll unbegrenzten Vertrauens zu des Freundes Geist und Klugheit waren. Eine Frage, Nazis, habt ihr auch einmal Juden verbrannt? Juden verbrannt, wie sollten wir? Es gibt ja bei uns keine Juden. Richtig aber sage Wärest du imstande, Juden zu verbrennen? Kannst du dir den Fall als möglich denken? Nein, warum sollte ich es tun? Hältst du mich für einen Fanatiker? Versteh mich, Nazis. Ich meine, kannst du dir denken, dass du in irgendeinem Fall den Befehl zum Umbringen von Juden geben würdest oder doch deine Einwilligung dazu? Es haben ja so viele Herzöge, Bürgermeister, Bischöfe und andere Obrigkeiten solche Befehle gegeben. Ich würde einen Befehl dieser Art nicht geben. Dagegen ist der Fall wohl denkbar, dass ich eine solche Grausamkeit mit ansehen und dulden müsste. Du würdest es also dulden. Gewiß, wenn mir nicht die Macht gegeben wäre, es zu verhindern. Du hast wohl einmal eine Judenverbrennung gesehen, Goldmund. Ach ja. Nun, und hast du sie verhindert? Nein. Siehst du. Goldmund erzählte ausführlich die Geschichte Rebekkas. Er wurde dabei warm und leidenschaftlich. Und nun Schloss er heftig? Was ist das für eine Welt, in der wir da leben müssen? Ist es nicht eine Hölle? Ist es nicht empörend und scheußlich? Gewiss. Die Welt ist nicht anders. So, rief Goldmund böse. Und wie oft hast du mir früher behauptet, die Welt sei göttlich? Sie sei eine große Harmonie von Kreisen, in deren Mitte der Schöpfer thront, und das Existierende sei gut und so weiter. Du sagtest, es stehe im Aristoteles oder beim Heiligen Thomas. Ich bin begierig, deine Erklärung des Widerspruchs zu hören. Narzis lachte. Dein Gedächtnis ist erstaunlich und doch hat es dich ein wenig getäuscht. Ich habe den Schöpfer stets als vollkommen verehrt, aber niemals die Schöpfung. Ich habe das Übel in der Welt nie geleugnet. Dass das Leben auf Erden harmonisch und gerecht und dass der Mensch gut sei, dies, mein Lieber, hat noch nie ein echter Denker behauptet. Dass vielmehr das Dichten und Trachten des Menschenherzens übel sei, steht ausdrücklich in der Heiligen Schrift. Und wir sehen es jeden Tag bestätigt. Sehr gut. Ich sehe nun endlich, wie ihr Gelehrte das meint. Also der Mensch ist böse und das Leben auf Erden ist voll Gemeinheit und Schweinerei, das gibt ihr zu. Aber dahinter irgendwo, in euren Gedanken und Lehrbüchern, gibt es Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Sie sind vorhanden, man kann sie beweisen, nur aber macht man keinen Gebrauch davon. Du hast viel Groll gegen uns Theologen angesammelt, lieber Freund aber du bist noch immer kein Denker geworden, du wirfst alles durcheinander. Du wirst einiges hinzulernen müssen. Aber warum denn sagst du, wir machten von der Idee der Gerechtigkeit keinen Gebrauch? Jeden Tag und jede Stunde tun wir es. Ich zum Beispiel bin Abt und habe ein Kloster zu leiten. Und in diesem Kloster geht es ebenso wenig vollkommen und sündlos zu wie in der Welt draußen. Dennoch setzen wir der Erbsünde beständig und immer wieder die Idee der Gerechtigkeit entgegen und suchen, unser unvollkommenes Leben an ihr zu messen, und suchen, das Böse zu korrigieren und unser Leben in beständige Beziehung zu Gott zu setzen. Ach ja, Nazis, ich meine ja nicht dich, und dass du etwa kein guter Abt seiest, aber es will mir scheinen, unsere Mütter hätten uns in eine hoffnungslos grausame und teuflische Welt hineingeboren und es wäre besser sie hätten es nicht getan und gott hätte diese schreckliche welt nicht erschaffen und der heiland hätte sich nicht unnütz für sie ans kreuz schlagen lassen freundlich nickte narzis dem freunde zu du hast ganz recht sagte er warm sprich es nur aus sage mir alles aber in einem täuschst du dich sehr du hältst das was du da sprichst für gedanken es sind aber gefühle es sind die Gefühle eines Menschen, die ihm das Grauen des Daseins zu schaffen macht. Nun vergiss aber nicht, dass diesen traurigen und verzweifelten Gefühlen ganz andere gegenüberstehen. Wenn du dich auf deinem Ross wohlfühlst und durch eine schöne Gegend reitest, oder wenn du, leichtsinnig genug, dich am Abend ins Schloss einschleichst, um der Geliebten des Grafen den Hof zu machen, dann sieht die Welt für dich ganz anders aus, und alle Pesthäuser und alle verbrannten Juden können dich durchaus nicht hindern, deine Lust zu suchen, ist es nicht so? es ist so weil die welt so voll von tod und grauen ist darum suche ich immer wieder mein herz zu trösten und die schönen blumen zu pflücken die es inmitten dieser hölle gibt ich finde lust und ich vergesse für eine stunde das grauen darum ist es nicht minder da du hast es sehr gut formuliert also du findest dich in der welt von tod und grauen umgeben und daraus entfliehst du in die lust aber die Lust ist ohne Dauer, sie entlässt dich wieder in die Wüste. Ja, so ist es. Es geht den meisten Menschen so, nur empfinden es wenige mit solcher Stärke und Heftigkeit wie du. Und wenige haben das Bedürfnis dieser Empfindungen bewusst zu werden. Aber sage doch, außer diesem verzweifelten Hin und Her zwischen Lust und Grauen, außer dieser Schaukel zwischen Lebenslust und Todesgefühl, hast du nicht außerdem noch irgendeinen Weg probiert? Oh ja, natürlich. Ich habe es mit der Kunst probiert. Ich sagte dir ja schon, dass ich unter anderem auch Künstler geworden bin. Eines Tages, ich war vielleicht drei Jahre in der Welt draußen und beinahe die ganze Zeit auf Wanderschaft gewesen, fand ich in einer Klosterkirche eine hölzerne Mutter Gottes stehen. Die war so schön und ihr Anblick ergriff mich so sehr, dass ich nach dem Meister fragte und suchte, der sie gemacht hätte. Ich fand ihn. Es war ein berühmter Meister, ich wurde sein Schüler und habe einige Jahre bei ihm gearbeitet. Du wirst mir davon später noch mehr erzählen, aber was war es denn, was die Kunst dir gebracht und bedeutet hat? Es war die Überwindung der Vergänglichkeit. Ich sah, dass aus dem Narrenspiel und Totentanz des Menschenlebens etwas übrig blieb und überdauerte die Kunstwerke. Auch sie vergehen ja wohl irgendeinmal, sie verbrennen oder verderben oder werden wieder zerschlagen, aber immerhin überdauern sie manches Menschenleben und bilden jenseits des Augenblicks ein stilles Reich der Bilder und Heiligtümer. Daran mitzuarbeiten scheint mir gut und tröstlich, denn es ist beinahe ein Verewigen des Vergänglichen. Das gefällt mir sehr, Goldmund. Ich hoffe, du werdest noch viele schöne Werke machen. Mein Vertrauen auf deine Kraft ist groß. Und ich hoffe, du werdest in Maria Bronn lange Zeit mein Gast sein und mir erlauben, dir eine Werkstatt einzurichten. Unser Kloster hat seit langem keinen Künstler mehr gehabt. Aber ich glaube, du hast das Wunderbare der Kunst mit deiner Definition noch nicht erschöpft. Ich glaube, die Kunst besteht nicht bloß darin, dass durch Stein, Holz und Farben etwas Vorhandenes, aber Sterbliches dem Tod entrissen und zu längerer Dauer gebracht wird. Ich habe manches Kunstwerk gesehen, manchen Heiligen und manche Madonna, von denen ich nicht glaube, dass sie bloß treue Abbilder irgendeines einzelnen Menschen sind, der einmal gelebt hat und dessen Formen oder Farben der Künstler aufbewahrt hat. Da hast du recht, rief Goldmund eifrig. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass du über die Kunst so gut Bescheid wüsstest. Das Urbild eines guten Kunstwerks ist nicht eine wirkliche lebende Gestalt, obwohl sie der Anlass dazu sein kann. Das Urbild ist nicht Fleisch und Blut. Es ist geistig. Es ist ein Bild, das in der Seele des Künstlers seine Heimat hat, auch in mir, Nazis, sind solche Bilder lebendig, die ich einmal darzustellen und dir zu zeigen hoffe. Wie schön. Und jetzt, mein Lieber, hast du dich, ohne es zu wissen, mitten in die Philosophie begeben und hast eines ihrer Geheimnisse ausgesprochen. Du machst dich über mich lustig. Oh nein. Du hast von den Urbildern gesprochen, von Bildern also, die nirgends vorhanden sind als im schöpferischen Geist die aber in der Materie verwirklicht und sichtbar gemacht werden können. Lange ehe eine Kunstgestalt sichtbar wird und Wirklichkeit gewinnt, ist sie schon vorhanden als Bild in der Seele des Künstlers. Dieses Bild nun, dies Urbild, ist aufs Haar genau das, was die alten Philosophen eine Idee nennen. Ja, das klingt ganz glaubhaft. Nun, und indem du dich zu Ideen bekennst und zu Urbildern, begibst du dich in die geistige Welt, in unsere Philosophen- und Theologenwelt und gibst zu, dass mitten in dem verwirrten und schmerzlichen Schlachtfeld des Lebens, mitten in diesem endlosen und sinnlosen Totentanz des leiblichen Daseins der schöpferische Geist vorhanden ist. Dieser Geist ist bei dir nicht der eines Denkers, er ist der eines Künstlers, aber er ist Geist. Und er ist es, der dir den Weg zeigen wird aus dem trüben Wirrwarr der Sinnenwelt, aus dem ewigen Schaukeln zwischen Lust und Verzweiflung. In dieser Stunde schien es Goldmund, als habe sein Leben einen Sinn gewonnen, als übersähe er es wie von oben, sähe deutlich seine drei großen Stufen die Abhängigkeit von Narziss und ihre Lösung, die Zeit der Freiheit und des Wanderns und die Rückkehr, die Einkehr, den Beginn der Reife und Ernte. Aber dann kamen ihm auch Bedenken Narziss warnte er. Ich fürchte, du weißt nicht, wen du da eigentlich mit in dein Kloster bringst. Ich bin kein Mönch und will auch keiner werden. Ich kenne ja die drei großen Gelübde und mit der Armut bin ich kein Einverstanden, aber ich liebe weder die Keuschheit noch den Gehorsam. Diese Tugenden scheinen mir auch nicht so recht männlich zu sein. Und von Frömmigkeit ist bei mir gar nichts mehr übrig geblieben. Ich habe seit Jahren nicht gebeichtet, noch gebetet, noch kommuniziert. Narzis blieb gelassen. Du scheinst ein Heide geworden zu sein. Aber davor haben wir keine Angst. Auf deine vielen Sünden brauchst du nicht weiter stolz zu sein. Du hast das übliche Weltleben geführt. Du hast wie der verlorene Sohn die Säue gehütet. Du weißt nicht mehr, was Gesetz und Ordnung ist. Gewiß würde ein sehr schlechter Mönch aus dir werden. Aber ich lade dich ja gar nicht dazu ein, in den Orden zu treten. Ich lade dich bloß ein, unser Gast zu sein und dir bei uns eine Werkstatt einzurichten. Und noch eines. Vergiss nicht, dass damals in unseren Jünglingsjahren ich es gewesen bin, der dich aufgeweckt hat und ins Weltleben hinaus hat ziehen lassen. Es mag aus dir Gutes oder Schlechtes geworden sein, nächst dir selbst trage dafür ich die Verantwortung. Ich will sehen, was aus dir geworden ist. Du wirst es mir zeigen, in Worten, im Leben, in deinen Werken. Wenn du es gezeigt haben wirst, und wenn ich dann etwa finden sollte, dass unser Haus keine Stätte für dich ist, so werde ich der Erste sein, der dich bitten wird, es wieder zu verlassen. Sie ritten durch den kühlen Spätherbst und näherten sich langsam ihrem Ziel Maria Bronn. Unter dem welschen Kastanienbaum stiegen sie von den Pferden. Zärtlich berührte Goldmund den Stamm und bückte sich nach einer der zersprungenen stacheligen Fruchtschalen, die braun und verwelkt am Boden lagen. Mit einem so heftigen Zauber, daß er selbst sich manchmal darüber verwunderte, ergriff ihn das Wiedersehen. Niemand hier kannte ihn außer dem Abt. Niemand wußte, wer er sei. Die Menschen hier, Brüder sowohl wie Laien, lebten in einer festen Ordnung und waren beschäftigt. Sie ließen ihn in Ruhe. Aber es kannten ihn die Bäume des Hofes. Es kannten ihn die Portale und Fenster, die Mühle und das Wasserrad, die Fliesen der Gänge, die welken Rosenbüsche im Kreuzgang, die Storchennester auf Kornhaus und Refektorium. Es duftete aus jeder Ecke seine Vergangenheit. Aber außer diesem wohlbekannten Kloster fand er auch ein beinahe Unbekanntes wieder. Schon in den ersten Tagen stach es ihm in die Augen, wurde ihm immer wichtiger und verband sich mit dem wohlbekannten nur langsam. Denn war auch hier nichts Neues hinzugekommen, stand auch alles gleich, wie es in seiner Schülerzeit und vorher hundert und mehr Jahre gestanden war, so sah er es doch nicht mit den Augen des Schülers, er sah und fühlte die Maße dieser Bauten, die Gewölbe der Kirche, die alten Malereien, die steinernen und hölzernen Figuren auf den Altären, in den Portalen, und obwohl er nichts sah, was nicht auch damals schon an seinem Ort gewesen wäre, sah er doch jetzt erst die Schönheit dieser Dinge und den Geist, der sie geschaffen hatte. Er sah die alte steinerne Mutter Gottes in der obern Kapelle, auch als Knabe schon hatte er sie gern gehabt und hatte sie abgezeichnet, aber erst jetzt sah er sie mit wachen Augen und sah, dass sie ein Wunderwerk war, das er auch mit der besten und geglücktesten Arbeit niemals übertreffen konnte. Und solche wunderbare Dinge gab es viele. Und jedes stand nicht für sich und war ein Zufall, sondern jedes stammte aus demselben Geist und stand zwischen den alten Mauern, Säulen und Gewölben als in seiner natürlichen Heimat. Was hier in ein paar hundert Jahren gebaut, gemeißelt, gemalt, gelebt, gedacht und gelehrt worden war das war eines stammes eines geistes und passte zusammen wie die äste eines baumes zusammenpassen inmitten dieser welt nun dieser stillen mächtigen einheit fühlte goldmund sich sehr klein und nie fühlte er sich kleiner als wenn er den abt johannes seinen freund narziß in dieser gewaltigen und doch still freundlichen ordnung walten und regieren sah bald wagte er kaum mehr in du und Narzisst zu nennen. Höre, Abt Johannes, sagte er einmal zu ihm. Allmählich werde ich mich doch wohl an deinen neuen Namen gewöhnen müssen. Ich muß dir sagen, daß es mir bei euch sehr wohl gefällt. Beinahe hätte ich Lust, dir eine Generalbeichte abzulegen und nach getaner Buße um die Aufnahme als Laienbruder zu bitten, aber sieh, dann würde unsere Freundschaft zu Ende sein. Du wärest der Abt und ich der Laienbruder. Aber so neben dir hinzuleben und deine Arbeit zu sehen und selber nichts zu sein und zu leisten, das ertrage ich nicht länger. Auch ich möchte gern arbeiten und dir zeigen, was ich bin und kann, damit du sehen kannst, ob es sich gelohnt hat, mich vom Galgen loszubitten. Ich freue mich darüber, sagte Narziß und sprach seine Worte noch präziser und formulierter als sonst. Du kannst zu jeder Stunde beginnen, dir deine Werkstatt einzurichten. Sofort werde ich den Schmied und den Zimmermann anweisen, zu deiner Verfügung zu sein. Was an Arbeitsmaterial hier am Ort aufzutreiben ist, darüber verfüge. Erinnere dich daran, wie ich dir schon in unseren Schülerzeiten manchmal sagte, dass ich dich für einen Künstler halte. Damals schien mir, es könnte ein Dichter aus dir werden. Du hattest beim Lesen und Schreiben eine gewisse Abneigung gegen das begriffliche und abstrakte. Und liebtest in der Sprache die Worte und Klänge besonders, denen sinnlich dichterische Qualitäten eigen waren, also die Worte, bei welchen man sich etwas vorstellen kann. Goldmund unterbrach Verzeih, aber sind Begriffe und Abstraktionen, die du bevorzugst, nicht doch auch Vorstellungen, Bilder? Oder brauchst und liebst du wirklich zum Denken die Worte, bei welchen man sich nichts vorstellen kann? Kann man denn denken, ohne sich etwas dabei vorzustellen? Gut, dass du fragst. Aber gewiss kann man ohne Vorstellungen denken. Das Denken hat mit Vorstellungen nicht das Mindeste zu tun. Es vollzieht sich nicht in Bildern, sondern in Begriffen und Formeln. Genau dort, wo die Bilder aufhören, fängt die Philosophie an. Wärest du, statt damals in die Welt zu laufen, ein Denker geworden, so hättest du Unheil anrichten können. Du wärest nämlich ein Mystiker geworden. Die Mystiker sind kurz und etwas grob gesagt, Jene Denker, welche nicht von den Vorstellungen loskommen können, also überhaupt keine Denker sind. Sie sind heimliche Künstler. Poeten ohne Verse. Maler ohne Pinsel. Musiker ohne Töne. Es sind höchst begabte und edle Geister unter ihnen. Aber sie sind alle ohne Ausnahme unglückliche Menschen. So einer hättest auch du werden können. Stattdessen bist du Gott sei Dank ein Künstler geworden und hast dich der Bilderwelt bemächtigt wo du ein Schöpfer und Herr sein kannst, statt als Denker im Unzulänglichen stecken zu bleiben. Ich fürchte, sagte Goldmund, es wird mir nie gelingen, mir von deiner Denkwelt, wo man ohne Vorstellungen denkt, einen Begriff zu machen. O oh doch, sofort wird dir das gelingen. Höre zu. Der Denker versucht das Wesen der Welt durch die Logik zu erkennen und darzustellen. Er weiß, dass unser Verstand und sein Werkzeug die Logik unvollkommene Instrumente sind. Ebenso wie ein kluger Künstler recht wohl weiß, dass sein Pinsel oder Meißel niemals vollkommen das strahlende Wesen eines Engels oder Heiligen wird ausdrücken können. Dennoch versuchen es beide, der Denker wie der Künstler, auf ihre Weise. Sie können und dürfen nicht anders. Denn indem ein Mensch mit den ihm von Natur gegebenen Gaben sich zu verwirklichen sucht, tut er das höchste und einzig Sinnvolle, was er kann. Darum sagte ich früher so oft zu dir Versuche nicht den Denker oder den Asketen nachzuahmen, sondern sei du selbst, suche dich selbst zu verwirklichen. Ich verstehe dich so halb und halb. Aber was heißt das eigentlich sich verwirklichen? Es ist ein philosophischer Begriff, ich kann es nicht anders ausdrücken. Für uns Schüler des Aristoteles und des heiligen Thomas ist der höchste aller Begriffe, das vollkommene Sein. Das vollkommene Sein ist Gott. Alles andere, was ist, ist nur halb, ist teilweise. Es ist werdend, ist gemischt, besteht aus Möglichkeiten. Gott aber ist nicht gemischt, er ist eins, er hat keine Möglichkeiten, sondern ist ganz und gar Wirklichkeit. Wir aber sind vergänglich, wir sind werdend, wir sind Möglichkeiten. Es gibt für uns keine Vollkommenheit, kein völliges Sein dort aber wo wir von der potenz zur tat von der möglichkeit zur verwirklichung schreiten haben wir teil am wahren sein werden dem vollkommenen und göttlichen um einen grad ähnlicher das heißt sich verwirklichen du musst ja diesen vorgang aus eigener erfahrung kennen du bist der ja künstler und hast manche figuren gemacht wenn dir nun eine solche figur wirklich geglückt ist wenn du das bildnis eines menschen von zufälligkeiten befreit und auf eine reine form gebracht hast dann hast du als Künstler dies Menschenbild verwirklicht. Ich habe verstanden. Du siehst mich, Freund Goldmund, an einem Ort und in einem Amte, wo es meiner Natur einigermaßen leicht gemacht wird, sich zu verwirklichen. Du siehst mich in einer Gemeinschaft und Überlieferung leben, die mir entspricht und mir hilft. Ich habe also hier in unserem Hause es viel leichter gehabt, mich zu verwirklichen, als du es gehabt hast. Dass du trotzdem einen Weg gefunden hast und Künstler geworden bist, das bewundere ich sehr. Denn du hast es ja so viel schwerer gehabt. Goldmund errötete vor Verlegenheit über das Lob und auch vor Freude. Um abzulenken unterbrach er den Freund. Das meiste von dem, was du mir sagen wolltest, habe ich verstehen können. Eines aber will mir noch immer nicht in den Kopf das, was du das reine Denken nennst, also dein sogenanntes Denken ohne Bilder und das Operieren mit Worten, bei denen man sich nichts vorstellen kann. Nun, an einem Beispiel kannst du es dir klar machen. Denke doch an die Mathematik. Was für Vorstellungen enthalten die Zahlen? Oder die Zeichen plus und minus? Was für Bilder enthält eine Gleichung? Gar keine. Wenn du eine arithmetische oder algebraische Aufgabe löst, so hilft dir keine Vorstellung dabei, sondern du vollziehst innerhalb gelernter Denkformen eine formale Aufgabe. So ist es, Narzis. Wenn du mir eine Reihe von Zahlen und Zeichen hinschreibst, so kann ich mich ohne alle Vorstellungen durch sie hindurcharbeiten, kann mich von dem Plus und Minus, den Quadraten, den Einklammerungen und so weiter leiten lassen und kann die Aufgabe lösen. Das heißt, ich konnte es einst. Heute könnte ich es längst nicht mehr. Aber ich kann mir nicht denken, dass das Vollziehen solcher formaler Aufgaben einen anderen Wert habe als den einer Verstandesübung für Schüler. Rechnen lernen ist ja ganz gut. Aber ich fände es sinnlos und kindisch, wenn ein Mensch sein Leben lang über solchen Rechenaufgaben sitzen und ewig sein Papier mit Zahlenreihen bedecken würde. Du täuschst dich, Goldmund. Du nimmst eben an, daß dieser fleißige Rechner immer neue Schulaufgaben löse, die ein Lehrer ihm stellt. Er kann sich die Fragen aber auch selbst stellen. Sie können als zwingende Gewalten in ihm entstehen. Man muß manchen wirklichen und manchen fiktiven Raum mathematisch berechnet und gemessen haben, ehe man als Denker an das Problem des Raumes sich wagen kann. Nun ja. Aber das Problem des Raumes als reines Denkproblem scheint mir auch in der Tat nicht der Gegenstand zu sein, an den ein Mann seine Arbeit und seine Jahre verschwenden sollte. Das Wort Raum ist für mich nichts und keines Gedankens wert, solange ich mir nicht einen wirklichen Raum dabei vorstelle, etwa den Sternenraum. Den zu betrachten und auszumessen scheint mir allerdings keine unwürdige Aufgabe. Lächelnd fiel Narzis ein. Du willst eigentlich sagen, dass du vom Denken nichts hältst, wohl aber von der Anwendung des Denkens auf die praktische und sichtbare Welt. Ich kann dir antworten, an Gelegenheiten zur Anwendung unseres Denkens und am Willen dazu fehlt es uns keineswegs. Also lass mich ruhig denken und beurteile mein Denken nach seinen Auswirkungen, ebenso wie ich deine Künstlerschaft nach deinen Werken beurteilen werde. Du bist jetzt unruhig und gereizt, weil zwischen dir und deinen Werken noch Hindernisse liegen. Räume sie weg, suche oder baue dir eine Werkstatt und gehe auf deine Werke los. Viele Fragen werden sich dabei von selber lösen. Goldmund wünschte sich nichts Besseres. Er fand einen Raum neben dem Hoftor, der zur Zeit leer stand und sich zur Werkstatt eignete. Er gab dem Zimmermann einen Zeichentisch und anderes Gerät in Auftrag, das er ihm genau aufzeichnete. Er stellte eine Liste der Gegenstände auf, die ihm von den Klosterfuhrleuten nach und nach aus den nächsten Städten mitgebracht werden sollten, eine lange Liste. Er schaute sich beim Zimmermann und im Walde alle Vorräte von geschlagenem Holze an, Wählte viele Stücke für sich aus und ließ eins ums andere in den Grasgarten hinter seiner Werkstatt schaffen, wo er sie trocken lagerte und mit eigenen Händen ein Schutzdach darüber zimmerte. Im Refektorium der Patres gab es eine erhöhte Nische, in der während der Mahlzeiten stets ein junger Bruder die Legende vorlas. Diese Nische war ohne Schmuck. Goldmund beschloss, den Aufgang zum Lesepult und dieses selbst mit einer hölzernen Schmuckverkleidung zu versehen, der einer Kanzel ähnlich, mit halb erhabenen und einigen beinahe freistehenden Figuren. Er teilte den Plan dem Abte mit, der ihn lobte und willkommen hieß. Als nun endlich die Arbeit beginnen konnte, stieß er auf große Schwierigkeiten, auf größere, als er gedacht hatte. Sie machten ihm Sorgen, aber es waren süße Sorgen. Er warb um das Werk entzückt und verzweifelt wie um eine spröde Frau. Er kämpfte mit ihm erbittert und zart wie ein Angler mit einem großen Hecht kämpft. Jeder Widerstand belehrte ihn und machte ihn feinfühliger. Er vergaß alles andere. Er vergaß das Kloster, vergaß beinahe Narziss. Dieser fand sich einige Male ein, bekam aber nichts zu sehen als Zeichnungen. Dafür überraschte ihn eines Tages Goldmund mit der Bitte, ihm Beichte zu hören. Ich konnte mich bisher nicht dazu bringen, gestand er. Ich kam mir zu gering vor, ich fühlte mich vor dir schon gerade genug gedemütigt. Jetzt ist mir wohler, ich habe jetzt meine Arbeit und bin kein Nichts mehr. Und da ich nun schon einmal in einem Kloster mitlebe, möchte ich mich der Ordnung fügen. Er fühlte sich der Stunde jetzt gewachsen und wollte nicht länger damit warten. Und in dem beschaulichen Leben der ersten Wochen, in der Hingabe an all das Wiedersehen war der Rückblick auf sein Leben, in eine gewisse Ordnung und Klarheit gerückt. Narziß empfing ihn ohne Feierlichkeit zur Beichte. Sie dauerte gegen zwei Stunden. Mit unbewegtem Gesicht hörte der Abt die Abenteuer, Leiden und Sünden seines Freundes an, stellte manche Fragen, unterbrach nie und hörte auch jenen Teil der Beichte gleichgültig an, in dem Goldmund das Hinschwinden seines Glaubens an Gottes Gerechtigkeit und Güte bekannte. Er war ergriffen von manchen Bekenntnissen des Beichtenden. Er sah, wie viel er geschüttelt und erschreckt worden war und wie nah er zuweilen am Untergang gewesen war. Dann wieder mußte er lächeln und war gerührt von des Freundes unschuldig gebliebener Kindlichkeit, denn er fand ihn besorgt und reuig wegen unfrommer Gedanken, die im Vergleich mit seinen eigenen Zweifeln und Denkabgründen harmlos waren. Zu Goldmunds Verwunderung, ja Enttäuschung, nahm der Beichtvater seine eigentlichen Sünden nicht allzu schwer mahnte und strafte ihn aber ohne Schonung wegen seiner Vernachlässigung des Betens, Beichtens und Kommunizierens. Er legte ihm die Buße auf, vor dem Empfang der Kommunion vier Wochen mäßig und keusch zu leben, jeden Morgen die erste Frühmesse zu hören und jeden Abend drei Vater Unser und einen Marienhymnus zu sprechen. Nachher sagte er zu ihm Ich ermahne und bitte dich, diese Buße nicht leicht zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du den Text der Messe noch genau kennst. Du sollst ihn Wort für Wort verfolgen und dich seinem Sinn hingeben. Das Vater Unser und einige Hymnen werde ich noch heute selbst mit dir sprechen und dir Anweisungen geben, auf welche Worte und Bedeutsamkeiten du ganz besonders deine Aufmerksamkeit zu richten hast. Du sollst die heiligen Worte nicht sprechen und anhören, wie man Menschenworte spricht und anhört. So oft du dich darauf ertappst, dass du die Worte nur herunterleierst, und das wird öfter geschehen, als du glaubst, dann sollst du dich an diese stunde und an meine ermahnung erinnern sollst von vorn beginnen und die worte so sprechen und so in dein herz einlassen wie ich es dir zeigen werde ob es nun ein schöner zufall war oder ob des abtes seelenkunde so weit reichte es ergab sich aus dieser beichte und buße für goldmund eine zeit der erfülltheit und des friedens die ihn tief beglückte inmitten seiner anspannungen sorgen und befriedigungen reichen arbeit fand er sich jeden Morgen und Abend durch die leichten, aber mit Gewissenhaftigkeit begangenen geistlichen Übungen von den Erregungen des Tages erlöst und mit seinem ganzen Wesen zurückbezogen auf eine höhere Ordnung. Während der Arbeit oft vor Wut und Ungeduld rauchend oder bis zur Wollust verzückt, tauchte er in den frommen Übungen wie in einem tiefen, kühlen Wasser unter, das den Hochmut der Begeisterung ebenso wie den Hochmut der Verzweiflung von ihm abwusch es gelang nicht immer manchmal fand er am abend nach glühenden arbeitsstunden die ruhe und sammlung nicht einige male vergaß er die übungen und mehrmals wenn er sich um die versenkung mühte hinderte und quälte ihn der gedanke daß das gebet sprechen am ende eine kindische bemühung um einen gott sei den es gar nicht gebe oder der ihm doch nicht helfen könne er klagte es dem freunde fahre fort sagte Narzis. Du hast es versprochen und musst es halten. Du hast nicht darüber nachzudenken, ob Gott dein Gebet hört oder ob es den Gott, den du dir vorstellen magst, überhaupt gebe. Du hast auch nicht darüber nachzudenken, ob deine Bemühungen kindisch seien. Im Vergleich mit dem, an den unsere Gebete sich wenden, ist all unser Tun kindisch. Du sollst dir diese törichten Kleinkindergedanken während der Übung ganz und gar verbieten. Während man singt, denkt man nicht darüber nach, ob das Singen etwa nützlich sei oder nicht sondern man singt. Ebenso sollst du beten. Und wieder gelang es. Wieder erlosch sein gespanntes und begieriges Ich in der weitgewölbten Ordnung. Wieder zogen die ehrwürdigen Worte über ihn hinweg und durch ihn hindurch wie Sterne. Mit großer Befriedigung sah der Abt, dass Goldmund nach dem Ablauf seiner Bußzeit und dem Empfang des Sakramentes die täglichen Übungen weiter vollzog, Wochen und Monate lang. Währenddessen rückte sein Werk voran. Aus der dicken Treppenspindel wuchs eine kleine quellende Welt von Gestaltungen von Pflanzen, Tieren und Menschen empor. In ihrer Mitte ein Vater Noah zwischen Weinlaub und Trauben, ein Bilderbuch und Lobpreis der Schöpfung und ihrer Schönheit freispielend, aber von einer geheimen Ordnung und Zucht geleitet. An den Figuren der Evangelisten arbeitete er an seinen besten Tagen, wenn alles im Einklang war, und keine Zweifel ihn beschatteten. Am besten so schien ihm gelang ihm die Figur, der er die Züge des Abtes Daniel gab. Er liebte sie sehr, von ihrem Gesicht strahlte Unschuld und Güte aus. Mit der Figur des Meisters Niklaus war er weniger zufrieden. Diese Gestalt zeigte Zwiespalt und Trauer. Sie schien voll hoher Schöpferpläne und zugleich voll verzweifelten Wissens um die Nichtigkeit des Schöpfertums, voll Trauer um eine verlorene Einheit und Unschuld. Als der Abt Daniel fertig war, verhängte er das übrige Werk mit Tüchern und stellte nur diese eine Figur ans Licht. Dann ging er zu Narziß und wartete, da dieser beschäftigt war, geduldig bis zum nächsten Tag. Dann führte er zur Mittagsstunde den Freund in seine Werkstatt und vor die Figur. Narziß stand und schaute. Er stand und ließ sich Zeit. Mit der Aufmerksamkeit und Sorgfalt des Gelehrten betrachtete er die Gestalt. Goldmund stand hinter ihm schweigend und suchte den Sturm in seinem Herzen zu bändigen. O, oh, dachte er, wenn jetzt einer von uns beiden nicht besteht, dann ist es böse. Wenn mein Werk nicht gut genug ist, oder wenn er es nicht verstehen kann, dann hat alle meine Arbeit hier ihren Wert verloren. Ich hätte doch noch warten sollen. Die Minuten schienen ihm Stunden. Er dachte an die Stunde, da Meister Niklaus seine erste Zeichnung in den Händen gehalten hatte. Er presste die heißfeuchten Hände ineinander vor Spannung. Narzis wendete sich zu ihm um, und alsbald fühlte er sich erlöst. Er sah in des Freundes schmalem Gesicht etwas blühen, das ihm seit den Knabenjahren nicht mehr geblüht hatte. Ein Lächeln, ein beinahe schüchternes Lächeln in diesem Gesicht voll Geist und Willen, ein Lächeln der Liebe und Hingabe, einen Schimmer, als sei die Einsamkeit und der Stolz dieses Gesichts für einen Augenblick durchbrochen, und es schiene nichts daraus hervor als ein Herz voll Liebe. Goldmund, sagte Narziß ganz leise, auch jetzt die Worte wägend, du erwartest nicht von mir, dass ich plötzlich ein Kunstkenner sein soll. Ich bin es nicht, du weißt es. Ich kann dir über deine Kunst nichts sagen, was dir nicht lächerlich wäre. Aber lass mich dir das eine sagen. Beim ersten Blick habe ich in diesem Evangelisten unseren Abt Daniel erkannt, und nicht nur ihn, sondern auch alles, was er uns damals bedeutet hat die Würde, die Güte, die Einfalt. So wie der selige Vater Daniel vor unserer jugendlichen Ehrfurcht stand, so steht er hier wieder vor mir und mit ihm alles, was damals uns heilig war und was uns jene Zeit unvergesslich macht. Du hast mich mit diesem Anblick reich beschenkt, mein Freund. Du hast mir nicht nur unseren Abt Daniel wiedergegeben, du hast mir zum ersten Mal dich selbst ganz erschlossen. Ich weiß jetzt, wer du bist. Lass uns nicht mehr darüber reden, ich darf es nicht. O Goldmund, dass uns diese Stunde gekommen ist. Es war still in dem großen Raum. Goldmund sah daß sein freund im herzen bewegt war eine verlegenheit engte ihm den atem ja sagte er kurz ich bin froh darüber aber es ist nun wohl Zeit, dass du zu tisch gehst zwei jahre arbeitete goldmund an diesem werk mit freude und erstaunen sah Narzis zu da kam nun zur Blüte, was sein Freund in seinem unruhigen, trotzigen und kindlichen Herzen getragen hatte. Da wuchs und blühte es herauf, eine Schöpfung, eine kleine quellende Welt. Ein Spiel vielleicht, aber gewiß kein schlechteres als das Spiel mit Logik, Grammatik und Theologie. Nachdenklich sagte er einmal, Ich lerne viel von dir, Goldmund. Ich beginne zu verstehen, was Kunst ist. Früher schien mir, sie sei mit dem Denken und der Wissenschaft verglichen, nicht ganz ernst zu nehmen. Ich dachte etwa so: da nun einmal der Mensch eine zweifelhafte Mischung aus Geist und Materie ist, da ihm der Geist die Erkenntnis des Ewigen öffnet, die Materie aber ihn hinabzieht und ans Vergängliche fesselt, sollte er von den Sinnen weg ins Geistige streben, um sein Leben zu erhöhen und ihm Sinn zu geben. Ich gab zwar vor, die Kunst hochzuachten, aus Gewohnheit, aber eigentlich war ich hochmütig und sah auf sie herab. Jetzt erst sehe ich, wie viele Wege zur Erkenntnis es gibt und daß der Weg des Geistes nicht der einzige und vielleicht nicht der beste ist. Es ist mein Weg, gewiß. Ich werde auf ihm bleiben. Aber ich sehe dich auf dem entgegengesetzten Weg, auf dem Weg durch die Sinne, das Geheimnis des Seins ebenso tief erfassen und viel lebendiger ausdrücken, als die meisten Denker es können. Du begreifst nun, sagte Goldmund, dass ich nicht verstehen kann, was Denken ohne Vorstellungen sein soll. Ich habe es längst begriffen. Unser Denken ist ein beständiges Abstrahieren, ein Wegsehen vom Sinnlichen. Ein Versuch am Bau einer rein geistigen Welt. Du aber nimmst gerade das Unbeständigste und Sterblichste ans Herz und verkündest den Sinn der Welt gerade im Vergänglichen. Du siehst nicht davon weg. Du gibst dich ihm hin. Und durch deine Hingabe wird es zum Höchsten, zum Gleichnis des Ewigen. Wir Denker suchen uns, Gott zu nähern, indem wir die Welt von ihm abziehen. Du näherst dich ihm, indem du seine Schöpfung liebst und nochmals erschaffst. Beides ist Menschenwerk und unzulänglich, aber die Kunst ist unschuldiger. Ich weiß nicht, Narzis, aber mit dem Leben fertig zu werden, die Verzweiflung abzuwehren, das scheint euch Denkern und Theologen doch besser zu gelingen. Ich beneide dich längst nicht mehr um deine Wissenschaft, mein Freund, aber ich beneide dich um deine Ruhe, um deinen Gleichmut, um deinen Frieden. Du solltest mich nicht beneiden, Goldmund. Es gibt keinen Frieden so, wie du es meinst. Es gibt den Frieden gewiss, aber nicht einen, der dauernd in uns wohnt und uns nicht mehr verlässt. Es gibt nur einen Frieden, der immer und immer wieder mit unablässigem Kämpfen erstritten wird und von Tag zu Tag neu erstritten werden muß. Du siehst mich nicht streiten. Du kennst weder meine Kämpfe beim Studium noch kennst du meine Kämpfe in der Betzelle. Es ist gut, dass du sie nicht kennst. Du siehst nur, dass ich weniger als du Launen unterworfen bin, das hältst du für Frieden. Es ist aber Kampf. Es ist Kampf und Opfer wie jedes rechte Leben. Wie das Deine auch. einige wochen später war goldmunds große arbeit fertig und aufgestellt und eine neue vom abt gewünscht und bestellt war schon entworfen ein altar für die marienkapelle in neuzell die dem kloster gehörte und in der ein maria bronner pater als priester amtete für diesen altar wollte goldmund eine marienfigur machen aber er hatte sorgen seit dem fertigwerden der großen arbeit war sein leben in unordnung er versäumte die frühmesse er war tief unruhig und unzufrieden. Er nahm sich fest vor, wenn die Marienfigur fertig wäre, wollte er eine Reise antreten und es noch einmal mit dem Wanderleben probieren. Es war nicht gut, so lange in einem Kloster und bei lauter Männern zu leben. Für Mönche mochte es gut sein, für ihn aber nicht. Mit Männern konnte man schön und klug sprechen, und sie hatten Verstand für die Arbeit eines Künstlers, aber alles andere, das Schwatzen, das Zärtlich sein, das Spiel, die Liebe, das Behagen ohne Gedanken, das gedieh unter Männern nicht, dazu brauchte es Frauen und Wanderung und Schweifen und immer neue Bilder. Der Gedanke an die Reise tröstete ihn, er hielt sich brav zur Arbeit, um desto eher frei zu werden. Und wie ihm aus dem Holz die Gestalt der Maria allmählich entgegenkam, wie er von ihren edlen Knien die strengen Kleidfalten niederstreben ließ, entzückte ihn eine innige und schmerzliche Freude, eine wehmütige Verliebtheit in das Bild, in die schöne, scheue Figur. Als sie nahezu fertig war, zeigte er sie dem Abt. Narzis sagte, »Das ist ein schönstes Werk, lieber. Wir haben nichts im ganzen Kloster, was ihm gleichkommt. Ich bin froh über dich und bin stolz auf dich.« »Ja«, sagte Goldmund, » Die Figur ist ganz gut geworden. Aber nun höre mich, Nazis. Dass diese Figur gut geworden ist, dazu war meine ganze Jugend nötig. Meine Wanderschaft, meine Verliebtheit, mein Werben um viele Frauen. Das ist der Brunnen, aus dem ich geschöpft habe. Der Brunnen wird bald leer sein. Es wird mir dürr im Herzen. Ich werde diese Maria fertig machen, dann aber werde ich für eine gute Weile Urlaub nehmen. Ich weiß nicht für wie lange. Und werde meine Jugend und alles dies wieder aufsuchen, was mir einst so lieb gewesen ist. Kannst du es verstehen? Nun ja, du weißt, ich war dein Gast und ich habe für meine Arbeit hier nie eine Bezahlung genommen. Ich habe sie dir oft angeboten, warf Narzis ein. Ja. Und jetzt nehme ich sie an. Ich werde mir neue Kleider machen lassen. Und wenn sie fertig sind, bitte ich dich um ein Pferd und um ein paar Taler Geld. Dann reite ich in die Welt. Sage nichts, Narzis, und sei nicht betrübt. Es ist nicht, dass es mir hier nicht mehr gefallen würde, ich könnte es nirgends besser haben. Es geht um anderes. Wirst du mir meinen Wunsch erfüllen? Es wurde wenig mehr darüber gesprochen. Goldmund ließ sich ein einfaches Reiterkleid und Stiefel machen, und während der Sommer näher kam, machte er die Maria fertig, als sei es sein letztes Werk. Mit liebender Behutsam gab er den Händen, dem Gesicht, dem Haar die letzte Vollendung. Narzis, obwohl er den bevorstehenden Abschied schwer empfand, lächelte manchmal ein wenig über die Verliebtheit Goldmunds und sein Nicht-Loskommen können von der Marienfigur. Dann aber überraschte ihn Goldmund doch eines Tages, indem er plötzlich kam, um sich zu verabschieden. Über Nacht hatte er seinen Entschluss gefasst. Werde ich dich denn wiedersehen? fragte Narzis. O oh ja, wenn dein hübscher Gaul mir den Hals nicht bricht, wirst du mich gewiß wiedersehen, antwortete Goldmund, zwinkerte mit den Augen und ritt davon. Narzis war in seinen Gedanken viel mit dem Freund beschäftigt, er sorgte um ihn und hatte Sehnsucht nach ihm. Würde er ihm dann zurückkommen, der entflohene Vogel, der liebe Leichtfuß? Nun zog dieser wunderliche und geliebte Mensch wieder seine krause, willenlose Bahn und strich er wieder lüstern und neugierig durch die Welt, seinen starken, dunklen Trieben nach, stürmisch und unersättlich, ein großes Kind. Möge Gott mit ihm sein, möge er heil zurückkommen. Ja, es war vielleicht nicht bloß kindlicher und menschlicher, ein Goldmund-Leben zu führen. Es war am Ende wohl auch mutiger und größer, sich dem grausamen Strom und Wirrwarr zu überlassen. Sünden zu begehen und ihre bitteren Folgen auf sich zu nehmen, statt abseits der Welt mit gewaschenen Händen ein sauberes Leben zu führen, sich einen schönen Gedankengarten voll Harmonie anzulegen und zwischen seinen behüteten Beten sündelos zu wandeln. Es war vielleicht schwerer, tapferer und edler, mit zerrissenen Schuhen durch die Wälder und auf den Landstraßen zu wandern, Sonne und Regen, Hunger und Not zu leiden, mit den Freuden der Sinne zu spielen und sie mit Leiden zu bezahlen. Jedenfalls hatte Goldmund ihm gezeigt, daß ein zu hohem bestimmter Mensch sehr weit in die blutige, trunkene Wirrsal des Lebens hinabtauchen und sich mit vielem Staub und Blut beschmutzen könne, ohne doch klein und gemein zu werden, ohne das Göttliche in sich zu töten, daß er durch tiefe Verdunkelungen irren könne, ohne daß im Heiligtum seiner Seele das göttliche Licht und die Schöpferkraft erlosch. Der davongerittene Freund ließ ihm Zeit zu seinen Gedanken. Die Wochen vergingen, längst hatte der Kastanienbaum geblüht, längst war das milchig hellgrüne Buchenlaub dunkel fest und hart geworden, längst hatten die Störche auf dem Torturm gebrütet, hatten Junge und hatten sie fliegen gelehrt. Je länger Goldmund ausblieb, desto mehr sah Narziß, was er an ihm gehabt hatte. Er hatte einige gelehrte Patres im Hause, einen Kenner des Plato, einen vorzüglichen Grammatiker, einen oder zwei subtile Theologen. Er hatte unter den Mönchen einige treue, redliche Seelen, denen es ernst war. Aber er hatte keinen seinesgleichen, keinen, an dem er sich ernstlich messen konnte. Dies Unersetzliche hatte nur Goldmund ihm gegeben. Es nun wieder entbehren zu müssen, fiel ihm schwer. Mit Sehnsucht dachte er an den Entfernten. Er litt unter dem Verlust und litt unter der Erkenntnis, wie sehr sein Herz, das doch nur Gott und seinem Amt gehören sollte, an diesem Freunde hing. Der Sommer ging hin, Mohn und Kornblume, Rade und Sternblume welkte und schwand, still wurden die Frösche im Weiher und die Störche flogen hoch und bereiteten sich zum Abschied. Da kam Goldmund wieder. Er kam an einem Nachmittag. Bei leisem Regen und trat nicht ins Kloster, er ging vom Tor sofort nach seiner Werkstatt. Er war zu Fuß angekommen, ohne Pferd. Er ging mühsam, er schleppte sich und er schien krank und sehr müde zu sein. Andern Tages saß er in seiner Kammer über den Tisch gebückt und versuchte ein wenig zu zeichnen, da kam Narzis ihn zu besuchen. In der Tür blieb er stehen und sagte, man hat mir erzählt, du seiest zurückgekommen. Gott sei Dank, meine Freude ist groß. Da du mich nicht aufgesucht hast, komme ich zu dir. Störe ich dich in der Arbeit? Er kam näher. Goldmund richtete sich von seinem Papier auf und streckte ihm die Hand entgegen. Ja, ich bin wieder da. Sei gegrüßt, Narzis. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Entschuldige, daß ich dich noch nicht besucht habe. Narziß sah ihm in die Augen. Er sah nicht nur die Erloschenheit und jämmerliche Welke dieses Gesichts. Er sah auch das andere, diesen wunderlich angenehmen Zug von Gleichmut, ja Gleichgültigkeit, von Ergebung und guter Greisenlaune. Im Lesen von Menschengesichtern erfahren sah er auch, daß dieser so fremd gewordene und veränderte Goldmund nicht mehr ganz gegenwärtig sei dass entweder seine Seele sich weit von der Wirklichkeit entfernt habe und auf Traumwegen gehe, oder dass sie schon bei der Pforte stehe, die ins Jenseits führt. Bist du krank? fragte er behutsam. Ja, krank bin ich auch. Ich wurde schon im Anfang meiner Reise krank, schon in den ersten Tagen. Aber du begreifst, dass ich nicht gleich wieder heimkehren mochte. Sein Gemurmel erlosch in einem Lächeln. Wir werden dich wieder gesund machen, Goldmund. Es soll dir an nichts fehlen. Aber dass du nicht gleich wieder umgekehrt bist, als es dir anfing, schlecht zu gehen? Du brauchst dich doch wahrlich vor uns nicht zu schämen. Du hättest sofort umkehren sollen. Goldmund lachte. Ja, jetzt weiß ich wieder. Ich traute mich nicht so einfach wieder umzukehren. Es wäre ja eine Schande gewesen. Aber jetzt bin ich gekommen. Es geht mir jetzt wieder gut. Hast du viel Schmerzen gehabt? Schmerzen? Ja, Schmerzen habe ich genug. Aber schau, die Schmerzen sind ganz gut, sie haben mich zur Vernunft gebracht. Ich schäme mich jetzt nicht mehr, auch vor dir nicht damals als du mich im gefängnis besucht hast um mir das leben zu retten da mußte ich sehr auf die zähne beißen weil ich mich vor dir schämte das ist jetzt ganz vergangen narzis legte ihm die hand auf den arm sofort schwieg er und schloß lächelnd die augen er schlief friedlich ein verstört lief der abt und holte den arzt des hauses pater anton daß er nach dem kranken sehe als sie zurückkamen, saß Goldmund schlafend an seinem Zeichentisch. Sie brachten ihn zu Bett. Der Arzt blieb bei ihm. Er fand ihn hoffnungslos krank. Man brachte ihn in eines der Krankenzimmer. Die ganze Geschichte seiner letzten Reise kam nie zutage. Einzelnes erzählte er, manches ließ sich erraten. Oft lag er teilnahmslos, manchmal fieberte er und redete verwirrt. Manchmal war er klar, und dann wurde jedes Mal Narziss gerufen, dem diese letzten Gespräche mit Goldmund sehr wichtig wurden. Einige Bruchstücke aus Goldmunds Berichten und Bekenntnissen hat Narzis überliefert, andere der Gehilfe. Wann die Schmerzen begonnen haben? Es war noch am Anfang meiner Reise. Ich ritt im Wald, und ich bin samt dem Gaul gestürzt und bin in einen Bach gefallen und bin eine ganze Nacht im kalten Wasser gelegen. Da drinnen, wo ich mir die Rippen gebrochen habe, da sind seither die Schmerzen. Damals war ich noch nicht sehr weit von hier, aber ich mochte nicht umkehren, es war kindisch. Aber ich dachte, es würde komisch aussehen. Ich ritt also weiter, und als ich nicht mehr reiten konnte, weil es so weh tat, habe ich das Pferdchen verkauft. Und dann bin ich lange Zeit in einem Hospital gelegen. Ich bleibe jetzt hier, Nazis. Es ist nichts mehr mit dem Reiten. Es ist nichts mehr mit dem Wandern. Es ist nichts mehr mit dem Tanzen und mit den Weibern. Och, sonst wäre ich noch lange ausgeblieben, noch jahrelang. Narzis sagte ihm, ich bin so froh, dass du wiedergekommen bist. Das Herz vor Weh und Liebe brennend bückte er sich langsam zu ihm herab, und nun tat er, was er in den vielen Jahren ihrer Freundschaft niemals getan hatte. Er berührte Goldmunds Haar und Stirn mit seinen Lippen verwundert zuerst, dann ergriffen, merkte Goldmund, was geschehen sei. Goldmund, flüsterte ihm der Freund ins Ohr, verzeih, dass ich es dir nicht früher habe sagen können. Ich hätte es dir sagen sollen, als ich dich damals in deinem Gefängnis aufsuchte in der Bischofsresidenz, oder als ich deine ersten Figuren zu sehen bekam, oder irgendeinmal. Lass es mich dir heute sagen, wie sehr ich dich liebe wie viel du mir immer gewesen bist, wie reich du mein Leben gemacht hast. Es wird dir nicht sehr viel bedeuten. Du bist an Liebe gewöhnt, sie ist für dich nichts Seltenes, du bist von so vielen Frauen geliebt und verwöhnt worden. Für mich ist es anders. Mein Leben ist arm an Liebe gewesen, es hat mir am besten gefehlt. Dir allein danke ich es, dass mein Herz nicht verdorrt ist, dass eine Stelle in mir blieb, die von der Gnade erreicht werden kann. Goldmund lächelte froh und etwas verlegen. Mit der leisen, ruhigen Stimme, die er in seinen klaren Stunden hatte, sagte er Als du mich damals vom Galgen befreit hattest und wir heimritten, fragte ich dich nach meinem Pferde Bläß, und du gabst mir Auskunft. Damals sah ich, dass du, der du sonst Pferde kaum auseinanderkennst, dich um das Rösschen Bläss bekümmert hattest. Ich verstand, dass du es meinetwegen getan hattest und war sehr froh darüber. Jetzt sehe ich, dass es wirklich so war und dass du mich wirklich lieb hast. Auch ich habe dich immer lieb gehabt, Nazis. Die Hälfte meines Lebens ist ein Werben um dich gewesen. Ich wusste, dass auch du mich gern hattest. Aber nie hätte ich gehofft, dass du es mir einmal sagen würdest, du stolzer Mensch. Jetzt hast du es mir gesagt, in diesem Augenblick, wo ich nichts anderes mehr habe. Du denkst immer an Sterben? fragte Narziß. Ja, ich denke daran und an das, was aus meinem Leben geworden ist. Als Jüngling, als ich noch dein Schüler war, hatte ich den Wunsch, ein so geistiger Mensch zu werden wie du. Du hast mir gezeigt, dass ich nicht dazu berufen war. Dann warf ich mich auf die andere Seite des Lebens, auf die Sinne, und ich habe auch das Glück gehabt zu erleben, dass die Sinnlichkeit beseelt werden kann. Daraus entsteht die Kunst. Jetzt aber sind beide Flammen erloschen. Ich habe das tierische Glück der Wollust nicht mehr, und Kunstwerke zu schaffen ist auch nicht mehr mein Wunsch. Ich habe genug Figuren gemacht, es kommt auf die Zahl nicht an. Darum ist es für mich Zeit zu sterben. Ich bin willig dazu und bin neugierig darauf. Warum neugierig? fragte Narzis. Nun, es ist wohl etwas dumm von mir, aber ich bin wirklich neugierig darauf. Nicht auf das Jenseits, Narzis. Darüber mache ich mir wenig Gedanken. Nein, neugierig auf das Sterben bin ich nur darum, weil es noch immer mein Glaube oder mein Traum ist, dass ich unterwegs zu meiner Mutter bin. Ich hoffe, der Tod werde ein großes Glück sein. Ein Glück so groß wie das der ersten Liebeserfüllung. Ich kann mich von dem Gedanken nicht trennen, daß statt des Todes mit der Sense es meine Mutter sein wird, die mich wieder zu sich nimmt und in das Nichtsein und in die Unschuld zurückführt. Bei einem seiner letzten Besuche, nachdem Goldmund mehrere Tage nichts mehr gesprochen hatte, fand Nazis ihn wieder wach und gesprächig. Der Pater Anton meint, du müsstest oft große Schmerzen haben. Wie machst du es, Goldmund, daß du sie so ruhig erträgst? Mir scheint, du habest jetzt den Frieden gefunden. Meinst du den Frieden mit Gott? Nein, den habe ich nicht gefunden. Ich will keinen Frieden mit Gott. Er hat die Welt schlecht gemacht. Wir brauchen sie nicht zu preisen. Und ihm wird ja auch wenig daran gelegen sein, ob ich ihn Lob preise oder nicht. Schlecht hat er die Welt gemacht. Aber mit den Schmerzen in meiner Brust habe ich Frieden geschlossen. Das ist richtig. Früher konnte ich Schmerzen nicht gut ertragen, und obwohl ich manchmal der Meinung war, das Sterben würde mir leicht fallen, so war das doch ein Irrtum. Jetzt aber ist es anders. Das Sprechen ermüdete ihn, seine Stimme wurde schwächer. Narziss bat ihn, sich zu schonen. Nein, sagte er, ich will es dir erzählen. Früher hätte ich mich geschämt, es dir zu sagen. Du wirst lachen müssen. Nämlich als ich damals meinen Gaul bestieg und von hier weggeritten bin, geschah es nicht ganz ins Blaue hinein. Ich hatte ein Gerücht gehört, der Graf Heinrich sei wieder im Lande und seine Geliebte sei wieder bei eben, die Agnes. Nun gut, dir scheint das nicht wichtig, und auch mir scheint es heute nicht wichtig. Aber damals brannte mich die Nachricht gewaltig. Und ich dachte an nichts mehr als an Agnes. Sie war die schönste Frau, die ich gekannt und geliebt habe. Ich wollte sie wiedersehen. Ich wollte noch einmal mit ihr glücklich sein. Ich ritt und nach einer Woche fand ich sie. Dort in jener Stunde ist die Veränderung mit mir geschehen. Ich fand also die Agnes, sie war nicht weniger schön geworden. Ich fand sie und fand Gelegenheit, mich ihr zu zeigen und mit ihr zu sprechen. Und denke Narzis, sie wollte nichts mehr von mir wissen. Ich war ihr zu alt. Ich war ihr nicht mehr hübsch und vergnügt genug. Sie versprach sich nichts mehr von mir. Damit war meine Reise eigentlich zu Ende. Ich ritt aber weiter. Ich mochte nicht so enttäuscht und lächerlich zu euch zurückkommen. Und wie ich so ritt, hatte mich die Kraft und die Jugend und die Klugheit schon ganz verlassen, denn ich fiel mit meinem Pferd eine Schlucht hinab und in einen Bach und brach mir die Rippen und blieb im Wasser liegen. Damals habe ich zuerst richtige Schmerzen kennengelernt. Ich spürte gleich beim Fall in meiner Brust innen etwas brechen, und das Brechen machte mir Freude. Ich hörte es gern, ich war damit zufrieden. Ich lag da im Wasser und sah, dass ich sterben müsse aber es war alles ganz anders als damals im Gefängnis. Ich hatte nichts dagegen, das Sterben schien mir nicht mehr schlimm. Ich spürte diese heftigen Schmerzen, die ich seither oft gehabt habe, und ich hatte dazu einen Traum oder ein Gesicht, wie du es nennen willst. Ich lag, und in meiner Brust tat es brennend weh, und ich wehrte mich und schrie, aber da hörte ich eine Stimme lachen, eine Stimme, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört hatte. Immer wieder sprach er von ihr, von der Mutter. Weißt du noch, fragte er an einem der letzten Tage, einmal hatte ich meine Mutter vergessen, aber du hast sie wieder beschworen. Auch damals hat es sehr weh getan, aber ich musste ihr folgen. Sie ist überall. Sie war die Zigeunerin Liese. Sie war die schöne Madonna des Meisters Niklaus. Sie war das Leben, die Liebe, die Wollust. Sie war auch die Angst, der Hunger, der Trieb. Jetzt ist sie der Tod. Sie hat ihre Finger in meiner Brust. Sprich nicht zu so viel, lieber, bat Narzis. Warte bis morgen. Goldmund blickte ihm mit seinem Lächeln in die Augen, mit diesem neuen Lächeln, das er von seiner Reise mitgebracht hatte, das so alt und so gebrechlich aussah und das manchmal ein wenig schwachsinnig zu sein schien, manchmal wie lauter Güte und Weisheit blickte. Mein Lieber, flüsterte er, ich kann nicht bis morgen warten. Ich muß Abschied von dir nehmen. Und zum Abschied muß ich dir noch alles sagen. Höre mir noch einen Augenblick zu. Es ist seit manchen Jahren mein liebster und geheimnisvollster Traum gewesen, eine Figur der Mutter zu machen. Sie war mir das Heiligste von allen Bildern. Immer trug ich es in mir herum, eine Gestalt voll Liebe und voll Geheimnis. Vor kurzem noch wäre es mir ganz unerträglich gewesen zu denken, dass ich sterben könnte, ohne ihre Figur gemacht zu haben. Mein Leben wäre mir unnütz erschienen. Und nun sieh, wie wunderlich es mir mit ihr gegangen ist. Statt dass meine Hände sie formen und gestalten, ist sie es, die mich formt und gestaltet. Sie will nicht, dass ich ihr Geheimnis sichtbar mache. Lieber will sie, dass ich sterbe. Ich sterbe gern. Sie macht es mir leicht. Bestürzt hörte Narzisst den Worten zu, er mußte sich tief über seines Freundes Gesicht hinabbücken, um sie noch verstehen zu können. Manche hörte er nur undeutlich, manche hörte er wohl, doch blieb ihr Sinn ihm verborgen. Und nun schlug der Kranke nochmals die Augen auf und blickte lang in seines Freundes Gesicht. Mit den Augen nahm er Abschied von ihm. Und mit einer Bewegung, als versuche er, den Kopf zu schütteln, flüsterte er, aber wie willst denn du einmal sterben, Narzis, wenn du doch keine Mutter hast? Ohne Mutter kann man nicht lieben. Ohne Mutter kann man nicht sterben. Was er später noch murmelte, war nicht mehr verständlich. Die beiden letzten Tage saß Narzis an seinem Bett, Tag und Nacht, und sah zu, wie er erlosch. Goldmunds letzte Worte brannten in seinem Herzen wie Feuer. Sie hörten Narzis und Goldmund von Hermann Hesse. Gelesen von Ulrich Nöten. Produktion Hessischer Rundfunk 2005